gucken, die denken, die gucken dann so verschiedene Filme mit verschiedenen Inhalten, aber die verstehen es nicht, dass sie immer wieder Jesus Christus gucken, aber verschlüsselt. Ja, Der saß Iron. dann. Zum Beispiel Iron Man, hast du ja auch gesagt, mit diesen Löchern hier, mit den Händen. Ja, nicht nur in seinen Händen. Wo hat er denn sonst noch ein Loch, wo Licht rauskommt? An der Brust. In der Brust, genau die Stellen, wo der Herr Jesus gestochen wurde, in seiner Brust von dem römischen Soldaten. Und seine Hände und seine Füße wurden durchbohrt. Und aus diesen Stellen, Füße, Hände und Brust, kommen Licht raus. Ja. Und dann fährt er auch immer wieder gegen Himmel auf und beschützt die Menschen vor dem Bösen. Ja. Ja, es ist immer dasselbe, ja. Auch Holt, wie das heißt, Spider-Man, was du auch da entschlüsselt hast. Spider-Man zum Beispiel, ich glaube, das war der erste Teil, ne? Mit den, Ja. genau, Spider-Man. Weil der macht ja auch am Zug die Kreuzesbusi und dann hast du ja gezeigt, wie er dann stirbt, aufsteht, die Seite durchstochen. Ja, genau. Aber in der Szene, wo der eben die Menschen rettet und in den Tod fällt und wieder aufersteht, da sieht man, dass nur ein Auge, also ein Auge ist verdeckt. Ja, das andere Auge in seiner Tracht da, was er anhat, diesen Anzug, da sieht man nur Ja. das eine Auge. Das heißt also, es ist der falsche Messias, der sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt. Der Einäugige nach Sacharja 11, Vers 17. Der falsche Hirte, der kommen wird, demnächst der Antichrist. Und da sieht man auch eben an dieser Stelle, dass da nur 11 Personen sind, die dann noch bei Christus sind. Also bei Spider-Man. Ja. Ja, und das ist eben symbolisch, weil der Zwölfte, der Judas, war ja schon weg. Es waren nur Ja. noch 11. 11 Apostel da, ja, genau. Weißt du noch den Film, den du da entlarvt hast? Der ist aber auch richtig brutal. Korn der Barbaren. Ja, Das ist gut. vorne. Dieser Film ist wirklich, du siehst ja auch, wo du den, der Film wurde ja sogar, wo du den entschlüsselt hast und auf YouTube reingestellt hast, der wurde ja Ja. in Ländern sogar verboten. Ich glaube, du hast die Originalversion gezeigt, richtig? Conan der Barbar, Ja, weil der ist ja. ganz schön brutal für diese, der ist ja wirklich heftig. Ja, da kämpfte ja Conan der Barbar, also gegen die Schlange. Der Typ kann sich ja in eine Schlange verwandeln. Und diese Schlange lässt ihn kreuzigen, den Conan. Nicht nur das, wo du das gezeigt hast, wo die da so, so am Kochen sind, wo so Hände drin waren. Weißt du noch, wo die Ja, da reingehen? Kannibalismus. Ja. Ja, genau, wo die da so Körperteile Kochen. essen und so. Und Ja, alle ja, mit ja, dem Nackt rumliegen. ja. Ja. So wird es sein, ne? Und die Menschen, wenn alle leider in die neue Weltordnung kommen, also nur, wenn ich sage alle, natürlich gibt es Ausnahmen, die wiedergeboren werden und nicht da reinkommen, entrückt werden, aber die meisten Menschen werden in die neue Weltordnung kommen. Und werden dann in diese Diktatur hineinkommen und versklavt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, wie die Juden damals im Konzentrationslager, wie die da gelebt und Zwangsarbeit geleistet haben. So wird das in Großraum, in ganz Europa, Amerika, bis nach Australien, Neuseeland. Das wird dann so sein. So ein Leben wird es sein. Und noch schlimmer, also noch schlimmer als was die Juden da im KZ durchgemacht haben. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist Ja, krank. weil es eine digitale Diktatur wird, ne? Wenn Ja, man das. unbedingt wissen will, wie die neue Weltordnung aussieht, dann kann man sich den Film 1984 anschauen mit Richard Burton in der Ja. Hauptrolle, ist ein bisschen älter. Genau, 1984, da zeigt eben uns Hollywood eine Vorausschau, wie es dann in dieser Diktatur in der neuen Weltordnung aussehen wird. Dass der Mensch eben keine Freiheiten hat, dass er wie ein Sklave ist. Und wenn er nur ein wenig neben der Spur oder überhaupt daran denkt, zu rebellieren gegen das System, da wird er sofort ausgeschaltet. Totale Bewusstseinskontrolle über die Menschen, keine eigene Meinung mehr. Da werden die Leute hineinschlittern. Und wir werden schön bei unserem Herrn sein im Himmel und die höchste Herrlichkeit erleben, die Schönheit, die absolute Maria, Schönheit. du merkst ja auch zum Beispiel, China ist ja sehr weit mit der Diktatur. Du siehst ja schon, die haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob die jetzt 500 Millionen Kameras haben
oder ob die jetzt 1 Milliarde, aber auf jeden Fall habe ich gehört, die haben über 500 Millionen von Kameras. Und noch Ja, überall. Drohnen, musst du dir vorstellen, die da in der Luft rumfliegen und so. Das ist ja totale Überwachung. Das ist ja Ultra-Überwachung. Überall, wo du hingehst, wird überwacht. Ja, genau, diese digitale Diktatur, dass der Mensch keine Freiheit mehr hat. Ja. Und diese Kameras werden auch demnächst in jedem Haushalt installiert werden, weil der Staat wird dann die totale Kontrolle über den Menschen haben. Also das heißt, das ist Pflicht, dass die Kameras denn hier in der Küche sind. Natürlich, klar. Ja, sicher. Ja. Um den Staat zu schützen, weil die sagen dann, wir wollen nicht nochmal so einen riesen Bürgerkrieg haben. Und da müssen wir euch alle beobachten, damit wir sehen, wer von euch dann, also wer unter den Menschen da diese Bürgerkriege anzettelt. Ja, das ist ja richtig krank. Dann sieht man ja alle Und die Zimmer. Leute sagen, ja, mach das bitte, mach das. Hauptsache, wir haben nicht mehr so einen Bürgerkrieg. Ja. Ich habe ja früher mit den Menschen gesprochen. Ich so, Leute, diese ganzen Kameras überall, die beobachten euch. Und was ist, wenn die das euch in die Wohnung einbauen? Da sagten sie zu mir damals wirklich allen Ernstes, ja und? Ich habe doch nichts zu verbergen, ich bin doch kein Krimineller, da könnt ihr das machen. Ja, das ist ja Das heißt, die krank. haben überhaupt kein Gefühl dafür, dass man eine Freiheit und eine Privatsphäre hat. Die haben gar kein Gefühl dafür, Das ist dass man krank. das so, denen das wegnehmen kann, dass, was Freiheit bedeutet, Privatsphäre. Die haben überhaupt keine, ihre Sinne sind total so kaputt, dass die dann halt Krank. alles mit sich machen Ich sag lassen. mir auch, Alter, das wird so anfangen. Die werden die Kameras auf die Spielplätze aufbauen, dann zum Beispiel in den Treppenhäusern, dann sehen die, wer rein und raus geht. Weil bei uns gibt es ja auch schon hier einige in Großhäusern, dass sie da Kameras eingebaut haben, wenn du vorne reingehst. Also im Treppenhaus und im Fahrstuhl sind Kameras. In Häusern, ganz normale Häusern, so wo jetzt, ja, so Hochhäusern. Überleg mal, das wird dann überall überwacht werden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und der Mensch gewöhnt sich dran. Ja, Das heißt, der Mensch jetzt gibt machen seinen die das. freien Willen ab, der gibt freiwillig seinen freien Willen ab, er lässt sich freiwillig versklaven, er unterwerft sich freiwillig. Das musst du dir mal geben, wie krank das ist. Ja, Das ist ja. Und diese Unruhen dann eben auch in Frankreich, diese Teuerungen, Inflation, Energiekosten und so weiter, die steigen ja alle und dann irgendwann mal gibt es einen Krach. Dann gibt es einen riesen. Das ist sowas von kaputt. Das ist sowas von kaputt. Ja, und die Menschen können dann nicht mehr fliehen. Und das sind eben die Vorboten, ja, was in Frankreich gerade passiert. Das sind die kleinen Vorboten, was demnächst Schlimmes vor allem auf die europäischen, auf die westlichen Nationen kommen wird. Ja. Ja, der Herr Jesus wird sie bestrafen, diese abgefallenen Passchristen, die den ganzen Tag in Sünde leben, Unzucht treiben auf Mallorca, in so Toiletten von Discos, dann Kinder zeugen und diese Kinder abtreiben. Das ist was von krank. Das kann man sich Ja. gar nicht vorstellen. Warte mal. Ich habe da eine Anfrage. Ja, und der Herr Jesus wird die dann bestrafen, die Leute. Hallo? Moin. Ja, Gottes Segen. Der Herr segne dich. Uns alle hoffentlich. Ja, darf ich fragen, bist du ein Christ oder? Nee, ich bin kein Christ. Hast du denn Ich eine hoffe, das Frage? stimmt. Meine Frage ist jetzt eigentlich großartig nicht großartig gewesen. Du hast jetzt hier wegen Satan der Welt und so. Ja, genau. Also geht es hier um Thema Zionisten oder Moment. Die Zionisten sind nur eine kleine Gruppe, die Ja. eben auch mitmischt da oben. Also Ja. die Zionisten haben ja einfach nur das Interesse, dass Israel als Staat erhalten bleibt und gebaut wird und erhalten bleibt. Unter anderem, ich meine, die haben ja noch ein bisschen mehr Agenda, ne? Ja, also die Zionisten wollen vor allen Dingen auch den dritten Tempel bauen, wo der Antichrist sich dann halt hineinsetzen wird. Und Israel wird ja auf dem Antichristen hereinfallen. Ja, da steht alles in Offenbarung Kapitel 13 zum Beispiel. Das wird alles kommen. Ja, und das ist Zionismus. Zion ist nichts anderes als Jerusalem.
Tempelberg, das ist Zion, laut Bibel. Und Zion steht natürlich auch im Großen für Israel. Ja. Das siehst du auch zum Beispiel bei Film Matrix, dass der Hauptschauplatz des Krieges im Film Matrix Zion ist, also Ja, Israel, der weiß Dritte ich. Weltkrieg. Ja. Dass die Und Muslime eben Israel angreifen werden, am Ende der Zeit, wenn alles zusammenbricht und ja, die letzten Tage der Menschheit, da wird es einen Riesenweltkrieg geben. Und die Muslime werden sich zusammentun, komplett, die islamischen Ländern, und werden dann Israel angreifen. Sacharja Kapitel 13, Vers 8. Zwei Drittel von Israel wird umkommen. Die Muslime töten zwei Drittel von Israel. Ein Drittel wird übrig bleiben. Und dieses letzte Drittel von Israel wird zum Herrn Jesus schreien. Und der Herr Jesus kommt dann zurück vom Himmel, und dann wird er diesen islamischen Großangriff vernichten und den letzten Drittel retten. Sacharja Kapitel 13, Vers 8. Und dann Sacharja Kapitel 14, der Herr Jesus, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, wenn er zurückkommt, und dann gibt es das tausendjährige Friedensreich. Der Herr Jesus wird alle Angriffe auf Israel vernichten und den Satan 1000 Jahre in den Abyssos also ketten, und so dass er nicht mehr verführen kann, die Länder dieser Erde. Und dann gibt es 1000 Jahre Friedensreich, das messianische Friedensreich aus also Israel über die ganze Welt. Der Herr Jesus regiert dann als König der Welt aus Israel über die ganze Erde. wenn ich dich Das jetzt sind die richtig. nächsten, ja, das sind die nächsten Ereignisse, prophetisch aus biblischer Sicht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind doch die Moslems, also wir Moslems, satanische Diener oder was? Unter anderem, ja, also, also der Satan benutzt ja alle Völker dieser Erde, nicht Außer nur die die Muslime, Christen. außer die Wiedergeborenen. Nicht alle Christen, weil wir haben Katholiken, wir haben Zeugen Jehovas, die gehen alle verloren. Das sind keine Christen. Und wer sind Nur die richtigen Christen dann? die Wiedergeborenen, die von neuem geboren sind und dem Herrn Jesus mit Herz und Seele dienen, die den Heiligen Geist empfangen haben und die da auf den Herrn Jesus warten. Die echten. Nicht? Okay, In aber Johannes das. 3, Vers 3 sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht von neuem geboren werdet, werdet ihr nicht in das Reich kommen, in das Reich Gottes kommen. Das heißt, die Aber wahren Christen sind die Wiedergeborenen, die ich echten. habe eine Frage kurz. Ja, Urteilst du bitte. jetzt gerade nicht über den Rest der Menschen? Das ist das Urteil von Gott über die Menschen, nicht ich. Ich sage das nur weiter, was in der Bibel steht. Gott geht ins Gericht mit den Menschen bald. Und zwar Ja, du heftiges sagst Gericht. Gott und danach sagst du Jesus. Werden jetzt Ja, Gott oder Jesus? Jesus ist ja Gott. Der Herr Jesus ist ja Gott. Und an wem hat Jesus dann am Kreuz gebetet, wenn er selber Gott ist? Als Mensch natürlich, weil er sich als in seiner Gottheit eingeschränkt hat Ja, und wurde ja trotzdem hat er Mensch. doch zu sich selber dann gebetet. Ist der Schied so oder was? Nein, als Mensch hat er natürlich zum Vater gebetet und hat uns ein vollkommenes Beispiel gegeben, wie ein Aber vollkommener das Mensch. verstehe ich nicht. Nein, das geht mir gerade nicht im Kopf. Du sagst, als Mensch hat er zum Vater gebetet, also zu sich selber, weil Jesus Gott ist. Nein, 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 nein. Der Herr Jesus ist nicht der Vater. Der Herr Jesus ist der Sohn. In der Gottheit kommen drei Personen. Es ist Vater, Sohn, Ja, Heiliger aber wie soll Geist. der Vater, also dann ist doch Jesus automatisch der Sohn und der Vater. Nein, nein, das ist eine falsche Doch. Lehre. Der Sohn wurde Mensch. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5 heißt das ja, ein Kind ist uns geboren, also ein Mensch. Aber der Also Gottes Sohn wurde Sohn. uns gegeben. Also der Sohn hat schon Gottes vorher Sohn. existiert. Aber Gottes Sohn ist das doch dann, in dem Augenblick, Ja, oder nicht? genau. Ja, wie kann Gottes Sohn dann selber Gott sein? Das verstehe ich nicht. Ja, weil der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Alle drei sind Gott. Dann habt ihr drei Götter, oder was? Nein, bist du Körper? Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist, Trinitat. Ja, Warum steht Ihnen da dann muss ich über jetzt recht Kreuz? geben. Es wird jetzt durcheinander alles. Moment, Warte, Sekunde. bitte, verlass mich mal bitte ausreden. Warum steht denn in Ihnen über das Kreuz immer? Jesus von Nazareth, König der Juden. Und warum gibt es dann Jesuiten, die durch die Welt rennen und ganze Zeit dazu sagen immer, dass Jesus, ich verstehe euch manchmal Nein, nicht, die also das ist auch nicht Jesuiten böse sind wieder eine gemeint. Geheimgesellschaft von Ignatius von Loyola gegründet, um die Reformation niederzuschlagen. Also die wahre Reformation. Das ist eine satanische Sekte innerhalb der katholischen Kirche, die versucht hat, die Reformation, die friedliche Aber Reformatoren ja, niederzuschlagen. das weiß ich, aber die preisen doch über Jesus als Gott.
Nein, das ist alles nur mit dem Mund geredet. Der Vatikan und so ist absolut satanisch. Die benutzen nur Ja, den Herrn Jesus als aber Vorwand. also ich habe hier wirklich auch schwarz auf weiß Sachen von alten Briefen, Alter, dass die Jesuiten durch die Welt ziehen sollen und die Leute davon bekehren sollen, dass Jesus Gott ist. Nein, die Jesuiten ist eine Geheimorganisation innerhalb des Vatikans. Ja, Und Freimaurergesellschaften. ja, die sind auch mit den Freimaurern vernetzt, ja, natürlich. Ich kenne mich schon mit den Themen ein bisschen aus, aber ich weiß nicht. Also das, was du machst, ist ein bisschen hart, finde ich. Das ist nicht mein Urteil, das ist die Bibel. Du musst die Bibel lesen. Ja, nein, wer urteilt, werden wir sehen. Wenn wir tot sind, werden wir alle die Wahrheit sehen. Dann ist es zu spät, dann stehst du vor dem Richter. Wenn du schon tot bist, dann ist vorbei. Du musst im Ja, Leben aber dann werden herausfinden, was auf dich wir sehen, zukommt. wer Recht hat oder Unrecht hat. Dann werden wir es ja sehen, weil jeder Ja, steht aber ja dann nach ist es dem zu Tod spät. gerade. Ja. Und wenn du dann vor dem Herrn Jesus stehst, als Richter über dich, dann ist es zu spät. Was ist, wenn ich nicht vorher Jesus stehe, sondern nur vor Gott stehe? Ja, der ist ja Gott. Ja, nach deiner Der Auffassung. Richter ist ja Gott. Das kann ja kein Ja. normaler Mensch nicht richten. Alle Menschen richten. Das kann nur Gott die Menschen Ja, richten. nach deiner Auffassung ist Jesus Gott. Nach meiner Auffassung ist Jesus nicht Gott. Nach meiner Auffassung. Aber das ist ja jedem, dem seine Das ist gegeben. nicht Was? nach meiner oder deiner. Das ist nach biblischer Auffassung ist der Herr Jesus Gott. Ja, gut, dann nach biblischer Aussage ist dann Jesus Gott gut, meinetwegen. Ist ja Ja. auch nicht schlimm. Ist ja auch absolut nicht schlimm. Missverstehe mich bitte nicht. Jeder soll so glauben, dass er bitte keinen anderen Menschen schadet und an seine Umwelt und an seine Mitmenschen denkt und gut ist. Ja, Ja. genau. Und also die nächsten kommenden Ereignisse sind dann halt die Entrückung der Gemeinde. Der Herr Jesus zieht seine Gemeinde in den Himmel. Dann beginnt die Apokalypse, das schlimmste Zeitalter für die Menschheit. Gott geht ins Gericht mit den Menschen. Und dann werden Milliarden von Menschen umkommen innerhalb von kürzester Zeit. Dann kommt der Antichrist in Israel. Der dritte Tempel wird gebaut. Die Al-Aqsa-Moschee wird beseitigt. Die ganzen islamischen Heiligtümer auf dem Tempelberg und so weiter werden alle beseitigt. Der dritte Tempel wird gebaut. Der Antichrist wird dann kommen. Digga, das ist so krass, ey. Die Moscheen werden beseitigt, dann wird das. Ja. Ja, Ja. weil die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg ist und der Tempel wird ja wieder gebaut werden. Also müssen diese islamischen Heiligtümer, werden die dem Erdboden gleichgemacht. Und Ey, sag das mal, wird auch was ich nicht der Beginn. verstehe. Warum glaubt ihr alle, dass wir so einen rachevollen Gott haben? Ich verstehe euch alle nicht. Weil Gott gerecht ist. Gott ist gerecht, aber wie kommt ihr darauf, dass Gott alle verbrennen wird, alle brennen lassen wird und was weiß ich? Weil, ja, Gott weil zum urteilt doch Beispiel. selber. Ja. Gott urteilt über jeden Menschen. Ja, aber Gott Ja. wird richten die Lügner, die Betrüger, die Diebe, die Vergewaltiger, die Meineidigen, die Unreinen, die in Puffs jeden Abend in Puffs dieser Nation sind und Hurerei und Unreinheit treiben. Gott wird richten alle die Jugendlichen, die in diesen Diskotheken Unzucht treiben, Kinder zeugen und dann diese Kinder abtreiben. Gott wird sie alle richten. Und was Wie ist mit den findest du das? Leuten, was du gerade gesagt hast, was ist mit den Leuten, die ganze Zeit 40 Jahre lang nur Sünde begangen sind und dann nach 42 Jahren sagen, ey, pass auf, ich bin jetzt ein auferstandener Christ, den wird er dann verzeihen. Wiedergeborene. Ja, natürlich. Wenn du zu Wiedergeboren. Gott kommst und deine Sünden vor ihm bereust, dann verzeiht er natürlich. Aber die Leute kommen ja nicht. Also muss man, wenn man an Gott glaubt, automatisch Christ sein. Du musst Buße tun vor dem Herrn Jesus Christus. Deine Sünden vor ihm bereuen. Alles, was du getan hast, du hast vor der Ehe Sex gehabt, das musst du Ich habe dir eine bereuen. Frage gestellt. Ich habe dir eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, wenn man nicht Christ ist, aber trotzdem Ja. an Gott glaubt, Ja. An dann ist welchen man Gott? automatisch. Wie, an welchen Gott? Wie viele Ja. Götter hast du? Es gibt Ich viele Götter auf dieser Erde. Nee, es gibt nur einen Gott, Kollege. Ja, wie heißt er? Gott. Ja, Gott, aber Gott, wer ist das? Wer ist dieser Gott? Buddha? Allah? Shiva? Ja, für mich ist es Allah. Ja, richtig. Für dich ist es Ja. Gott. Für die Nee, für mich ist Chinesen das der Herr meinetwegen. Jesus, der Gott Israels. Alter, ich verstehe euch nicht. Buddha ist übrigens ein Mensch gewesen, kein Gott. Warum titulierst du den als Gott? Verstehe ich nicht. Also Buddha Hinduisten war. haben tausende Götter. Und wenn du an diese Götter glaubst, wirst du verloren gehen. Ich glaube an einen Gott. Ja, aber die An Leute haben alle ihre Götter. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich habe meinen eigenen Gott, der ist so liebevoll und Alter, wir glauben alle an denselben Gott. Ihr könnt eure Religion nein, geh zu unterscheiden, wie ihr Hinduismus und wollt. sag, wir glauben alle an denselben Gott. Geh mal zu den Hindus. Da sagen die, nee, das stimmt nicht, wir haben Millionen Göttern.
Wir haben Ganesha, wir haben Brahma, wir haben an Gott. Wir haben Kali. Das ist doch nicht Gott. Das sind nicht Götter. Ja, aber Götter. Du siehst, dass Leute solche Götter haben. Ich verstehe euch alle nicht, ehrlich. Ich verstehe das nicht. So, und ne, der Gott der Bibel wird mit den Muslimen ins Gericht gehen. Die werden Israel angreifen. Was ich nicht verstehe, ist jetzt der nächste Punkt. Warum geht der Gott der Christen nur mit den Muslimen ins Gericht? Warum nicht mit den Buddhisten? Auch. Ja, weil die Muslime Israel angreifen werden. Das steht in der Bibel. Aber was ist, wenn doch die Amerikaner Israel angreifen? Auch, die Heidenvölker werden auch angreifen. Zusammen mit den Muslimen. Alle die Arschkarte, außer die Neugeborenen oder wiedergeborenen Christen. Genau. Das sind die Erretteten. Was ist, wenn der wiedergeborene Christen Moslem war? Ein Muslim muss ja aufgeben, seine Religion und woran er glaubt. Und er muss zu Gott kommen, dem Herrn Jesus Christus, und seine Sünden bereuen und dann wiedergeboren werden. Dann ist er errettet. Also, ich weiß nicht. Ich sag doch, ich gönne jedem sein Glauben. Alhamdulillah, ich bin Moslem. Ich glaube nicht, dass ich satanisch bin. Aber jeden seine Meinung. Ja, und wenn du die Entrückung verpasst demnächst, die Evakuierung, dann musst du halt in die neue Weltordnung kommen und dann wirst du versklavt werden. Da bekommst du einen heftigen Chip an deiner Hand und unter der Stirnhaut. Und dann wirst du versklavt werden mit der Zahl 666. Und dann wirst du sehen, welche Glaube richtig war. Nein, stopp. Guck mal, du packst dir aber mehrere gute Sachen immer aus mehreren Themen und dann tust du das mit dem Christentum rein. Das verstehe ich gerade nicht. Ja, wo steht die Zahl 666? In welchem Buch? Du sagst jetzt wahrscheinlich im Luzifer-Buch da, ne? In Luzifer-Buch? Nein, die Zahl 666 steht in der Johannes-Offenbarung in der Bibel. Als Satanismus soll das darstellen dann, ne? Der Satan, der Ehe, der Antichrist, der kommt, wird die Menschen zu versklaven. Ja, und 999 soll doch wegen Göttlichkeit oder sowas darstellen. Nein, es gibt kein 999. Es ist die Zahl 666, die Zahl dreifach, die Zahl des Menschen, Körper, Guck Seele, mal, Geist. Du sagtest, die Zahl 999 gibt es nicht. Ich habe aber auch wieder was anderes gehört wegen der Zahl 999. Ja, aber das ist Blödsinn. In der Endzeit wird die Zahl 666 eine große Rolle spielen. Das heißt, es wird eine digitale Diktatur auf die Menschheit kommen, wo der Mensch eben nur kaufen oder verkaufen kann, wenn er das Mahlzeichen des Tieres an der rechten Hand hat mit der Zahl des Namens des Tieres. Das ist 666. Das wird gespeichert auf einen Chip und der Mensch wird das schön unter die Haut an der rechten Hand bekommen oder unter der Haut der Stirn. Und dann kannst du nur noch damit kaufen oder verkaufen. Es wird Zahlungsmittel werden. Bargeld und so weiter wird verschwinden. Mit dem alten deutschen Ausweis, wo der Baphomet-Kopf drauf war auf der Rückseite, den hattest du doch auch. Ja, genau. Ja, die Länder dieser Erde, die stehen unter der Führung des Satans. Ne, Satanisten regieren die Welt und Satan regiert die Welt durch seine Satanisten. Im Geheimen. Das Guck sind mal, die hochrangigen Politiker. Hier den Henrik. Den Henry, seine Aussage würde ich aber auch unterstützen. Seid einfach ein guter Mensch. Ich meine, letztendlich geht es doch darum, wir dass man. Wir sind alle nicht gute Menschen. Ja, aber darum geht's doch. Ja, aber wir sind alle nicht gute Menschen. Wir lügen, wir betrügen, wir stehlen, wir morden, wir vergewaltigen, wir schlagen, wir lästern, wir schimpfen, wir hassen. Wir sind nicht gut. Wir sind nicht perfekte. Ach, warum, ey? Du kannst doch nicht sagen, dass jeder Mensch schlecht ist. Das ist doch natürlich, wir sind alle schlecht. Wir sind alle Sünder. Alleine, du sollst nicht lügen. Aus den 10 Geboten. 8 Milliarden Menschen sind jeden Tag 100 Mal am Lügen. Und deswegen ist man automatisch ein schlechter Mensch. Natürlich ist ein Lügen ein schlechter Mensch. Weil es, wenn mein Boss mich fragt, ob ich das Geld wirklich abgegeben habe, obwohl ich das den Bedürftigen dann abgegeben habe, und dann lüge ich. Dann musst du sagen, dann darfst du nicht lügen. Dann musst du sagen, ich habe es den Bedürftigen. Wenn ich trotzdem dann lüge, damit ich nicht meinen Job verliere, bin ich dann ein schlechter Mensch, obwohl ich das Gute getan habe? Natürlich, du bist ein Lügner. Boah, Digga, du bist ja krass, Alter. Ey. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass du... Das ist ein Helfer-Treser, merkst du? Der will Gutes mit Bösen tun. Der will das so vermischen. Wer will das vermischen? Ja, du kannst doch nicht einfach... Ich vermittle und dabei lügen. Ich frage gerade was und dann sagst du, ich lügen versuche was. Lügen ist Lügen. Was daran so schwer zu verstehen? Wenn du lügst, ist das schlimm.
Ja, es Ja, stimmt. und ihr urteilt ganze Zeit über Nein, andere nicht Menschen. ich, sondern Gott urteilt über dich. Nee, ihr urteilt jetzt gerade, Das genau steht wie in der der Bibel. Korinther, Lies den Römerbrief. das Böse und das Gute. Ich habe das Alle gerade. haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, steht Alle in dem Menschen sind Römerbrief. Sünder. Alle Menschen. Alle Menschen. Okay. Das heißt, du wirst vor Gott nicht bestehen, der wird dich richten. Und du Okay, und hast ja das nicht nur gelogen, du hast ja tausendmal in deinen Gedanken jemanden ermordet, weil du Hass bekommen hast. Zum Beispiel, wenn jemand dir deine Vorfahrt genommen hat oder dich abgebremst hat Alter, plötzlich. ich übertreib mal nicht so, ey, meine Ach, noch Gedanken nie? Noch nie hast du sind im Straßenverkehr so außer dir, dass du am liebsten denjenigen, der die Fehler begangen hat, den Kopf abdrehen wolltest, so in deinem Geist, in deinem Kopf, nicht? Ey, das Noch ist doch nie? totaler Bullshit, Alter. Was laberst du da? Nein. Was Also hältst du denn zu, ich du fahre musst Auto? schon, du musst schon höflich bleiben. Wir reden ja nicht mit du, was Oh Gott, laberst du und ich habe Bullshit dich und doch so. in keinster Weise angegriffen. Ich habe gesagt, das ist Ja, aber du Bullshit. Das bist ist... so unhöflich. Ach so, tut mir leid, wenn das für dich unhöflich ist, natürlich. Sorry. Drücke ich Ja, mich genau. anders aus. Um Gottes Willen. Gott sieht ja deine Gedanken, wenn du jemanden zum Beispiel die Vorfahrt nimmst und dann 5 Minuten später jemand dir die Vorfahrt nimmt und du denjenigen beschimpfst. Du tust dasselbe, aber richtest über andere Leute. 5 Minuten vorher hast du aber jemandem selber die Vorfahrt genommen. Und wenn jemand dir aber die Vorfahrt nimmt, auf einmal streichst du rum. Ich Und verstehe Gott eure sieht das. Denkweise. Ja, aber das Das ist machst du doch mit ungerecht. deinem Bruder Das ist auch. ungerecht. Und Gott wird Ungerechte richten. Aber das macht ihr doch gerade auch mit mir, weil ich eine andere Meinung habe, werde ich doch von euch total krass verurteilt. Ich verurteile dich, ich erkläre dir doch nur deine Fragen. Ich verurteile dich nicht. Nein, ich habe gerade noch was. Ach, gut, wenn du mich nur Wir aufklären alle sind kannst. verurteilt vor Gott. Du, ich, alle. Alle 8 Milliarden Menschen sind verurteilt vor Gott, weil wir Sünder sind, seine Gesetze brechen. Tag Ja, ein, wenn Gott, Tag aus. kann sein, wenn Gott das so sieht, dann ist das auch so. Wenn Gott das Ja, so und der sagt, dann wird ist dich das auch richten. so. Ja, und der wird dich richten. Das wird kommen, 100%, wenn du spätestens Warte mal, nach dem Leben. guck mal, was der mir für schreibt, Alter. Er glaubt an Allah und guckt euch sein Profilbild an. Ey, was für Menschen seid ihr, sag mal, Alter? So, und wenn auf einmal nach dem Tod kein Allah ist, sondern der Herr Jesus, dann hast du schlechte Karten. Denn der wird dich richten für alles, was du getan hast hier auf dieser Erde. Hast Ja, du auch gut. nur einmal Sex gehabt vor der Ehe? Und der hat ja gesagt, Unzucht ist verboten. Sex nur in der Ehe. Hast du nur einmal Sex gehabt vor der Ehe, wirst du in die Hölle geworfen werden. Oh Hast du nur je. einmal gelogen in deinem Leben, wirst du in die Hölle geworfen werden, weil Gott mit dir keine Gemeinschaft haben will, weil du ein Sünder bist. Weil Gott es, ist wenn du, heilig. weil es, wenn du das Richtige danach gemacht hast, Alter, wo du dich geopfert hast für die ganze Menschheit, sieht Gott auch nicht die guten Taten eines Menschen, sieht er nur die schlechten Taten? Die guten Taten, da wirst du belohnt werden, aber was machen wir mit den schlechten Taten? Hier, dafür stehen wir gerade und dafür kriegen wir die, natürlich, dafür müssen wir gerade Nein. stehen. Deswegen Nein. heißt es auch Fegefeuer. Wie oft hast du belogen jemanden und so weiter und bist davon gekommen, ohne Strafe? Richtig? Wer Weiß ich bezahlt denn nicht. Das dafür? kannst Du du weißt das auch nicht? nicht wissen. Weiß ich nicht. Nein, das kann ich nicht wissen. Das kannst du auch nicht Wir wissen. alle haben schon mal Menschen wehgetan und sind davon gekommen, straflos. Aber Gott hat das gesehen. Du kommst nicht davon. Nach dem Tod wirst du vor ihm stehen und der Herr wird dir alle Situationen zeigen aus deinem Leben, was du gemacht hast. Ja, bei dir ist es aber Jesus, bei mir ist es Gott. Ja, natürlich der Herr Ja. Jesus, natürlich. Und dann wird er dich fragen, warum hast du das getan? Und du wirst verstummen, weil du keine Ausrede hast. Weil du weißt, alles, was du jetzt sagen würdest, ist nur eine Ausrede. Warum? Ey, ich check dich gar nicht, Alter. Du Einfach redest gerade zuhören mit und einer versuchen. Person. Nein, du redest gerade mit einer Person, wenn ich sterbe. Ja. Ob der Engel kommt, ich denke mal, bei mir hoffe ich, dass es der Engel sein wird, weil ich nicht glaube, dass jeder Mensch sofort Antlitz Gottes sehen darf. Aber egal, ist ein anderes Thema. Natürlich werde ich befragt. Und glaub mal, ich bin keiner, der gerade steht, Alter, und sagt, ja, ich habe nicht so gemacht. Ich weiß, dass ich jede Menge Scheiße gebaut habe. Und ich weiß auch, dass ich dafür gerade stehen muss. Ja, Also das, was aber du da dann gerade musst du erzählt, bezahlen. passt nicht. Ja, natürlich bezahle ich dafür. Ja, wo Und bezahlst du? Wie bezahlst du nach dem Tod in der wahrscheinlich im Ewigkeit? Höllenfeuer dafür. Ja, Wahrscheinlich. Ich kann es natürlich. aber nicht wissen. Nicht Weil wahrscheinlich, ich kann es nicht 100%. wissen. Ich kann es jetzt trotzdem nicht wissen. Das werde ich am Ende Doch, sehen. das wissen wir. Das wissen wir, dass jede Handlung eine Konsequenz hat.
Ja, ich weiß. Und ich habe Gott sei Dank auch genug gute Handlungen getan in meinem Leben, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, oh, ich komme auf jeden Fall in die Hölle. Ja, aber der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt Ja, keine Alter, Rettung ist es doch woanders scheißegal, außer wie Jesus du das Christus. Leben lebst. Hauptsache, du nimmst am Ende Jesus an, bevor du stirbst. Du musst, wenn du zum Herrn Jesus findest, musst du deine Sünden bereuen, absterben der Ja. Sünde und dann Aber ich deine. sag noch mal, dann ist es doch scheißegal, wie ich mein Leben führe. Hauptsache, bevor ich sterbe, finde ich zu Jesus. Wenn du Ich die kann doch Erkenntnis erst auf dann hast, jeden dann ja. Aber wenn du die Erkenntnis jetzt schon hast und du sagst, ich möchte noch mein Leben noch ein bisschen sündigen, ich möchte mein Leben noch genießen, obwohl ich weiß, dass der Herr Jesus die Wahrheit ist und dass er mich richten wird, Nee, dann wird der sorry. Herr dieses Spielchen nicht mitmachen. Also können auch Pedos in den Himmel kommen. Jeder Mensch kann in den Himmel kommen. Alter, richtig. Gott liebt die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab als Schuldopfer, damit Ich glaube jeder, nicht, der dass an ihn Gott so glaubt, nicht verloren geht, ist. Aber sondern egal. ewiges Ja. Leben hat. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich kann nicht für Gott sprechen. Du musst die Ich Bibel weiß. lesen. Lies zum Beispiel nur den Ich habe die Römerbrief Bibel heute. schon dreimal Römerbrief gelesen. Kapitel 1 und 2. Ja, ich sag doch, ich habe schon ein paar Mal die Bibel oder ein paar Bibels gelesen schon. Und da steht auch in manchen Sachen Gutes drin. Um Gottes Willen, ich sag doch gar nichts. Ich will Nein, auch du musst dieses systematische. Nein, ich möchte auf keinster Weise Christentum in Frage stellen oder sonst was. Genau wie den Judaismus. Ich stelle gar keinen Glauben in Frage. Glaubt an Gott und gut ist. Nein, jeder hat seinen eigenen Gott und trotzdem macht er böse Sachen. Ja, weil wir Menschen nun mal leider nicht perfekt sind. Ich weiß. Wir haben einen Ja, freien aber du Willen. siehst, Und du siehst ja, ja. genau. Aber du siehst, dass Adam und Eva nur wegen einer Gesetzesübertretung vom Paradies hinausgeworfen wurden. Nur eine Ja. einzige Sünde. Das heißt, Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Gesetzesübertreter. Nun haben wir 8 Milliarden Menschen, dass die Gebote und die Gesetze Gottes jeden Tag tausendfach übertritt. Was sollte Gott denn mit solchen Leuten machen, wenn er doch Adam und Eva wegen einer Gesetzesübertretung aus dem Paradies schmiss? Ja, weiß ich nicht, Mann. Da redest du Du einen weißt perfekten. es. Du weißt Kann dir nicht was kommen sagen, wird. was denkst. Du weißt es. Es wird keine Nein. Gemeinschaft geben nach dem Tod mit dem ewigen, heiligen Gott, wenn er gesündigt hat, der Mensch. Es gibt nur noch die ewige Abgeschiedenheit von Gott in der Hölle. In ewigen Feuer. Ja, gut. Und Gott will ja nicht, dass du diese Strafe bezahlen musst, sondern Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er deine Strafe, die du verdienst für deine Sünden, auf sich nimmt, mit seinem Tod, mit seinem Leben bezahlt, der Herr Jesus. Und dann kommst du frei, weil er deine Schuld beglichen hat. Nur du musst das für dich in Anspruch nehmen, diese Bezahlung. Ich habe Wenn eine jemand deine Frage. Schulden bezahlt hat, dann musst du das für dich in Anspruch nehmen. Dann sagen, ja, bezahl für mich meine Schulden, bitte. Warum hat denn der Prophet Mohammed dann, ich weiß nicht, der hat immer gut geredet von Jesus, Prophet wenn es doch Mohammed hat so ein ganz anderes System von Theologie gebracht. Das passt gar nicht zu der Bibel. Das ist ein ganz anderer Gott, ganz anderes System von Theologie. Mohammed ist kein Gott, Mohammed ist ein Prophet. Ja, meine ich doch. Der Prophet Mohammed hat eine ganz andere, neuartige, systematische Theologie gebracht, die absolut Also den wenn du biblischen die Theologie, Bibel kennst, diametral dann weißt du, dass entgegengesetzt die ist. Bibel und der Islam sehr viele gleich sagen, ziemlich ähnliche Sachen haben. Also das will ich Ja, jetzt aber nicht. das macht die trotzdem nicht so gleich. Es gibt Rolex, die sind so gut nachgemacht wie die Originale, du kannst das fast gar nicht auseinanderhalten, aber trotzdem ist das eine Fälschung. Auch wenn das sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Original hat. Also wir reden hier immer noch von Gott, ne? Dass die Religion von Gott kommt. Die wahre Religion kommt von Gott. Die Bibel, alles andere außer Bibel ist nicht von Gott, ist von seinem Gegner. Tora ist auch nicht von Gott. Die Bibel besteht aus Tora und Neues Testament. Altes Testament und Neues Testament, das ist die Bibel. Ach so, die Tora nimmt ihr mit rein. Aber die Ja, Muslime? natürlich. Boah, Ja, das ist doch natürlich. Faschismus, Alter. Hau ab, ja. Bruder, komm, schmeiß mich raus. Das ist Faschismus vom Feinsten. Schon klar, ich wünsche euch was. Die Tora, das Judentum, ist Ja, ja du die hast Jesus Grundlage gesagt. des Christentums. Jesus Ohne ist die Judentum Grundlage gibt es vom kein Christentum. Gott segne dich. Ja, die zehn Gebote Warte ist mal ja in der ganz kurz. Tora. Die Was hat zehn er für ein Gebote ist. Problem? Hey, Ritter, Ja. der ist abgehauen, der ist ja auch nicht Ja, mehr kein hier. Problem. Also. Ich rede ja für die Leute weiter, die jetzt zugehört haben, die eben sich noch weiterentwickeln wollen. Trotzdem die Schuld auf sich nimmt, der Herr Jesus, die Sünden, und dafür bezahlt mit dem Tod.
Und dann kommt der Mensch dann frei, wenn er daran glaubt und seine Sünden dem Herrn Jesus bekennt. Das ist diese systematische Theologie. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung sind ein perfektes Zahnradsystem, wo die kleinen Zahnrädchen in die anderen Zahnräder hineingreifen. Und alle drehen zusammen in diesem perfekten System drin, also mit diese Zahnräder. Und das ist dann ein System, ein vollkommenes System, vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Ja, der wurde total verführt. Arme Seele, Fräser, arme Seele. Ja, aber der hat die Möglichkeit, immer noch zuzuhören, darüber nachzudenken. Ich habe ihm vieles erzählt. Ja. Das kann er darüber nach. Natürlich, der natürliche Mensch, so wie der ist, mit seinem natürlichen Geist, wenn er mit dem Heiligen Geist in Berührung kommt, das fliegt ihm alles um die Ohren erstmal, ne, geistig ja. gesehen. Ja. Er kann das gar nicht fassen. Ja, alles. Das ist viel zu heftig für ihn. Kannst du einmal was über diese ganzen Orthodoxen und Katholiken sagen? Die sagen, sie haben den Heiligen Reza, Geist. Reza, hör auf, vor dem zu lügen, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Ganz ehrlich, du verbrichst mir nur Lügen. Du bist sowieso auf so eine komische Scheibe am Leben. Und ja, genau. Und du bist ganz schlau. Du hast einen Heiligen Geist gesehen. Du hast einen Heiligen Geist gesehen, ja oder nein? Deine Welt, deine. Habe das du Welt. Heiligen Geist gesehen, ja oder nein? Du Geist kannst du nicht sehen. Hast du schon mal Wind gesehen? Hast du schon mal Wind gesehen? Du Unnötiger, du bist keine Heilige, du bist eine ganz große Lügner, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Hör auf zu lügen. Hör auf, Sauerstoff zu verbrauchen von meinen. Ja, genau. Du bist ein. Hör auf zu atmen jetzt. Du verbringst einfach nur Lügen mit deinem Heiligen Geist. Was für Heiliger Geist? Haben du gesehen einen Geist, ja oder nein, du Geisterjäger? Du siehst doch den Geist nicht. Geist ist unsichtbar, wie der Wind. Haben du gesehen? Ja, du hast einen Wind gesehen. Ich sehe jeden Tag Wind. Also alles Geister. Nein, den Wind kannst du nicht sehen. Du kannst nur seine Auswirkungen sehen. Wenn du zum Beispiel einen Baum nach links und rechts dreht, da siehst du, dass der Baum durch dieses unsichtbare Kraft nach links und rechts gedreht wird. Das ist der Geist. Du hast zu viel Disneyland geguckt. Zu viel Disneyland. Lern doch mal jetzt von heftigen Meistern, der erleuchtet ist. Lern doch mal von einem Erleuchteten. Ja, du Geisterjäger. Wir haben verstanden, du Geisterjäger. Ich gucke immer deine Videos mit der Saman an. Du hast immer diese ganze gleiche Thematik. Immer und immer Lügen verbreiten. Schau dir mal meine Matrix-Entschlüsse auf YouTube an. Der Film Matrix, kennst du ja, ne? Ich gucke keine Filme. Wir wollen Wahrheit, keine Filme. Wahrheit. Ja, aber ich dekodiere diesen Film Matrix, sodass du dann wirklich die Wahrheit erkennst. Bruder Reza, weißt du, was er sagt? Er sagt ja Wahrheit. Er sagt, hinter der Eisscheibe leben Riesen. Das musst du dir mal geben. Riesen was? Ja. Riesendöner oder was? Was lebt da? Guck, du Raspackloser, du Dönerfresser, ganz ehrlich. Ich esse keinen Döner, ich bin Vegetarier. Ich esse Döner macht schöner, mein Freund. Döner macht schöner. Ja, aber auf das flache Welt nicht. Auf flache Welt macht Döner nicht schöner. Ja, okay. Und du kommst ja aus so einer flachen Welt. Okay, flache Welt ist für flache Birnen, oder? Was, Dönerfresser? Was meinst du? Flache Erde ist für flache Birnen, oder? Hör mal zu, Raspackloser, ganz ehrlich. Ich verstehe nichts, was du meinst. Rasputin! Rasputinloser! Ey, du Rasputinloser! Das andere Mann ist abgehauen wegen dir, meine Freunde, weil du kommst immer mit anderen Theorien, Raspacklosigkeit, ganz ehrlich. Wir holen bitte damit auf, gell? Ganz ehrlich, Rasa. Wenn du denkst, bist Rastafari, du hast keine Rasta. Hol dir erstmal Rasta an deinen Glocken und dann können wir weiterreden. Du hast keine Rasta. Du unkorrekter Mann. Wenn du denkst, du bist eine Messia, warum du gehst nichts oben in eine Kirche, du machst Messdiener oder sowas. Du kommst auf TikTok, du verbieten Lügen, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Ganz ehrlich, du Geisterjäger. Du sagst dir Heiliger Geist. Gib auch unheilige Geist. Haben du unheilige Geist gesehen? Du hast einen unheiligen Geist. Ja, genau. Unheiligen Geist. Ja, es ist so, jeder, der nicht den Heiligen Geist hat, hat automatisch einen unreinen, unheiligen Geist. Das ist so. Ich glaube dir gar nichts, mein Freund. Du bist eine Geisterjäger, sonst nichts. Nein. Ja gut, wir müssen diese bösen Geister jagen. Ne? Wir müssen die zurückhalten und gegen die kämpfen. Epheser, Brief heißt es ja, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, um gegen die Kunstgriffe, gegen diese böse Kunstgriffe des Teufels standhalten zu können. Hast du gelesen, den Epheser Brief? Ja, ich habe ihn gelesen. Nein, ich meine, Flacherdler. Er hat doch mal gesagt, dass er Freimaurer das Welt ist. Flach. Er hat ja mal gesagt, er ist Freimaurer. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich weiß, ich kenne ihn. Der hat jetzt seine Seele verkauft, damit er 1.000 Euro netto mehr hat im Monat.
Dafür Hör auf zu lügen, Mann, ich habe meine Seele verkauft. Warum sagst du, ich habe meine Seele verkauft? Ich Du hast doch gesagt, du bist in die Freimaurerei gegangen, um Geld zu bekommen. Hör auf zu lügen, was für Seele verkauft? Hör auf zu lügen, du unnötiger Sauerstoffverbraucher! Ey, du Rastafari! Was haben Seele verkauft? Was, ich du hast doch gesagt, verkauft? Du hast deine Rasterlocken verkauft. Was? Um jetzt Erfolg zu bekommen. Guck mal, jetzt rassistisch. Rasterlocken. Du hast doch gesagt, raspacklos, rasterlos. Ja, ganz genau, Rasa. Ganz genau, Rasa. Rasa. Ganz genau. Ich brauche ja nichts zu lügen, verbrieten Leute. Ich höre immer, du sagst immer Geister, Geister, Heilig Geist, Unheilig Geist, Geist hier, Geist da. Warum? Warum bist du keine Geisterjäger? Hä? Ja, Markus 4, der Herr Jesus sagt, Gott ist Warum? Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt werden. Und das ist der Heilige Geist. Den hast du noch nicht. Aber wenn du zum Herrn Jesus Christus kommst, deine Sünden bereust, aus der Freimaurerei austrittst okay. und dem Herrn Jesus folgst, dann bekommst du den Heiligen Geist. Okay, wenn du sagen, Jesus ist über Wasser gelaufen oder geschwommen, wie tief war das Wasser gewesen? Ja, das war See Genezareth, das ist sehr tief Was? In Israel. Was? Der See Genezareth in Israel, wo der Herr ja. Jesus über Wasser gegangen ist. Ja, und das ist sehr tief. Und das Wasser gibt's. Das ist ein See. Ja, natürlich, das ist ein See in Israel. Ja, weißt du, wie tief der See eigentlich ist, Reza? Der ist über 200 Meter. Einer der tiefsten Seen, ja, natürlich. Der ist über 200 Meter tief. Ja, der ist sehr tief. Das ist schon, das kannst du schon mit Meer vergleichen, schon an einigen Stellen über 200 Meter. Das war eine Futze gewesen. Das war eine Futze gewesen, keine Wasser. Der ist über Futze gegangen. Okay? Das ist ein See. Die waren doch auf dem Schiff, die waren er doch am... Er ist über eine Futze gegangen, diese Futze, wo wenig Wasser ist. Hundertprozentig, gar nichts sein. Eine Mensch gehen über Wasser. Spazieren. Das ist Gott. Der kann über Gesetze des Physiks herrschen. Das ist Gott. Der hat doch die Gesetze des Himmels und der Erde erschaffen. Der steht über dem Gesetz, der Herr Jesus. Was für Gesetz, Alter? Du sagst, es gibt keine Gesetze, jetzt kommst du mit Gesetz. Seit wann ist doch, Gesetz eine Bibel? Die natürlichen Gesetze hat er doch erschaffen, aber er selber ist ja der Gesetzgeber, der steht über dem Gesetz. Was für Gesetz, Alter? Wir reden Bibel und Koran und dies, das ist keine Gesetzgebung, das ist ein Buch, keine Gesetz. Wie, du sollst nicht lügen, das ist doch ein Gesetz. Nee, das ist keine Lüge, das ist einfach nur eine Aufforderung. Ja, aber es ist ein Gesetz Gottes, du sollst nicht lügen, du sollst nicht über rote Ampel fahren, das sind Gesetze. Ja, im Bibel und Koran steht, du sollst nicht über Ampel gehen, rote Ampel. Nein, als Beispiel, ein weltliches Gesetz habe ich dir gegeben, damit du siehst, dass wenn jemand sagt, du sollst nicht, dass das ein Gebot ist, ein Gesetz, das du nicht übertreten darfst. Mein Freund, guck mal, ich finde das wirklich respektlos. Ihr kommt hier hin, ihr sagen immer, nur Jesus gebe, nur Jesus geben, alle anderen lügen. Natürlich, es gibt ja nur einen Gott, einen Weg. Es gibt ja doch nicht einen Gott und tausend okay. Wege, nein. Okay, es gibt es einen Gott, aber Jesus ist kein Gott, mein Freund. Es ist Isa, natürlich. Ist ein Prophet. Es ist der Gott Israels. Ist eine ja, Gott im, okay, du hast gesagt, okay, wir haben verstanden. Ganz kurz, ruhig, mein Freund. Du hast gesagt, ist Gott ruhig, ganz kurz. Lass mich bitte ausradieren. Lass mich bitte ausradieren. Ausrede, Lass nicht ausradieren. Du hast gesagt, ist Gott von Israel. Okay, das heißt, nur Gott von Israel, aber nicht Gott von dieser ganzen Welt, oder? Der Gott Israels ist der Gott der ganzen Welt. Nee, du hast eben gesagt, Gott von Israel, also nur von Israel. Nein, ja, weil alle anderen gesagt, Völker wollen ja mit ihm nichts zu tun haben. Aber du hast aber eben gesagt, Gott von Israel, aber du hast nicht gesagt, Gott von dieser Welt. Doch, der Gott Israels ist auch gleichzeitig Gott der ganzen Schöpfung. Aber du hast eben, guck mal, ich Aufnahme, du hast eben gesagt, Gott von Israel. Du hast nicht gesagt, Gott von der ganzen Welt. Er hat sich ein Volk genommen von den ganzen Völkern dieser Erde, damit dieses Volk ihm dient. Und das ist Israel. Ja, also nur Israel. Also Deutschland nicht, wo noch. Doch, der ist auch Gott der Heidennationen. Aber die Heidennationen wollen ja mit ihm nichts zu tun haben. Du siehst also doch, dass die Deutschen nicht, alle abgefallen sind von also Jesus Christus. Deutschland nicht, Franzosien nicht, also Franzosien nicht, Deutschland nicht, Holländer nicht. Also nur Israel haben einen Gott, das ist Jesus und hier in Deutschland und Franzosien und also andere Europa haben keine Gott, oder wie? Doch. Gott ist Gott Israels und Gott der ganzen Nationen. Mein Freund, du musst ein bisschen Recherche machen, ein bisschen Theorien gucken, eigene Spezialitäten gucken. Du kommst hier hin, du sagst nur von der Bibel, von das und dies und das. Isa, ich sage nicht, Isa ist keine Gut. Ich sage, Isa ist ein Prophet. Ich habe nicht gesagt, ist ein bloder Mann. Habe ich nicht gesagt. Isa von Koran ist ein Prophet, aber der Jesus von der Bibel ist ein Gott. Ist Gott. Das ist ein großer Freund. Unterschied zwischen dem Isa von Koran und dem Jesus von der Bibel. Ja, das sind aber gleiche Namen. Isa und Jesus ist eine gleiche Person. Nein, Isa ist doch ein ganz anderer Name als Jesus. Ja, mein Freund, ganz kurz, ganz kurz.
Guck mal, ihr sagen Abraham, wir sagen Ibrahim. Beispiel, mein Freund. So. Ja. Ja, ja. Anderer Name. So, wenn du sagst, wenn du sagst Chai, ich sage Chai und auf Deutsch heißt Chai Tee. Beispiel, mein Freund. So. Ja. Alles im anderen Namen. Aber hört sich so ähnlich an, ne? Ja, ähnlich, ganz genau. So. Das heißt, Liebe und Diebe ist das Gleiche, weil nur ein Buchstabe anders ist. Aber alles. Jetzt auf einmal nicht. Ist das nicht gleich. Du haben deutsche Translator gemacht auf Deutsch. Du haben gesagt, Liebe und Diebe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, in anderen. Du hast gesagt, weil es sich so ähnlich anhört, ja, ist das dasselbe. Andere. Bist du Mexikaner? Halt deine Mund jetzt. Ich habe gesagt, du bist ein arabischer Mexikaner. Ich bin kein Araber. Speedy Gonzales. Ich bin eine Flacherdler, okay? Ich bin ein flache Gehirn, flache Birne oder flache Erde? So flach wie dein Kopf, so wenig Gehirn wie du hast, mein Freund. Weißt du, wo du musst flache hingehen? Birne. Du musst hingehen in ein Gewächshaus, damit deine Gehirn wachsen. Kommst du bei mich in deinen Garten? Wo wohnst du denn? Ich komme dich besuchen. Ich habe zu Hause ein ganz großes Gewächshaus. Kommst du rein, ich mache Tür zu, mache ich Wasser rein und zwei Wochen später, du hast ein ganz gutes normales Gehirn, meine Freund. Was hast du da drin in diesem Gewächshaus? Was hast du gebaut? Viele Leute so wie du, meine Freund, wo nichts mehr wissen, was alles richtig und falsch ist. Nein, du musst den Heiligen Geist empfangen. Sonst was ist der Heilige Geist, meine Freund? Was? Ich bin kein Geisterjäger. Was, Heilige Geist? Nee, Gott möchte, dass du seinen Geist empfängst, damit du zu ihm gehörst. Römer ja, Kapitel 8. Haben du gesehen, dass er Geist? Haben du gesehen? Einen Geist kannst du nicht sehen, den kannst du nur empfangen. Wie empfangen? Genau wie Atem. Nee, den Atem kannst du noch nicht sehen. Wie empfangen? Ist das GPRS? Ist das Satelliten, Salatiten? Was ist das? Wie du sagen, empfangen, Empfänger? Haben du eine Sender und Empfänger oder was diese Geister oder was sagen du? Ist das keine Hand? Ja, der Gott sendet, du empfängst. Das ist keine Nuts. Du sagst Empfänger und Empfänger und Sender. Wie empfängen? Ja, Gott sendet, Gott ist der Sender und du bist der Empfänger. Du empfängst dann diesen Geist. Oh mein Gott. Obwohl du einen Radiokopf hast, trotzdem, ne, obwohl dein Kopf aussieht wie ein Fernseher oder Radio, so viereckig, aber trotzdem kannst du den Heiligen Geist empfangen. Mein Freund. Du musst kommen, du musst richtige Weg finden, mein Freund. Du bist radioaktiv, hundertprozentig. Du bist radioaktiv. Ganz ehrlich, du bist radioaktiv. Du musst ein bisschen normal werden, mein Freund. Du bist radioaktiv. Ganz ehrlich jetzt. Weil ich sehe immer, du kommst hier rein, Leute kommen hier rein und reden, ich bin Muslim. Dann kommt hier David, machen eine Tapisch und machen dies. Und dann versuchen Leute hier zu beleidigen. Das ist nicht korrekt, mein Freund. Du musst wissen, du bist radioaktiv, hundertprozentig, mein Freund. Du musst locker bleiben. Du musst akzeptieren, andere Meinung. Wenn ich sage, ich sage zum Beispiel, Jesus ist mein Prophet. So. Und du sagst zu mir, nein, ist deine Gott. So. Ja. Und jetzt, was machen wir? Dann ich akzeptiere deine Meinung, wenn du sagst zum Beispiel, Jesus ist ein Prophet. Kein Problem. Aber ich muss dir die Wahrheit sagen. Nein, Jesus Christus ist Gott in Menschengestalt. Nee, jetzt guck mal, jetzt sagst du, das ist deine Wahrheit. Ich sage, das ist meine Wahrheit. Und jetzt, was wollen wir machen, mein Freund? So, ja, gar nichts. Man muss über diese Sachen nachdenken und Gott fragen. Wie Gott fragen? Wie soll ich fragen? Jetzt soll ich anrufen? Was soll ich machen? Ja, genau. Sehr gut. Anrufen ist ein anderer Begriff für beten. Gott anrufen oder beten ist dasselbe. Hallo, ganz kurz, mein Freund. Ich muss kurz Hallo sagen, mein Freund. Hallo, Vanessa. Wie geht's, Vanessa? Wie geht's, mein Vanessa? So, mein Freund, guck mal, ich sage dir, mein Freund, du musst ein bisschen Logistik denken, sehr Logistik denken. Ja. Du musst auch mal ein bisschen andere Leute akzeptieren, mein Freund. Ich akzeptiere sie. Nee, du nichts akzeptieren, mein Freund. Ich muss ihnen die Wahrheit sagen. Ja, für mich ist nichts Wahrheit. Für mich ist nur eine... Kein Problem. Du kannst es ja... Wir fuhren eine ganz normale Diskothek, wir fuhren jetzt eine ganz normale Debatte in eine ganz normale Diskothek, wir fuhren. Jetzt, ich mag eine Fragation. Eine Fragation, mein Freund. Eine Fragation. Wann bist du früher Muslim gewesen? Was warst du gewesen früher, mein Freund? Ja, klar. Ich war leider Muslim und dann bin ich zum Herrn Jesus. Jetzt sage wieder leider. Warum du sagst leider? Ja, weil ich auf dem falschen Weg war. Also du sagst, ich auch fahre den falschen Weg, mein Freund. Ja, sind klar, natürlich, 100%. Alle Welt, die ganze Welt, das ganze Welt. Ah, alle Blut. Das Welt, auf der flachen Welt, auf der flachen Erde, diese ganzen Leute, die auf diese Scheibe rumfliegen, rumlungern da, die sind alle auf dem falschen Weg. Auch du, du gehörst auch dazu. Also alle verrückt, alle dumm, alle nichts guter Weg, aber du bist bester Weg.
Nicht nur ich, alle meine Geschwister, die sind auch alle wiedergeboren und haben den Heiligen Geist. Und wir sind errettet. Wir werden auch errettet. Schade, und die ganze schade, Welt schade. Geht verloren. Guck mal, Problematik ist, du bist auch mein Bruder, weil normalerweise, jetzt ja. schäme mich. Normal, du bist mein Bruder. Schäme weil mich. Wir sind Bruder und Schwester. Wir sind normalerweise ja. Bruder und Schwester. Du bist auch meine Bruder. Ja. Oben, ihr der auch, unten im Schatten auch alle, meine Schwester, meine Bruder, meine Tanten. Aber Problematik, du. Was du bist meine Tante, das stimmt. No, ich habe nicht richtig lieb als meine Tante. Aber normalerweise du bist meine Tante. Du bist meine Tante. Wir sind alle Onkels und Tanten. Nee, du bist meine Bruder normalerweise, meine Freund. Aber das Problematik ist, so eine Bruder wie dich, das ist ein bisschen, du bist radioaktiv. Ja, das kannst du radioaktiv nennen oder inaktiv. Aber du musst halt auf dem richtigen Weg kommen und den falschen Weg verlassen. So wie du zum Beispiel nach Rom fahren willst, Autobahn, und dann bist du auf dem falschen Autobahn in die Gegenrichtung. Und dann kommt jemand und du erkennst dann irgendwann mal nach 8 Stunden Fahrt, dass du nicht nach Rom ankommst. Und dann guckst du, oh, der Rom steht der andere Seite. Du musst umdrehen, die Autobahnseite wechseln und zurückfahren, wenn du auf dem falschen Weg bist. Oh. Sonst kommst du nie nach Rom. Sonst gehst du nach Berlin, Kreuzberg. Und dann ist es das Schlimmste, was es gibt auf Erden. Was ist schlimm, meine Freund? Was Kreuzberge? Berlin-Kreuzberg. Ja, da werden die mit Dönermesser hinter dir herrennen. Und du wolltest gerade Röhm. Das ist wieder rassistisch, ganz ehrlich. Nein! Rassistisch. Nein, es ist so. Du kommst mit Berlin. Du kommst mit Donau, Dönermesser. Donau. Warum? Und du wolltest in Rom einen schönen Urlaub machen. Mit Pommes. Warum kommst du nichts mit Pommes? Nein. Warum du kommst nichts mit Pommes und Bockwurst oder Wurst? Ja, weil Pommes Leute haben nicht diese Dönermesser. Und Rostwurst. Nein, da gibt's keine Messer bei. Warum du kommst mit Eintopf, Frikadellen und solche? Immer mit Donau. Komm einmal mit Eintopf. Komm du mit Wurst. Komm mit Pommes. Komm mit das. Aber du kommst immer mit Donau, weil du denkst. Ja, weil Pommes und Wurst sind nicht so gefährlich wie Dönermesser. Warum? Du kannst auch Donau. Natürlich, du kannst auch mit anderen Sachen töten andere Menschen, mein Freund. Ja, mit Pommes und Wurst kannst du die Leute nicht töten. Doch, hab auch Messer. Auch schneiden. Nein. Doch. Diese Dönermesser sind lang. Okay, da gehst du morgen Imbissbude gucken, wo Leute verkaufen Wokwurst, Rostwurst, Frikadellen, Eintopf, die haben keine Messer, oder wie? Ja, aber das ist nicht so heftig wie diese Dönermesser. Die haben keine Messer, die haben nur Buttermesser, gell? Nur Buttermesser, ganz ehrlich. Ja, und verstehst du, in Rom wolltest du schön Urlaub machen, auf einmal bist du in Berlin Wedding. So, und dann sagen die Leute, ey, was guckst du, gib mir dein Portemonnaie. Und du denkst, ich wollte doch einen schönen Urlaub haben in Rom. Warum bin ich jetzt hier? Falscher Weg. Nee, mein Freund. Und dann kriegst du Probleme, wenn du den falschen Weg genommen hast. Da bist du in Berlin. Mein Freund, ich gehe einen guten Weg. Aber Problematik bei dir ist, mein Freund, du warst in Hiroshima gewesen oder du warst 100% in Hiroshima oder oben in wo diese ganze, wie sagt man, das, wo das Mann, wo das Land, wo verstrahlt Hiroshima. Nagasaki und Hiroshima, ja, das sind die Atombomben. Ja, da, genau, du warst da gewesen, 100%. Deswegen, du warst in Hiroshima, 100%. Deswegen, du bist radioaktiv. Ja, gut, radioaktiv, du kannst es so nennen, wie du möchtest. Oder in Kawasaki, oder du warst in Kawasaki. Ja, in Kawasaki. Ich habe einen Kawasaki Ninja gefahren mit fast 200 PS, das war heftig. Erster Gang ging bis 170 km/h, der erste Gang. Erster Gang, jetzt reden wir über erster Gang. Wir reden über Gott und Wald, du kommst mit Gang und Kupplung. Ganz ehrlich jetzt. Ich habe mein Leben sehr oft aufs Spiel gesetzt mit diesem blöden Kawasaki Ninja. Das ist so heftig, wenn du den ersten Gang mit 170 km/h fährst. Über 300 fährst mit diesem Ding, das ist brachial. Hast du auch schon mal einen Tausender gefahren, Tausender Sportler mit 200 PS? Ich fahre kein Auto, ich gehe immer zu Fuß, meine Freund. Und deswegen hast du deine Seele den Freimaurer verkauft, damit du zu Fuß gehst und Fahrrad fährst, oder was? Ich habe ein Auto. Auto ich habe, mein Freund. Warum nicht? Ich habe ein Auto. Natürlich, ich habe ein Auto. Ach so. Aber ich fahre keine Zweirader. Zweirader, ich fahre nicht. Ja. Was für ein Auto hast du denn? Renault 5? 5er BMW, meine Freund. 5er BMW, also richtig Klischee-Ausländermäßig. 3er BMW und 5er BMW. Schon wieder rassistisch. Schon wieder. Nein, rassistisch. Aber warum bist du diese Klischees? Alle Ausländer fahren 3er BMW, 5er BMW. Warum kannst du die nicht... Was für Klischee? Hör mal zu, was für Klischee? Was für Klischee? Keine Klischee. Klischee. Keine Klischee, meine Freund, keine Klischee. Ich habe gesagt, vielleicht ich fahre das, okay,
vielleicht. Aber was, warum du sagen hier jetzt, du sagen mir, oh, du Ausländer, du fahren BMW. Hä? Okay, ja, dann fahren wir. Und jetzt soll ich Twingo fahren? Ja, aber das ist doch. Soll ich Twingo fahren? Soll ich Twingo fahren? Zwei Personen? Ja, mit Twingo zeigst du, dass du geistig frei bist und nicht unter klischeehaften Bedingungen lebst. Ach so. Ja, dass du geistig eben frei bist und nicht gefangen. Also ich fahre, also du sagen mir, wenn ich fahre in eine Twingo, ich gehe in den Paradies oder wie? Also nein, aber du zeigst zumindest hier auf der Erde, dass du Individualität besitzt, dass du ein Individuum bist und nicht eine Masse, die einfach unbewusst gewisse Dinge nachläuft und denkt, dass sie cool sind, obwohl das die breite Masse auch tun. Ja, nein, das ist doch nichts Cooles mehr. Wo ist die Individualität? Ich bin nichts cool. Ich bin nichts cool, meine Freund. Ich bin nicht cool. Ja, aber du denkst, du bist cool, wenn du einen 5er BMW fährst. Und wenn ich an dir vorbeifahre, dann denke ich auch, guck mal, dieser arme Ausländer. Du radioaktiver Mann. Ich habe nichts gesagt, ich bin cool. Sondern? Ich bin einfach da, meine Freund. Ich existiere. Ich bin einfach da. Aber ich bin kein cooler Mann. Ich bin nicht cool. Ja, aber du willst cool sein. Nee, ich wolle nichts cool sein. Ich bin nichts cool. Doch, du bist möchte gerne cool. Nein, mit deinem 5er cool. BMW. Und wenn ich an dir vorbeifahre, dann lache ich dann über deinen 5er BMW. Ich bin cool, meine Freund. Ich bin nicht cool. Ich esse vielleicht Kuhfleisch, aber ich bin nicht cool. Okay? Ja. Okay. Ich bin nicht cool. Ich habe nicht gesagt, ich bin cool. Aber die anderen Ausländer, die 5er BMW fahren mit diesem Arm rausgestreckt und dann gucken die so, als ob die so in Ferrari fahren. Die denken, mit diesem 5er BMW sind die besseren Menschen. Ja, denken du wirklich, ich fahre jetzt mit meinem 5er BMW, ich mache Musik hier auf, mache meine Hand heraus und mache hier Gangster oder was, ganz ehrlich jetzt. Ich habe andere Problematik, mein Freund. Das Gute, ich sage dir, mein Freund, guck mal, mit einem 5er BMW, du brauchst nichts angeben. Wenn du drin sitzen, reichen aus, brauchst du keine Musik laut, du bist drin, du hast eine 5er BMW. Du brauchst aber warum fährst du zum Beispiel nicht einen Mazda CX-5 oder sowas, oder CX-60? Ich habe nichts nur BMW, meine Freund, ich habe auch andere Auto. Okay? Hat sich doch gelohnt, Freimaurer zu werden. Ich habe eine Opel Fiesta noch, meine Freund. Ich habe einen Opel Fiesta. Was ist ein Opel Fiesta? Ich habe ein Auge gesehen. Ehrlich jetzt? Ja. Der hat seine Seele verkauft, ne, dem Teufel. Er hat das eine Auge gemacht mit den anderen Account, da habe ich das gesehen. Und er hängt auch mit David Ortega ab, mit diesen ganzen, der kennt der David Ortega auch. Abdi, hast du deine Seele verkauft in der Freimaurerei? Ich habe mit dieser Leute nichts mehr zu tun, meine Freund. Der hat doch erzählt, dass er da Rituale macht und so, Reza. Du bist auch mit Politiker. Komischerweise hängst du nur mit Eingeweihten ab, Abdi. Komischerweise. Bist du immer mit so Eingeweihten. Das sind meine Freunde. Du bist mit Involvierten befreundet. Siehst du, das Reza? Sind meine Freunde. Was ist mit Blut trinken? Trinkst du Blut? Was Blut trinken? Bist du verrückt? Ich bin kein Schwein. Was Blut trinken? Wieso? Schweine trinken kein Blut. Schweine essen alles, aber ich esse nichts alles. Was? Schweine, wenn gibt Cola. Wer Fanta, trinkt denn Blut von Fanta, deinen Leuten? Wenn wer gibt trinkt Fanta, Blut? Cola, Fanta, Sprudel. Warum ich trinke Blut? Bist du verrückt? Ja, okay. Welche von deinen Leuten trinken Blut? Ich sage gar nichts, meine Freunde. Danny trinken Blut, sehr viel. Nein, negativ null. Negativ in deiner Loge, wo du bist, sind bestimmt Leute, die Blut trinken. Du trinkst hundertprozentig Blutgruppe 0. Du trinkst Blutgruppe 0, hundertprozentig du. Bruder Reza, er hat das Bild weggemacht, aber er hatte ein Augegeste als Bild, als Profilbild. Er hat ja mehrere Accounts auf TikTok. Wer, ich? Ja, du hattest ein Auge gegeben. Ja, ich habe ein Auge. Natürlich habe ich ein Auge gebildet. Natürlich. Nein, du bist ja auch involviert. Du bist ja auch drin. Ich bin involviert. Natürlich, ich bin involviert. Ja. Du hast deine Wolle verkauft. Ich bin involviert. Ja, okay. Wie wollen wir das? So Volvo, ja? Ich bin involviert. Und jetzt, was wolltest du sagen, mein Freund? Okay, ich bin. Du bist in Volvo drin, oder was? Involvo. Mach keine Show jetzt, mein Freund. Involvoriert. Fährst du Volvo? Ich fahre gleich auf deinen Rücken, du Radioaktiver. Ich mein Rücken ist so breit, Autobahn. Da kannst du mit alle deine Autos drauf fahren. So breit ist mein Rücken. Ja, genau, mein Freund. Ganz genau. Du machst jetzt ein bisschen Witze mit mir, aber ich sage dir, ich mache keine Witze. Ich sage hier Realität. Ich sage nur Realität. Nur Sachen von Realität.
Sonst trinken diese ganze Freimaurerblut, alles die du Kriminalität. Kennst. Was? Trinken diese ganze Freimaurer, die du da kennst, Blut? Ich sage gar nicht, das ist Piratswerde. Das ist Piratswerde, meine Freunde. Ich sage nichts, das ist Piratswerde. Okay? Das ist Piratswerde, ich sage nichts. Ich sage nichts, andere nehmen hier drin. Das ist Piratswerde. Fertig, Piratswerde. Privatsphäre, nicht Piratswerde. Okay, du kannst sagen, was du willst, meine Freund. So. Warum hast du so Sterne hier neben deinen, so Pentagramme neben deinen... Wollen hier? Du mich einmal überzeugen? Überzeuge mich, ich komme zu dir, zu Jesus. Ich komme morgen zu Jesus, ich gehe mit Jesus auf Wasser spazieren. Komm. Nein, ich glaube, du bist schon längst verhärtet, leider. Warum? Dein Herz ist verhärtet, glaube ich. Mein Herz ist nicht verhärtet. Mein Herz ist nicht verhärtet. Ich habe eine ganz starke Herz, okay? Dein Herz ist schon längst verhärtet, dein Herz ist verhärtet, dein Gehirn ist verhärtet wahrscheinlich überzeuge auch. Überzeuge mich bitte, meine Freund, überzeuge mich bitte. Der Herz, das Herz ist in das Gehirn gegangen. Hör auf zu lügen, hör auf. Und ist hart geworden bei dir. Du verbrietest nur Probatanga, du verbrietest Lügen, verbrietest Probatanga hier auf TikTok. Du verbrietest Lügen, verbrietest Probatanga, ganz ehrlich. Propaganda. Du verbrietest viele, mein Freund. Nein, ich nichts verarschen, Leute. Ich mache ernst, meine Freunde. Ich mache ernst. Propaganda, nicht Popotanga. Propaganda. Das kommt von Propangas und Gandhi. Der Gandhi hat Propangas geschnüffelt und dann hat er eben dann Indien geführt. Davon kommt Propaganda. Aber ja, was du meinst mit Popotanga, das ist deine Philosophie. Da kommst du von dieser Philosophie. Ja, ich bin kein Josef. Ich bin kein Josef. Du sagst mich, du sollst deine Popotanga-Sachen woanders. Mein sagen. Freund, bitte aufhören damit. Hör auf zu lügen, verbreiten. Hör auf zu lügen, verbreiten. Ich mache keine Spaßi. Guck, ich zeige mich, meine Freund, ich sehe, ich brauche nichts zu lügen. Hallo, sehen mich, guck, sehen meine lange Nase, denk mich, okay? So, ich du siehst echt aus wie richtige Dönerverkäufer. Ja, du, kommst du bei mir, ich gebe dir eine Döner, mein Freund. Du sagst Dönerverkäufer. Wieder rassistisch, Leute. Wieder hast du Dönerladen? Hast du Dönerladen? Wieder rassistisch. Du hast bestimmt Dönerladen. Du siehst echt aus wie Original-Dönerverkäufer. Ja, komm, ich gebe dir eine große Döner. Komm. Wo wohnst du denn? In welcher Stadt? In welcher Stadt bist du? Bei deine Keller, meine Freund. In deine Keller, ich verkaufe einen Döner. Nein, sag mal jetzt, aus welcher Stadt kommst du? Ich sage nichts, das ist meine Piratswerte. Ich sage nicht, wo ich wohne, mein Freund. Das ist meine Piratswerte, sag ich nichts. Du bist doch ein Mann, wovor hast du denn Angst? Hat nichts mit Money zu tun. Ich wollte das nicht, okay? Okay? Warum bist du in Deutschland gekommen? Wie bist du hier hingekommen? Ich bin gekommen, einfach da. Ich bin da gewesen. Und wo? Ich sage dir nichts, wo ich herkomme, mein Freund. Ich lebe hier und fertig. Aber du redest so ein bisschen kurdisch. Du hast so einen kurdischen Akzent. Ich habe keine Kurdisch. Reza, der hat einen Shisha-Bar. Frag ihn mal, was das bedeutet, dieses Bild da hinten. Abdi, sag mal, warum macht er diese eine Auge halten und dann diese andere Auge wie Satan, dämonische Besessenheit? Ja, er kommt von Augenarzt, hat Kopfschmerzen. Augenoperation oder was? Ja, hat Augenarzt. Hat Kopfschmerzen, meine Freunde. Normal macht Augen. Abdi, hast du deine Seele verkauft für eine Shisha-Bar? Was? Hast du deine Seele verkauft, damit du da so eine Shisha-Bar aufmachen kannst? Ich verkaufe meine Seele nicht, durch, mein Freund. Ich habe nichts meine Seele verkauft. Du hast doch erzählt, gesagt, dass hier David Otega mit Blut trinken und so. Komm, ihr gehört doch alle zu denselben und einen Club. Das ist doch gar kein Zufall mehr. Ihr versteht euch doch alle gut. Ihr kennt euch doch privat. Ja, wir kennen uns alle gut. Sind auch Dönerverkäufer da drin in diese Logen? Und du? Was verkaufen du? Nein, Reza, ich verkaufe Döner. Okay, du verkaufen Pommes und Bockwurst, Rostwurst, Frikadellen, Eintopf. Okay, und jetzt, was sollen wir machen? Reza, merkst du, wie das ablenkt? Hä? Du Wurstverkäufer, hä? Wurstverkäufer. Du bist auch eine Wurstverkäufer. Und jetzt? Wie war denn deine Einweihung? Wie war das, die Einweihung? Wer hat dich da reingenommen? Kennen wir den? Hä? In diese Loge. Ich sage nichts, meine Loge. Ich sage nicht, wo meine Loge. Wo ist die Loge, wo du da eingeweiht wurdest? Ich sage gar nichts, meine Freund. Komm, bisschen, komm. Nein, nichts, bisschen, nicht viel. So, bisschen, so. Abdi, nee, so bisschen. Auch nicht bisschen Fleisch. Ich verkaufe Abdi, keine Döner. Abdi, so bisschen hier, dass du ein bisschen verrätst. So ein kleines bisschen. Ich sage gar nichts, meine Freund. Ich habe aber gesagt, das ist Piratswerde. Okay.
die harten Rituale mit, ne? Ja, kannst du David Ortega fragen, meine Freunde? Ich habe doch ein Video von dir, wo du doch gesagt hast, dass du Robenkapuzen getragen hast, so eine Robe-Kapuze. Du hast so gesagt, du hast eine Robe getragen und dann habt ihr ein umgedrehtes Kreuz und dann seid ihr da um das Feuer gegangen und dann hast du doch erzählt mit Blut trinken und so. Und da hattest du eine Robenkapuze auf. Dieser Mann hier unten, Reser, der Geisterjäger, der hat getrunken, hundertprozentig. Abdi, du bist da drin, ne? Du machst diese Sachen, ne? Reza, ganz ehrlich, du, hör mal zu, Reza, du Radio. Gibt's doch nicht. Hör mal zu, Reza, du radioaktiver Mann. Ganz so heftig. Merkst du aber auch, welcher Geist hinter ihm steckt? Ja, der weiß ja, ganz ja, genau, bis wohin der gehen muss. Jetzt einmal beide. Persönlichkeiten, die ganze Zeit. Ganz genau, Danny, du Unnötiger, ganz genau. Reza, du auch. Reza, sag mir warum. Warum? Abdi, sag mir ehrlich jetzt, wir reden jetzt hier vor 320 Zuschauern. Du machst Rituale, ne? Wir sind alle natürlich, ich bin Freemaucher. Du hast ja zugegeben, du hast ja komischerweise hängst du ja auch mit diesen Involvierten alle ab. Das ist ja auch kein Zufall, dass du mit diesen Leuten. Ich renne mit diesen involvierten Leuten, okay? Aber sage mir, ich bin eine Freemaucher. Wenn du eine auch ein Profilbild macht und komischerweise mit Involvierten zusammen ist, das ist auch fragwürdig, ne? Ja, das ist heftig. Ist doch geil, Reza. Komm du auch zu mir, meine Freund. Ich liebe dich. Kommst du zu uns, komm zu Freemaucher. Ehrlich jetzt? Ja, komm du auch. Wir brauchen dich. Wir brauchen aber ich will richtig reich werden und sowas. Wir brauchen solche Leute wie dich, meine Freund. So unnötige Sauerstoffverbraucher. Komm du. Sag mal jetzt ehrlich, würden die mich auch aufnehmen? Natürlich. Wir brauchen immer radioaktive Leute wie dich. Du bist ja radioaktiv. Komm wenn die verstrahlt sind oder was? Ihr braucht verstrahlte Leute. Ja, genau. Du kommst zu uns, dann ich mache die Strahlung weg. Wie machst du das? Ja, komm du, dann sehen du, meine Freund. Ich sage dir nichts, das ist was anderes, meine Freund. Nee, du musst mir vorher sagen, wie die Strahlung weggeht, von wie du das machst. Nee, du kommst zu mir, dann ich mache weg, mein Freund, du radioaktiver Mann. Aber ich will strahlen. Nee, nachher nimmst du mir meinen Strahl weg. Nein. Ja. Ich will strahlen die ganze Zeit. Ich soll Licht sein, sagt der Herr Jesus für die Welt. Was haben du Glauben gehabt früher? Muslim. Und jetzt, du bist Christ. Nee, ist akzeptieren. Ich akzeptieren. Ich sage nichts, du bist blöd oder nichts. Das ist deine Meinung. Das ist deine eigene Meinung, okay? Ja. Deine eigene Meinung. Aber du brauchst nichts. Andere Leute sagen, du bist verrückt, warum du bist mein Muslim, warum du bist das. Verstehst du? Das ist unmöglich. Unmöglich. Ja, aber weil ich dich liebe, will ich ja dir die Wahrheit sagen. Nee, du brauchst nichts mich lieben. Brauchst du mich nicht zu lieben, mein Freund. Brauchst du mich nicht zu lieben. Ja, aber ich liebe dich. Was soll ich jetzt machen? Ich bin keine Homo. Das hat mit Homo nichts zu tun. Das ist eine platonische Nächstenliebe. Alle Menschen. Der Herr Jesus hat seine Liebe in mein Herz ausgesprochen. Ich bin keine Homo. Das hat mit Homo nichts zu tun. Wenn du deinen Bruder liebst, deinen Bruder von deinem Vater, dein Bruder, ist das Homo? Das ist was anderes, meine Freund. Nein, es gibt also andere Arten von Liebe, nicht nur diese Homo-Liebe. Du kannst mich nicht, du sagst, ich liebe dich. Nein, der Herr Jesus hat mir befohlen, meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst. Ich bin nicht bei LKPD, diese Organisation. LG. Ich bin nicht bei LKPD. LGPD. Das ist die Polizeidepartement von Los Angeles. LGPD. Okay, ich bin nicht bei LKPD, mein Freund. Du vielleicht. Los Angeles. Gay Department Police, das ist die USA-Polizei. Ich habe keine Problematik mit dieser Leute. Nein, Leute, ich mache nichts so, mein Freund. Guck mal, dass Leute sagen, ich mache extra so. Ich mache nichts extra so, mein Freund. Ihr könnt alle lieben. Das ist eure Problematik, meine Freunde. Okay? Ja, aber was soll ich machen? Der Herr Jesus hat diese Liebe in mein Herz ausgegossen und ich muss das weitergeben an dich zum Beispiel. Ich liebe dich. Nee, nichts lieben. Ich bin kein Homo. Das hat mit Homo nichts zu tun. Außerdem bist du auch nicht mal so hübsch. Denkst du bist hübsch oder was? Du hassliger Mann. Du guck doch mal, wie ich aussehe auf dem Profilbild. Ja, ganz hasslich. Du siehst aus wie meine Nachbar, seine Hund. Okay? Was erzählst du? Ganz ehrlich, sag zu mir, ich bin hasslich. Du bist hasslich. Ja, guck, vergleich dich doch mal mit mir kurz. Ich vergleiche nichts mit dir. Warum soll ich mich verglichen mit dir? Bist du siehst doch, dass ich aussehe wie ein Topmodel und nee, du bist wie ein normaler Dönerverkäufer. Ja, du bist Topmodel, hundertprozentig. Weißt du, wo du bist Topmodel? Ich kann dir genau sagen, wo du bist Topmodel, mein Freund. Wo? Musst du nur überlegen jetzt. Wo bin ich Topmodel? Überlegen, meine Freund. Ja, Topmodel ist Topmodel, auf dem Laufsteg. Ja. In Tierheim bist du eine Topmodel. In Tierheim. Was für Tierheim?
Ja, du musst einen Gendoktor, du musst 100% gehen Tierarzt, weil du sagen andere Leute hässlich in Regulation, guck mal, in Regulation. Nein, ich habe doch nicht gesagt hässlich. Ich habe nur gesagt, ich bin Topmodel und die Dönerverkäufer. Lass mich bitte ausreden. Du hast gesagt, in der Bibel stehen das, alle Menschen akzeptieren, egal wie aussehen, lange Nase, kleine Nase, hässlich, nicht hässlich. Und du kommen, du sagst. Ich habe doch nicht gesagt, du bist hässlich. Halt deine Mundi, halt deine Mundi. Du hast ganz große Machtwerte. Du sagen hier, ich bin hässlich und du bist gläubig. Jesus, machen dir kaputt nachher, mein Freund. Du bist eine ganz. Nein, ich habe doch nicht gesagt. Du bist ein unnötiger Sauerstoffverbraucher. Du bist unter mein Niveau. Du hast. Nein, du nein, nein. Mir, aber du musst zugeben, wenn die. Du bist nein, hässlich wie das Nacht. Ich habe nicht gesagt, du bist hässlich. Halt deine Mundi, halt deine Mundi, halt deine. Ich, ganz du musst Wahrheit sagen. Ehrlich, wenn jemand hübsch ist. Ganz ehrlich, du hast eine ganz große Mandi. Gell, Rasa, du bist nichts hübsch. Du bist hässlich. Hässlich wie meine Nachbarn. Nein, du lügst. Du lügst. Ich bin sehr, sehr hübsch. Du siehst das doch auf dem Bild. Und ich habe sogar ein hässliches Foto genommen. Ja, du bist hässlich, ich weiß. Du bist 100%. Nein, ich bin viel, viel hübscher als auf dem Foto. Das, ich habe extra ein normales, hässliches Foto genommen. Narzissti. Du bist eine Narzissti. Eine Narzissti bist du. Eine Narzissti. Du denkst, ich bin kein hübsch? Nazi. Ich du bin denkst, nicht narzisstisch. Ich bin kein Nazi. Du bist hübsch, andere Leute hässlich. Wo du bist hübsch? Nein, habe ich nicht gesagt. Du siehst aus wie meine Schuhe. So, du siehst aus wie hier. Zeige dir, mein Freund. Du siehst aus wie meine Ding, wie meine Fuß sehen du aus. Lieber, hast du das gerade gehört, was du gesagt hast? Was? Du siehst aus wie meine Punkt unten. Das ist doch, was ist das für ein Verhalten, Abdi? Fuß, ich habe gesagt, meine Fuß. Was ist das für ein Verhalten? Meine Fuß, ich habe gesagt, nicht oben, nicht hier zwischen meine Beine, meine Fläche. Abdi, machst du Rituale, Abdi, komm. Natürlich, ich mache Ritualation. Ritualation mache ich, Ritualation. Ja, machst du, ne? Schön im Wald, ich mache ne? Ritualation. Und weiter, ich mache Ritualation. Ja. Was für Stimulation? Stimulation, was ist Ritualation das? Mache ich. Und ich mache Ritualation. Und weiter, was wollen du sagen jetzt, mein Freund? Ich mache Ritualation. Und jetzt? Was ist ja, Ritualation? Was für Rituale machst du? Erzähl mal. Ich mache. Und jetzt, was du sagen, mein Freund? Was du sagen? Was machst du für Ritualation? Ich mache alles, Ritual? Mein Freund. Okay? Ich trinke Blut, ja, ich mache das. Ich mache Chakalaka. Jeden Tag Chakalaka. Und jetzt? Was heißt Chakalaka? Du wissen, was ich meine, mein Freund. Nee. Doch. Du wissen, du machst extra so Umleitung jetzt. Du machst extra Umleitung, Tamawechsel. Extra Umleitung. Ja, aber was ich denke, was Chakalaka ist, kann vielleicht was ganz anderes sein, was du da meinst. Du wissen genau, meine Freunde, du brauchst nicht zu lügen jetzt hier. Du hast gesagt, du bist hübscher Mann, also du haben viele Frauen machen Chakalaka und sagen jetzt zu mir, du wisst nichts, was ist, mein Freund. Hör auf zu lügen jetzt. Was heißt Chakalaka? Du schläfst dann mit Frauen oder was? Guck. Extra macht Umleitung, reden extra alle Leute hören. Was für Chakalaka machst du? Du machst extra, damit alle Leute hören jetzt, extra. Was heißt Chakalaka? Aus welcher Sprache ist das? Du lesen Chart, dann du wissen, mein Freund, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Warum du lügen jetzt wieder? Hamdi, Abdi. Abdi oder Hamdi? Abdi, bitte schon. Ach, Abdi, ist das arabischer Name, ne? Du bist Kurde und hast arabische Namen, ne? Woher du wollen wissen, ich bin Kurde. Ich habe ihn gesagt, das ist meine Piraten. Ich höre das doch. Verstehst du nichts, meine Freunde? Ich höre das doch, dass du richtige BGBG-Kurde bist. Vielleicht ich bin Kurde, vielleicht ich bin Deutscher. Ich bin 100%ig Deutscher. Und jetzt, mein Freund, ich bin 100%ig Deutscher. Und? Nein, ja, wie hast du es überhaupt nach Deutschland geschafft? Wie bist du gekommen? Erzähl mal ein bisschen von deiner Geschichte. Ich sage nicht, wie ich gekommen bin. Warum soll ich dir sagen, wie ich komme? Ich bin gekommen mit Fuß und jetzt? Ich komme mit Fuß, mit Fahrrad, mit E-Scooter. Ich komme mit E-Scooter. Und ja, aber es ist interessant. Erzähl mal, wie bist du geflüchtet? Ah, du sagst jetzt, ich bin Flüchtling. Guck mal, Leute, jetzt sagen, ich bin ein Flüchtling. Guck mal. Ja, du bist doch hier geflüchtet, oder nicht? Jetzt sagen mir, ich bin ein Flüchtling. Jetzt sagen mir mit. Ja, was ist daran so schlimm, geflüchtet zu sein? Wollt du wissen, ich bin Flüchtling? Wollt du wissen? Ich höre das doch an deinem Akzent, dass du Flüchtling bist. Also du bist keine Flüchtling, du bist hundertprozentig Berliner. Du siehst doch an meiner Aussprache, wie sauber ich rede, wie deutsch ja, und also deutlich ich spreche. Du redest sauber, ich rede dreckig. Guck. Ja, aber du hast wirklich einen Bigi-Bigi-Akzent, starken. Das heißt, du bist geflogen über die Berge. Du haben gerade gesagt, du redest sauber. Also du sagen, also ich rede dreckig. Also ich rede dreckig. Ja, es ist so, wenn du richtig hier in Deutsch... Nein, nicht dreckig. Nein, aber du hast einen starken Akzent. Ich rede dreckig, meine Freund. Ja. Du Respektloser, ganz ehrlich jetzt. Man merkt einfach, dass du nicht so du bist nicht so gebildet. Ah, ich bin nicht bebildet. Ich bin nicht bebildet. Ich. Gebildet. Ich bin nicht gebildet. Und du bist gebildet, hä? Reza.
gebildet. Ohne Scheiß. Ich lüge nicht. Meine Katze von meiner Nachbar heißen auch Reza. 100%. Ich lüge nicht. Heißt Reza. Meine Katzen heißen ja auch Reza. Das ist ja nicht mehr meine normal. Katze heißen Reza auch von meiner Nachbar. Aber nix hören. Ja, brauchst du nichts zu lachen jetzt, meine Freund. Ja, Danny. Erzähl noch mal ein bisschen von deinen Sachen, wie du hier hingekommen bist. Bin ich hier, mein Freund, ich bin nichts in Ausländerbehörde, dass ich jetzt mit dir rede, wo ich komme, wie zu Fuß kommen oder nichts kommen. Ich bin jetzt auf Ausländerbehörde oder bin ich auf TikTok? Aber ich muss dir Aufenthaltsgenehmigung geben. Ja, sonst gebe ich dir keine TikTok Aufenthaltsgenehmigung, wenn du mir nicht erzählst. Bin ich auf Ausländerbehörde oder bin ich auf TikTok? Jetzt du frage mich, wo ich komme. Du bist bei Jobcenter. Hä? Ich bin Freemaurer. Du bist jetzt bei Jobcenter. Leute, bitte alle folgen. Alle folgen. Dankeschön. Wie kommt man denn bei diese Freemaurer rein? Level 3. Ich bin Level 3, meine Freunde. Wird man angesprochen oder gehst du hin selber? Oder? Also Lehrling, Geselle, Meister. Du bist Meister. Ich bin keine Meister, mein Freund. Ich bin keine Meister. Ich bin keine Meister. Ich sage dir, meine Freunde, ich bin eine stolze Manni und fertig. Ich bin eine ganz stolze Manni. Für dieser ganze Weg, wo ich gehe, meine Freunde, ich sage dir, ich bin eine sehr gute Freemaurer. Ich liebe meine Gemeinschaft, meine Organisation. Und du musst mich akzeptieren, meine Freunde. Ob du nichts wollen oder nichts, meine Freunde, okay, du hörst vielleicht viel, du guckst vielleicht viele. Du sagst dir immer, Heiliger Geist. Und ich habe es noch nie, du hast noch nie gesehen einen Heiliger Geist und du redest von Heiliger Geist. So. Man sieht die Auswirkungen des Geistes. Zum Beispiel, wenn ein Mensch vorher die ganze Zeit schlechte Wörter gesagt hat und auf einmal von heute auf morgen heilig und sauber redet, dann ist, also hat der Heilige Geist von ihm Besitz ergriffen, sodass er dann ein anderer Mensch geworden ist, dass er keine schlechten Wörter mehr in den Mund nimmt. Das ist die Auswirkung von etwas Unsichtbarem. Aha. So wie ich dir gesagt habe, der Baum wird nach links und rechts gebogen durch eine unsichtbare Kraft, wie der Wind. Deswegen benutzt der Herr Jesus auch den Wind in Johannes 3. Der Wind weht, wohin er will. So ist es auch mit jemandem, der aus Geist Gottes geboren ist. Ich habe dir eben eine Frage gesagt. Wie tief waren das Wasser von Jesus, wo gehen drauf spazieren oder schwimmen? Sage mir, du wirst nichts. Da hat er doch gerade gesagt, See Genezareth ist sehr tief. Der Herr Jesus ist ja Gott. Und er kann über die physikalischen Gesetze herrschen. Ist ein Prophet. Ist ein Prophet. Bruder Dennis, liest du mal bitte Johannes 1,1 und Johannes 1,14 kurz für ihn. Guck mal, ich sage nochmal, ich liebe Jesus, weil es ist Isa, das ist mein Prophet. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn. Ja, aber ich liebe ihn wirklich. Wirklich, ich liebe ihn. Okay? Aber du sagen, er ist mein Gott. Ist nichts mein Gott. Ist mein Freund. Mein Freund. Mein Prophet. Mein Freund. Nein, er ist Gott im Fleisch. Am Anfang war das Wort und das Wort. Warte. Nein. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Lies ihm erstmal bitte kurz. Diesen Vers nur. 1. Timotheus. Keine Bildzeitung lesen, meine Freunde. Keine Bildzeitung lesen. Das ist Bibel. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Bibel. Ja, ihr nur lesen, aber kommt nichts rein. Und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Hast du gehört? Was? Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Also er ist Mensch geworden, hat Fleisch angenommen, Gott selber. Also war kein Veganer. Nein, Gott, der ewige Gott wurde Mensch. Er hat Fleisch angenommen, dieser ewige Gott. Okay. Verstehst du jetzt, wer der Herr Jesus ist? Das ist nur ein Vers. Ich kann dir Millionen Verse zeigen, dass der Herr Jesus der menschgewordene, fleischgewordene Gott ist. Also war das meine, also war das hundertprozentig? Ist es mein Prophet? Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Nein, du hast doch gerade gelesen, dass er Gott ist, nicht Prophet. Ja, komm, du rufst auf jetzt mit Bildzeitung, das ganze Scheiße, geile, du Lügen, ja. Fabrik nur Lügen. Hallo, nichts. Und was war vorher? Die Bibel oder der Koran? Die Bibel. Erst 600 Jahre später ist ja der Koran gekommen. Das heißt, dieser Vers, 1. Timotheus 3, Vers 16, war da, als Mohammed auch da war, damals in Arabien. Dieser Vers war vor ihm da. Und da steht, Gott wurde Fleisch.
Ich verstehe das nicht. Wie kann ein Mensch, wo nichts Fleisch ist, Fleisch werden? Wie soll das gehen, mein Freund? Gott wurde Fleisch, nicht Mensch wurde Fleisch. Gott, ja, dieser ewige Gott, der unsichtbare Gott, ist Mensch geworden. Hat Fleisch und Blut angenommen. Ja. Also komm, schmeiß mal diese Freimaurerei weg. Komm zum Herrn Jesus Christus, werde wiedergeboren. Reza. Ja. Du musst ihn aufwachen, mein Freund. Du musst ihn aufwachen. Du musst den richtigen Weg gehen, mein Freund. Du musst ein bisschen überlegen. Du musst ein bisschen Turin gucken. Du musst ein bisschen lesen. Hör auf damit, hier Lügen zu verbreiten. Du musst Normalität bringen. Hör auf, du radioaktiver Mann, ganz ehrlich. Abdi, was hast du von diesen paar Jahren hier auf dieser Erde mit? Selbst wenn die Freimaurer dir immer eine Ferrari geben. Was hast du davon? Du musst alles zurücklassen in ein paar Jahren, wenn du stirbst. Selbst wenn du 120 Jahre alt wärst, das geht so schnell vorbei. Und was hast du davon? Du musst die Ewigkeit greifen, nicht diese paar Jahre. Egal, besser ich fahre mit 700 PS anstatt anstatt zu Fuß, meine Freund. Ja, aber ich habe doch gesehen, letztes Ferrari vor mir losgefahren und ich bin 2 Sekunden später hinter dem angekommen. Und der hat so voll laut Auspuff und Gas gegeben. Der war nur 5 Sekunden vor mir da. Dafür in die Hölle gehen, wegen dieser 5 Sekunden Vorsprung. Wie behämmert muss man sein? Also ich würde ja verstehen, wenn man mit Ferrari 5 Stunden Vorsprung hat. Aber das stimmt nicht. Ich bin spätestens 10 Minuten mit meinem Opel Corsa hinter dem, bin ich auch da. Oh, du Lux, bist verrückt. Opel Corsa, du machst Ferrari fertig. Unmöglich. Sag doch, man kommt nur 5 Minuten später an. Deswegen verloren gehen in der Ewigkeit, wegen dieser 5 Minuten Vorsprung. Oh, du bist radioaktiv, mein Freund. So, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich im Namen von meinem Freund hier, Reza, der unnötige Sauerstoffverbraucher, dieser radioaktive Mann. Wir sehen uns vielleicht später, meine Freund. Und Dani, bitte nicht aufhören. Gehen Sie bitte Hundesalon, deine Haare schneiden. Hören auf damit. Immer Haare wackeln, wackel, wackel, du Wackeldackel. So, dann, ich sehe uns später. Hallo, wer ist das, mein Freund? Freiraum? Ist das Freiraum? Ey, ein Fraumaucher oben, ein Fraumaucher. Hi. Du bist Freiräumer. Der Hallo, räumt, zusammen. Der räumt für die Freimaurer weg. Freimaurer. Hallo, mein ich Freund, hätte Freimaurer. Gerne eine Frage an Reza. Ja, aber kostet was. Nö. Ey, bist du ein, ey, sind wir hier Puff oder was? Kostet was? Ist das Fleisch? Sind wir hier Puff Fleisch? Oder was? Du sagst, kostet was. Was kostet? Hör auf, sowas zu sagen, Mensch. Wir sind Christen hier, kostet, solche Wörter. Ich komme jetzt. Was kostet? Ich komme. Was kostet? Ich komme. Sie sagen mal kurz ruhig. Ist das Fleisch oder nicht? Ja. Wie kannst du dann sagen, dass du deinen Nächsten liebst? Das ist Heuchelei. Wieso? Stell mir doch mal ganz genau. Hast du gehört, das ist Heuchelerei? Also hör auf, Fleisch zu essen. Hör auf damit. Hä? Wie kannst du sagen, dass du den Jesusweg gehst, wenn du Fleisch isst? Genau, Reza. Ganz genau. Ja, aber ich esse ja kein Fleisch. Ich bin ja Vegetarier. Du bist nichts vegan. Nein, ich bin Vegetarier. Ich war mal vegan, aber ich bin Vegetarier. Ja. Extra sage, so vegan. Nein, wirklich jetzt. Wirklich. Frag mal eine ganz große Handchen. Abdi, bitte sei mal ruhig. Hier, Abdi, isst du Fleisch? Isst du Fleisch? Ich bin Veganer. Ja. Ich bin Veganer. Ja, okay, was war jetzt die Frage mit Fleisch essen? Was, bist du Marokkaner? Ich bin Veganer, du Unnötiger. Die Frage war ja, ob er Fleisch isst. Und er hat ja. Was hat Fleisch essen jetzt mit Jesus Christus zu tun? Ich verstehe diese Frage nicht. Ja, weil das eine Heuchelei ist. Du heuchelst dir einfach. Nächster heißt ja nicht, dass du einen Regenwurm wie ein Mensch lieben. Es gibt ja, Mensch ist Mensch und Regenwurm ist Regenwurm. Wir können doch nicht jetzt die Menschheit beiseite tun und den Regenwurm auf die Höhe von Menschen setzen. Das ist doch verrückt. Meine Frage, bist du Veganer? Ja, aber dann meine Frage. Ich habe eine Frage, bist du Veganer? Wann fängt die Spaltung an? Die fängt Warte schon mal. Früher an. Bist du Christin? Also bist du eine Christin? Natürlich nicht, wenn die schon sagt, wie kannst du Christ sein und Fleisch essen, dann ist sie ja keine Christin. Ja, okay. Du bist Veganerin, richtig? Ja. Kannst du bitte aufhören, auf die Ameisen raufzutreten? Die haben sich bei mir beschwert, die haben bei mir geklingelt. Kannst ich du bitte aufhören? Nicht auf Ameisen rauf, weil doch, du trittest auf Ameisen, hör auf damit. Und hör auf, den Bienen den Honig zu klauen, ja? Hör auf damit, Honig zu essen. Veganer essen keinen Honig. Und hör auf, Wasser zu trinken. Du klaust den Pflanzen das Wasser, bitte hör auf damit. Verbrauch bitte nicht so viel Wasser, ja? Die Pflanzen, denen nimmst du das Wasser weg. Die armen Ameisen, wo du morgens dann einkaufen gehst. Die haben bei mir geklingelt. Hör auf damit.
Deswegen füttern wir auch 70%. Hör auf damit. Landanbaufläche für Tierfutter. Ne? Hör bitte auf damit, mit dem Fahrrad hier rumzufahren. Ja? Die armen Arbeiter. Du musst wie diese Jainisten einfach jedes Mal, wenn du einen Schritt machst auf der Erde, musst du immer alles vorher sauber machen mit, und dann immer einen halben Meter sauber machen und dann wieder in den nächsten halben Meter gehen. Damit du kein Käfer und so. Keine Ameise tötest. Du kannst mir nicht erzählen, dass du den Jesusweg gehst, wenn du Fleisch isst. Herr Jesus hat die Tiere erschaffen, damit sie den Menschen auch zur Nahrung dienen. Ja, wie hieß der Vers in der Bibel? Ja. Von wegen, ich gebe euch die Früchte. Ja, das ist aber im Garten Eden gewesen, wo alles perfekt war, jetzt in dieser gefallenen Schöpfung. Wo der Tod und Krankheit und alles Schmerz reingekommen ist, dann ist auch sind auch die Tiere freigegeben. Aber du hast recht, also wenn wir wieder im Paradies sind später, dann wird es auch kein Fleischessen mehr geben, also, weil es ja kein Tod gibt im Paradies. Das ist doch hier kein Paradies. Das ist doch kein Paradies hier. Ja, das ist doch deine Perspektive, nicht meine. Das ist ja ein Paradies, wo Millionen von Menschen am Verhungern sind, sterben Kinder jeden Tag vor Hunger, Kriege, Kindesmissbrauch, Kinderpornografie-Ringe, die Millionen von Kindern missbrauchen jedes Jahr. Das ist Paradies, ja? Reza, du bist eine, guck mal, ich gehe jetzt raus, mein Freund. Du bist, Reza, ganz kurz. Hallo, Freimaurer, bitte. Freimaurer, wie du heißt. Das Paradies fängt bei dir an. Hallo, Veganer. An. Hallo. Ich hallo, lass mich bitte ausradieren. Guck mal, lass mich bitte. Hallo, lass mich bitte kurz ausradieren. Ich sage so, Reza, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Ich gehe jetzt raus und ich sage Tschüss, meine Freund, und ich hoffe, du wärst ein sehr guter Gottes Mann. Gottes Segen. Okay, du radioaktiver Mann. Lies mal die Bibel ab. Unnötiger Sauerstoff. Ich lese keine Bildzeitung, mein Freund. Hi, tschüss. Bibel. Nicht Wildzeit. Reza, sie sagt, hier auf der Erde ist das Paradies. Verstehe ich das richtig? Die beschwert sich also, dass Christen Fleisch essen. Richtig? Verstehe ich das gerade richtig? Ja. Aber du trittest auf die armen Pflanzen. Die haben sich auch bei mir beschwert. Kannst du bitte aufhören, auf die Pflanzen zu treten? Kannst du bitte aufhören, hinzugehen? Kannst du bitte, wenn du rausgehst, ich möchte, dass du aufpasst, die armen Ameisen. Wie viele Ameisen hast du auf dem Gewissen? Wie viele Ameisen hast du auf dem Gewissen? Also hör auf, bitte auf, rauszugehen. Bleib in deinen vier Wänden. Hör auf damit. Bruder Reza? Kennst du sowas wie Antworte den Sachen aus deiner Narrheit. Du kannst achtsam sein, wie du willst. Du trittst immer wieder auf kleine Käfer, kleine Tierchen. Das ist normal. Ja, man kann aber aufpassen, dass man nicht drauf tritt. Kannst du bitte du kannst aufpassen, wie du willst. Trotzdem trittst du mal auf eine kleine Ameise oder kleine Käfer. Das passiert jedem Menschen 100 Mal. Reza, was meinst du, wie viele Ameisen sie auf dem Gewissen hat? Vielleicht sogar eine ganze Familie. Und dann willst du hier, bist du Fleisch? Ja. Es geht immer Fleisch. Nein, eine Frage. Nein, aber das, was sie sagt, ist natürlich richtig. Sie sehnt sich ja nach einer Welt, wo eben kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid und so weiter. Und der Herr Jesus möchte uns das ja auch geben. Aber erst nachdem diese verdorbene, verlorene Welt umgewandelt wird am Ende der Zeit. Genau. Wenn der Herr Jesus zurückkommt als Richter der Welt, die Menschen richtet. Was ist denn das System? Das System auf der Welt, das weltliche System. Also das heißt, wir alle müssen uns ändern. Nein, die Menschheit wird sich nie ändern. Der Herr Jesus wird diese Menschheit richten, demnächst in der Apokalypse. Die apokalyptischen Gerichte werden auf die Menschen kommen und dann werden viele draufgehen, viele bestraft werden. Und am Ende der Zeit wird der Herr Jesus alle Menschen richten. Bist du Jesus schon mal begegnet? Nein. Tja, und dann schimpfst du dich Christ. Wie, man musst du nicht unbedingt jetzt jemandem begegnet sein? Bist du schon mal einem Brasilianer aus Rio de Janeiro begegnet? Was, Mama, bitte? Bist du schon mal einem Brasilianer aus den Favelas in Rio de Janeiro begegnet? Nein. Ja, dann gibt es auch keine Favelas in Rio de Janeiro, weil du ja noch nie so einem begegnet bist. Es gibt keine Brasilianer in Rio de Janeiro, in Favelas. Was ist deine Logik? Was? Ich war noch nie in Brasilien. Ja, dann hast du Brasilien nie gesehen, richtig? Richtig. Ja, dann gibt es kein Brasilien, weil du das ja nie gesehen hast. Du bist Brasilien nie begegnet. Das kann sein, dass es das nicht gibt. Das weiß man ja nicht, ne? Siehst du, genau, weil es Brasilien nicht gibt für dich. Ne? So, und dann, genau. Aber ich bin Jesus schon begegnet. Und das schon zweimal.
Wie bist du dem Herrn begegnet? Nicht dem Herrn, sondern Jesus. Jesus ist der Herr. Nein, ist er nicht. Und was hat er gesagt? Der ist dir erschienen und hat gesagt, ich bin nicht der Herr. Geh zu Islam. Ne? Islam ist die Wahrheit. So ein Jesus bist du begegnet bestimmt. Ne? Nee, definitiv nicht. Oder ein esoterischer Jesus mit langen Haaren, der gesagt hat, Peace, Brother, Peace. Nee, Jesus hat mich an die Hand genommen. Und was hat er gesagt? Er wollte mich mitnehmen. Wohin? Ins Paradies. Ins andere Paradies. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Leider hat man mich wieder zurückgeholt. Aber der hat dir nicht gesagt, wie du in dieses Paradies kommst. Einfach, der wollte dich mitnehmen und dann bist du zurückgekommen. Genau, weil man mich wieder zum Leben erweckt hat. Ja, also, wo finden wir Jesus Christus Informationen über ihn? In welchem Buch? In gar keinem. Ach, Bibel nicht? Nein. Bibel Ach, in der Bibel steht nichts über Jesus Christus. Sondern verfälscht. Bibel ist verfälscht. Ja, und welche Informationen hast du jetzt über Jesus Christus? Wer ist er? Kann ich dir einen guten Rat geben? Such mal in dir selber. Ach so, in mir selber? Ja. Ja, ich habe in mir selber gesucht, aber da ist kein Jesus Christus gewesen. Da ist einfach nur meine verdorbene Natur, die mich zur Sünde leiten möchte. Da habe ich Jesus Christus nicht gefunden. Tja, dann such mal auf der anderen Seite. Welche Seite? Ja, wir haben zwei Seiten in uns, falls du es vergessen hast. Die andere Seite in mir. Ja. Und das wäre? Ja, überleg doch mal. Ich überlege, aber was ist denn das? Das Böse. Das ist aber schon wieder eine Spaltung von uns selber. Eine Spaltung vom Gut und Böse. So, was passiert mit unseren guten, mit unseren schlechten Taten, also mit unseren bösen Taten? Ja, schau dir die doch genauer an. Und dann weißt du, was du zu verbessern hast. Ja, aber ich schaue das an, aber ich will ja zum Beispiel nicht Böses tun, aber das Böse ist in mir und ich tue es dann am nächsten Tag wieder, obwohl ich nicht wollte, dass ich Böses tue. Was ist das in mir? Ja, dann ist das eine Besetzung in dir. Nein, das hat mit Besetzung nichts zu tun. Das ist einfach in mir programmiert. Du hast Engel und Teufel auf der Schulter. Ja. So, wen hörst du? Zu wem gehörst du? Also ich habe auf meine Schulter. Nee, ich habe sehr heftige Trapezius auf meinen Schulter, weil ich die trainiert habe. Also da ist kein Platz für Engel, weil die ist so heftig breit und austrainiert. Die würden da runterrutschen. Dann willst du sagen, du bist reiner Christ. Du bist Jesus. Ich heiße Reza Arapo, nicht Rainer Christ. Rainer ist Vorname, ich heiße Reza. Ach so. Rainer Christ ist, das bin ich nicht. Ich heiße nicht Rainer Christ. Ein Rainer, rein. Also rein meinst du mit, also heilig meinst du? Genau. Ja, ich bin ein heiliger, wiedergeborener Christ durch das Blut des Herrn Jesus Christus, was er für mich am Kreuz vergossen hat. Der hat mich gereinigt. Und dann machst du Abdi an, so. Ich mach den nicht an, ich habe dem nur auf die Sprünge geholfen. So, nein, du hast gesagt, er spricht kein Deutsch. Wir sprechen alle kein Deutsch. Ich habe gesagt, er spricht Deutsch mit einem starken Akzent, mit einem kurdischen Akzent. Wir sprechen aber alle kein Deutsch. Du sprichst doch Deutsch. Nein, das ist Hochdeutsch. Ja, aber Abdi spricht mit Akzent. Deutsche nicht. Abdi, man merkt sofort, dass er aus Kurdistan kommt, mit diesem kurdischen Akzent. Es ist doch egal, aber du hast zu ihm gesagt, du sprichst kein Deutsch. Ich habe gesagt, er spricht nicht sauberer Hochdeutsch, sondern ein stark akzentuiertes Deutsch. Deutsch ist was ganz anderes. Ja, also ich meinte damit also Hochdeutsch, also ist nicht bayerisch oder so. Ja, aber auch bayerisch, das ist trotzdem Hochdeutsch. Nein. Das Altdeutsche ist was ganz anderes. Ja, aber man merkt auch zum Beispiel, dass du jetzt nicht Hochdeutsch sprichst, sondern auch Akzent hast. Du kommst aus, weiß ich nicht, aus Schwaben oder irgendwo aus. Nee. Ne? Normalerweise sprechen die hier das perfekteste Deutsch, Hochdeutsch. Wer? Hier in unserer Region. Wo kommst du aus welcher Region her? Nein, ich wohne ziemlich weit oben im Norden. Ah, okay. Und da sprechen wir das perfekte Hochdeutsch. Aber wie gesagt, Hochdeutsch, nicht Altdeutsch.
Ja. Altdeutsch ist unsere Ursprache. Ja. Ja gut, aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Der Herr Jesus hat mich reingewaschen durch sein kostbares, heiliges Blut. Und ich bin sündenfrei jetzt vor Gott. Aber in meinem... Doch, vor Gott bin ich reingewaschen. Aber in meinem Körper sündige ich immer noch. Ihr sie erkennen. Genau, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, genau. Ja. Das heißt, wenn sich jemand Christ nennt, aber zum Beispiel Sex mit kleinen Kindern hat in der Kirche, ne, dann ist er kein Christ. Genau. Ja, das ist kein Christ. Genau, und da hat der Herr Jesus uns dann vorgewarnt. Und dann sind wir eben in der katholischen Kirche, die ständig dann halt Kinder missbrauchen. Aber davon ab, alle Religionen sind komplett unnötig. Ja, das stimmt. Außer die Bibel, der Herr Jesus Christus, der wahrhaftige Gott. Auch die Bibel ist verfälscht. Nein, ist sie nicht. Aber natürlich. Nein, wir haben Handschriften aus allen Jahrhunderten. Wir können das alles zurückverfolgen bis zum Ursprung. Und komisch, dass in der Edda, die ja nun lange vor Jesus, das Gleiche steht. Ist komisch, oder? Das ist eine Verdrehung. Die Edda spricht eben von einem verdrehten Gott, ne? Ein einäugiger Gott. Ne? Das ist eigentlich nichts anderes wie Horus. Und Odin ist eigentlich immer dieselbe Gottheit. Da steckt der Satan dahinter, der Einäugige. Dass die diese ganzen Geschichten sich ständig wiederholen. Ja, weil der Satan ja auf dieser Erde die wahre Geschichte von Jesus Christus und die Bibel stiehlt und daraus Religionen schafft. Wer sagt, dass Jesus ein Mann war? Ja, die Bibel. Woher kennen wir sonst Jesus dabei? Christus? Warst du dabei? Ich war nicht dabei, aber die Bibel zeigt es uns ja. Ne? Detaillierte Informationen über den Herrn Jesus Christus. Ja, er war ja Jude und ist am achten Tag beschnitten worden. Der war ja unter Gesetz geboren und er hat das Gesetz Mose vollkommen gehalten. Deswegen ist er auch unschuldig, weil er alle Gebote Gottes perfekt eingehalten hat. Er ist der vollkommene Mensch, wohingegen wir nicht mal ein einziges Gebot Gottes halten können. Der Herr Jesus, aber perfekter Mensch, vollkommener Mensch. Alle Gebote Gottes gehalten. Dann fang doch an, diese Regeln zu akzeptieren und auch zu leben. Das kannst du doch nicht. Du sollst nicht lügen, das schaffst du nie in deinem Leben, das umzusetzen. Natürlich. Jeder Mensch lügt 100 Mal am Tag. Statistisch. Wenn du nicht bei der Wahrheit bleiben kannst. Verstehst du? Das ist statistisch bewiesen. Jeder Mensch auf der Erde lügt 100 Male am Tag. Nö. Ja gut, du bist halt natürlich der beste Mensch und du lügst aber nur einmal in der Woche. Ich habe nicht gesagt, dass ich der beste Mensch bin. Du hast ja gesagt, nein, du nicht. Okay, dann sage ich, ja, das kann sein, dass du wirklich der beste Mensch bist. Nicht. Aber auch der beste Mensch wie du lügt einmal mindestens im Jahr, richtig? Nein. Ach, du lügst doch nicht mal einmal im Jahr. Ich habe es nicht nötig zu lügen. Wozu? Ah, okay. Ja, gut. Ich hau das raus, was gerade in meinem Kopf ist. Ja, ja, genau. Du lügst nicht mal einmal im Jahr. Genau. Hast du überhaupt in deinem Leben schon mal gelogen? Mit Sicherheit. Also? Hast du gelogen? Einmal im Jahr mindestens. Oder willst du mir sagen, du hast nur zweimal gelogen in deinem ganzen Leben? Du kannst dich daran erinnern, nur diese zweimal. Das waren zu Eltern immer Notlügen, aber sonst nicht. Du und ich und die gesamte Menschheit lügt 100 Millionen Mal im Jahr. Ja, aber ich lüge seit mindestens über 3 Jahren nicht. Ah, du lügst seit 3 Jahren nicht mehr, ja, ja, sicher. Beziehungsweise noch länger eigentlich, weil ich immer die Wahrheit rausklappe. Ja, 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 ganz genau, ja, ja, sicher. Ja gut, aber dann trotzdem, diese 40 Jahre vorher, hast du gelogen. Das heißt, du bist ein Lügner. Und diese Lügen. Aber danke fürs Kompliment. Ja, genau wie ich. Ich habe ja auch gelogen. Ich bin genauso Lügner wie du. Ich sagte danke fürs Kompliment, weil du mich 40 Jahre gesagt hast. Ne? Ja, ich wollte höflich sein. Ich wollte jetzt nicht sagen, von diesen letzten 70 oder 80 Jahren. Nee, so alt bin ich nicht. So, die letzten 40 Jahre hast du eben gelogen. Das heißt, du bist ein Lügner. Das heißt, du wirst bestraft werden vor Gott.
Du wirst nicht in das Reich Gottes kommen, weil du das Gesetz Gottes gebrochen hast. Ich war ja schon im Reich Gottes. Warst du nicht? Das war der Satan, der dir erschienen ist und den Herrn Jesus kopiert hat. 2. Korinther 11, der Satan versteckt sich, beziehungsweise er verformt sich selbst, gibt sich auch aus als ein Engel des Lichts. Er kann sich so verstellen, dass du denkst. Dann erklär mir doch mal genau, wer Satan ist. Satan ist derjenige, der gegen Gott aufgestanden ist, gegen den Herrn Jesus aufgestanden ist, und er wollte selber Gott sein und den Herrn Jesus stürzen vom Thron. Und er ist hier auf der Erde samt seinen ganzen Dämonen, die ihm mitgefolgt sind bei diesem Aufstand gegen den Herrn. Das sind die Dämonen. Ist Satan Luzifer? Ja, ist ein anderer Begriff für Satan, ja. Ist Satan der Teufel? Ja. Nein. Er hat verschiedene Namen. Nein, der Teufel ist jemand ganz anderes wie Luzifer bzw. Satan. Oh. Mach dich mal ein bisschen schlau und dann reden wir weiter. Bruder Dennis, kannst du mal bitte Offenbarung 12 mal für die Dame lesen, damit sie... Ich rede hier nicht von der Bibel, sondern erkundige dich mal richtig. Wer Luzifer ist, wer Satan ist, wer Ahriman ist. Das sind verschiedene Bezeichnungen für denselben gefallenen Engel. Nein, ist es nicht. Welchen Vers lesen? Offenbarung Kapitel 12. Moment. Warte. Ab Vers 9. Moment. Ja, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführte. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. So, jetzt genau. Erzähl, jetzt sage ich der Teufel, mal, der Satan, die alte Schlange, ist alles nur verschiedene Bezeichnungen für dieselbe gefallene Engel. Und Satan, das heißt, es ist noch eine zweite Person da gewesen. Seine Namen sind die alte Schlange, Satan und der Teufel. Der hat verschiedene Namen. Genau, genau. Ob er sich jetzt Beelzebub nennt oder ob er sich jetzt die Schlange nennt. Baphomet, Moloch. Also das sind verschiedene Namen. Und wer ist jetzt der Lichtbringer? Das ist der Satan, der ein falsches Licht den Leuten vorgaukelt. Um zu erkennen. Auch schon mal drüber nachgedacht. Um was zu erkennen? Tja. Was wirklich falsch ist und was richtig ist. Er hat doch schon im Garten Eden mit einer Lüge Adam und Eva verführt. Der hat gesagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern sobald ihr von diesem Frucht isst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden. Der hat also die Wahrheit mit einer Lüge vermischt. Und darauf sind die Adam und Eva reingefallen. Denn Gott hat ja vorher gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterblich. Ihr verliert euer ewiges Leben. Und der Satan hat gesagt, nein, ihr werdet nicht euer ewiges Leben verlieren. Da passt daran glaubst du? Ja, das ist natürlich, das ist nicht Glaube, das ist Wissen. So ist das, so hat sich das zugetragen. Deswegen sind wir gefallen hier auf der Erde. Ach, das Wissen. Natürlich das ist ja, Bibel ist Wissen, das ist nicht Glaube. Also du kannst in die Akasha-Chronik gehen, ja? Akasha-Chronik ist esoterischer Nonsens. Ich rede hier nicht von einem Bullshit-Bingo, sondern ich rede hier von richtigen spirituellen. Ja, Akasha-Chronik ist einfach... Weil Jesus war spirituell, falls du es nicht weißt. Spirituell, ja. Der falsche Jesus. Jesus, Ashanti-Jesus aus kennst Indien. Kennst du den Unterschied zwischen spirituell und Esoterik nicht? Es geht einher miteinander. Diese spirituellen Leute sind in der Esoterik verfangen. Nein, doch, es gibt viele spirituelle Menschen, die in der Esoterik gefangen sind. Die Esoterik ist aber vom Satan ins Leben gerufen worden, um dich vom wahren Jesus Christus der Bibel abzulenken, damit du in die Hölle fährst nach dem Tod. Du solltest dir vielleicht mal Axel Burkhardt anhören und dann reden wir da gerne weiter.
Welcher Axel? Kennst du Axel Burkhardt nicht? Nein. Such mal bei YouTube, dann findest du ihn. Das ist auch so ein Esoterik-Guru bestimmt, nein, wie alle anderen. Nein, das ist ein Christlicher. Der in der Akasha-Chronik lesen kann und irgendeinen Nonsens von sich gibt. Das ist ein Christlicher. Ja, okay, erzähl mal was von ihm. Ich sag ja, dir sofort, was das ist. Wieso soll ich dir die Arbeit abnehmen? Nein, einfach nur kurz, nur zwei Sätze, was er lehrt und was er erzählt. Anthroposophie. Anthroposophie, wenn überhaupt. Ja, dann eben Anthroposophie. Anthroposophie ist eine Lehre des Teufels. Nein. Doch. Wie alle anderen Lehren auf dieser Erde, die der Satan ins Leben gerufen wurde, um dich von der biblischen Lehre abzulenken. Ich war doch selber in der Esoterik, meine Liebe. Ich bin nicht in der Esoterik-Szene oder sonst irgendwas. Oder spirituellen Szene. Wenn du schon von Akasha-Chronik erzählst, dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht. Das heißt, ja, du bist da drin gefangen, in dieser Esoterik. Nein, weißt du, was Akasha-Chronik eigentlich ist? Ich weiß, was die Akasha-Chronik ist. Ja, was ist es denn? Erzähl's doch. Und dann gibt es Leute, die warten auf das die Aldebarane, dass sie ja gespeichert im Äther. Und wenn jemand da reinlesen kann, da reinschauen kann, kann er dieses ganze Wissen der Menschheitsgeschichte sich aneignen, richtig? Ja. Ja, das ist esoterischer Bullshit, Verzeihung, esoterischer Nonsens. Nee, definitiv doch nicht. Ja, und so hält der Satan diese ganze Esoteriker bei der Stange und dann lenkt er sie schön ab von ihren Sünden. Ja, die Esoteriker lügen und betrügen die ganze Zeit und raffen das nicht, dass sie vor dem Herrn Jesus stehen werden irgendwann mal und dann einen kurzen Prozess bekommen. Genau, tu das, was du willst. In dem Sinne, was tu, was du willst, das ist doch Baphomet-Spruch. Tu, was du willst. Nein, das ist Kant. Das ist doch Aleister Crowley, Baphomet. Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Das ist Satanismus. Nein. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, du hast doch gesagt, tu, was du willst. Was man dir nicht antun soll. Das ist Kant. Hä? Tu, was du willst, hast du gerade gesagt. Das heißt, du sollst was tun, um keinen Dritten zu verletzen. Das heißt aber auch im Begriffen Tiere mit. Ja, aber du hast doch bestimmt in deinem Leben tausendmal Sachen gemacht, wo es andere verletzt hat. Mit Sicherheit. So, und dafür wirst du Rechenschaft ablegen vor dem Herrn Jesus Christus. Ja, du genauso. Ja, aber ich bin doch schon errettet. Du bist noch nicht errettet. Du hast noch nicht diese Schuldenvergebung vom Herrn. Das musst du für dich in Anspruch nehmen, damit du auch errettet bist. Wenn du aber auf diese Esoterik-Schiene weitermachst... Ich bin schon errettet worden, tut mir leid. Du bist in der Akasha-Chronik hängen geblieben und du wirst verloren gehen. Ach, erzähl doch keinen Schwachsinn. Du wirst mit deinen Lügen und Betrügereien vor dem Herrn Jesus stehen und dann wird er dir sagen, hier ist keine Akasha-Chronik. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht stehlen. Und du hast das getan alles. Ja, und du nicht? Ich doch auch, aber ich habe schon die Vergebung in Anspruch genommen vom Herrn Jesus Christus. Du noch nicht. Ich bin schon in Sicherheit, du noch nicht. Auch begegnet, ne? Nein, der Herr Jesus muss dir nicht unbedingt leiblich begegnen. Der kann dir in der Bibel durch das Wort Gottes begegnen und dann weißt du, dass das die Wahrheit ist, dass er die Wahrheit ist. Du musst von dieser Esoterik-Sache raus. Das ist ein Fangarm vom Satan, um diese Esoterik-spirituellen Leute abzufangen. Du musst der Sünde absterben vor dem Herrn Jesus Christus. Du musst das bereuen vor ihm. Du musst alles, was du in deinem Leben getan hast, musst du bereuen und umkehren und wiedergeboren werden. Im Geiste Gottes. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu. Ja, das hat der Herr Jesus gesagt, ja genau. Nee, das hat Kant gesagt. Das kommt vom Herrn Jesus Christus 2000 Jahre vor Kant. So. Und wenn du nicht willst, dass man dich tötet, warum lässt du es zu, dass man Tiere tötet? Der Herr Jesus hat gesagt, wenn du in deinen Gedanken nur jemanden hast, so hast du schon ihn ermordet. Du bist ein Mörder. Ich hasse keinen. Du hast aber Momente in deinem Leben gehabt, wo du jemanden gehasst hast. Nein.
Du warst noch nie so richtig wütend auf jemanden, so richtig heftig wütend. Nein, definitiv nicht. Noch nie in deinem Leben? Nicht wirklich. Und damit beginnt erst der erste Weg zur Wahrheit, dass du zugibst, dass du verdorben bist, dass du sündigst. Ja, lach mich schlapp. Das ist der erste Weg, Erkenntnis. Ja, und deswegen tötest du Tiere. Ich töte keine Tiere, ich bin selber Vegetarier. Tja. Aber der Herr Jesus hat die Tiere freigegeben, das sind seine Geschöpfe, die er erschaffen hat, für die Menschen. Damit so, dann sag mir doch mal, wann die Spaltung begonnen hat. Nach dem Sündenfall, als der Satan die Verführung im Garten Eden vollzogen hat, ist die ganze Schöpfung unter den Fluch gekommen. So, nachdem wir alles abgegrenzt haben, in Völker, in sonst irgendwas und auch Tiere. Nein, so wir waren vollkommen im Paradies. Nein, das paradiesische System war ja vollkommen mit Gott und Adam und Eva. Da gab es ja kein Tod, kein Geschrei, keine Krankheit. Alles war vollkommen. Es gab kein Leid. Tiere haben sich auch nicht gegenseitig gefressen im Paradies. Oh. Es war ein vollkommener Zustand. Aber der Satan hat diesen vollkommenen Zustand eben zerstört durch eine Lüge. Und da kam die gesamte Schöpfung Gottes unter seinem Fluch. Und jetzt sieht man das Ausmaß dieser Katastrophe, nämlich dass die Tiere sich gegenseitig fressen, dass Leid und Schmerz in die Welt gekommen ist. Im Paradies war das nicht so. Ja, das ist, weil wir aus dem Paradies geflogen sind. Bringst du Leid und Schmerz? Diese Welt ist voller Leid und Schmerz. Leid und Schmerz? Natürlich, auch gewollt oder ungewollt bringe ich Leid in diese Welt. Warum tust du es dann? Ja, weil die Sünde in mir programmiert ist. Ja, erst wenn du deine Sünden niederlegst. Das schafft kein Mensch. Alleine, du sollst nicht lügen, das schafft kein Mensch, das nicht abzulegen. Das abzulegen. Die Lüge, und da kommen noch 1000 andere Gebote. Du sollst nicht stehlen. Jeder Mensch hat schon mal eine Kopie vom Kopierer von seiner Firma genommen, ohne Bescheid zu sagen. Oder eine Büroklammer, oder eine ein Stift. Geschweige denn, ich rede nicht von Leuten, die richtige Dieberei begehen. Jeder Mensch hat schon mal gestohlen. Jeder Mensch hat schon mal gelogen. Jeder Mensch hat schon mal betrogen. So, was ist, wenn du an der Kasse Geld zu viel kriegst? Gibst du es zurück? Wenn was nochmal? Wenn du was? Angenommen, du gehst einkaufen und bekommst zu viel Kleingeld wieder raus. Ja. Gehst du hin und sagst, da ist was verkehrt gelaufen? Natürlich jetzt, bevor ich zum Herrn Jesus kam, wo ich als normaler Sünder in der Welt gelebt habe, so hätte ich das Geld nicht zurückgegeben, weil ich war noch unter der Fluch der Sünde. So, und dann willst du mir sagen, Jesus hat dir die Sünden erlassen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Doch. Da oben. Das sagt er doch in der Schrift, er verspricht es dir doch. Gericht gestellt. Alle. Nein. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, wer an mich glaubt und Buße tut, also wiedergeboren ist, der kommt nicht ins Gericht. Der Herr Jesus ist doch gekommen, um uns zu retten. Was ist das für eine Rettung, wenn wir trotzdem wieder ins Gericht kommen? Weil Jesus so der Sohn Gottes ist. Ja, ich rede über die Tat. Der ist ja gekommen, um uns zu retten vor diesem Gericht. Was ist das dann für ein Sinn, wenn der Herr Jesus kommt, um zu retten und wir trotzdem wieder ins Gericht kommen? Da hätten wir ja wieder keine Chance, da wären wir ja wieder verloren. Ja, wirst du spätestens sehen, wenn du da oben stehst. Ja, ich weiß es doch, wenn ich da oben stehe, dass ich errettet bin. Nein, das wirst du genau. Bruder Dennis, lies mal bitte für die Dame Johannes 5 erst kurz vor. Was nützt dir das, eine Bibel zu zitieren? Was nützt dir das? Das ist nicht eine Bibel, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hatte 10 Gebote und mehr nicht. Nein, das ist alles die 10 Gebote. Wurde von Hieronymus und sonst wo. Nein, Hieronymus ist nur einer, der die Bibel, Manuskripte zum Beispiel, zusammengetan hat. Aber es gibt tausende verschiedene Bibelmanuskripte. Bruder Dennis, wo bist du denn? Ich bin hier, warum? Lies mal bitte für die Damen Johannes 5 ab Vers 24, damit sie versteht, dass wir nicht ins Gericht kommen, wie wir Wiedergeborenen.
du wirst mit Sicherheit genauso wie jeder andere vor Gottes Gericht stehen. Hast du das, Bruder? Das habe ich bei meiner Mutter gemerkt. Weißt du? Nochmal? Dass sie vor Gottes Gericht steht. Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Weil dann werden deine Taten nämlich wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von dem Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde ist gekommen und sie ist schon da. Die Bibel ist das reinste Machtinstrument derer, die hier das Sagen haben. Wir sind jetzt gerade gehört, das Wort Gottes, wenn der Herr Jesus sagt, jeder, der wiedergeboren ist, mein wahrer Gläubiger ist, der kommt nicht mehr in das Gericht, sondern hat das ewige Leben schon auf der Erde sicher in der Tasche. Wer hat das geschrieben? Von wem ist das? Das ist das Wort Gottes, niedergeschrieben von einem Menschen, von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt und inspiriert waren. Ah. Das heißt also nur deren Perspektive. Wie nur deren Perspektive? Natürlich nur deren Perspektive, weil Gott, es gibt ja nur einen Gott und nur ein Wort. Stell mal vor, wir hätten einen Gott, der sagt, du sollst nicht lügen. Und dann kommt ein anderer Gott und sagt, du sollst lügen. Gibt es Gott wirklich? Ja, natürlich. Das ist jetzt die Frage. Oder ist es das Göttliche? Nein, es gibt Gott. Bring mir einen Beweis. Du siehst doch die ganze Zeit die Beweise vor deinen Augen, wenn du in die Schöpfung schaust. Dieses Unglaubliche, was da vor deinen Augen ist. Diese unglaubliche, alleine schon diese Dimensionen, Raum, dieser Riesenraum da über dich jeden Tag, wenn du das betrachtest. Der Sternenhimmel, das Universum, die Erde, die Tiere. Das ist göttlich, aber nicht Gott. Gott hat das alles erschaffen, nicht göttlich. Gott hat das alles erschaffen und Satan hat uns in diese Lage gebracht, dass wir in eine gefallene Schöpfung kommen. Wie? Dann glaubst du auch nur an den Urknall. An den was? An den Urknall. Urknall ist nicht biblisch. Urknall ist eben evolutionär. Evolutionstheorie. Hier auf der Platz. Nein, Gott hat alles ins Dasein gerufen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Direkt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang, Zeit, schuf Gott die Himmel, Raum und die Erde, Materie. Zeit, Raum, Materie. Die Spaltung, was für Spaltung? Ja, natürlich. Genau, damit die Menschen darauf wandeln können, auf der Erde. Gott hat alles für uns geschaffen, den Sauerstoff, unsere Lungen. Wo fängt bei dir der Himmel an? Wie? Wo fängt bei dir der Himmel an? Der Himmel wurde von Gott erschaffen, bevor es noch die Menschen und die Tiere und. Wo fängt bei dir der Himmel an? Ich verstehe deine Frage nicht. Wo fängt der Himmel an? Was meinst du damit? Es heißt so wie im Himmel, so auf Erden. Ja, es gibt also den normalen Himmel, genau, es gibt diesen normalen Himmel, da, ne, Atmosphäre, Himmel, dann ins Universum. Der Himmel, der fängt direkt über dem Boden an. Also wie viel Meter? 2 Millimeter über dem Boden. 2 Millimeter über dem Boden ist im Himmel, das heißt, du bist im Himmelreich. 0 Millimeter. Das heißt, deine Schuhe sind im Himmelreich, deine Füße sind im Himmelreich. Genau. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, dass es Millionen Kinder verhungern auf der Erde und Kriege und Leid über die Erde kommt. Das ist doch nicht der Himmel. Der Himmel ist das, was du daraus machst.
die Menschen sind in Sünde gefallen. Das heißt, die sündigen ja jeden Tag von morgens bis abends. Die können es auch nicht sein lassen, weil das in sie programmiert ist. Gott ihnen die Schulden erlässt. Oder Reza, man merkt, die wurde richtig verführt. Die wurde richtig verführt. Ja, nee, die ist dann in der Esoterik nicht drin. Ja. Nein, wo fängt der Himmel an? Was ist das bitte für eine Frage? Ja, was ist denn hier? Ja, wenn ich nach oben gucke, dann sehe ich den Himmel. Also, ich wo bin fängt der Erde. Himmel an? Überm Boden. Ja, da oben, wenn ich nach oben gucke, da ist der Himmel. Nee. Wo ist denn der Himmel? Ich sehe, wenn ich nach oben gucke, ich sehe, unter meinen Füßen ist doch nicht der Himmel jetzt. Ich gucke, wenn ich nach unten gucke, dann sehe ich den Boden. Bruder Reza, guck mal bitte aus dem Fenster. Wo und stehst guck mal, du denn? Du stehst Boden, auf dem Boden, der auf der Erde. Guck mal. Genau, es gibt einen Himmel und eine Erde. Ich sag dir in den Zustand, ne? Wo fängt der Himmel an? Warte ganz kurz, du wärst in der Hölle, warte ganz kurz bitte, du wärst, wenn du in diesem Zustand stirbst, wärst du in der Hölle schmoren. Du wärst in den Feuersee geworfen werden, VIP-Ticket, 100%, 1 Milliarde%. Aber warum? Warum? Weil sie eine Sünderin ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Weil du eine Sünderin bist, weil du eine Lügnerin bist, dafür wirst du in den Feuersee geschmissen werden. Für deinen Hochmut, für deinen Stolz, für deine Unzucht, für alles, was du verbrochen hast, wirst du vor den allmächtigen Gott stehen. Du wirst vor diesem allmächtigen Gott stehen und dann kannst du deine Spielchen da treiben. Und dann kannst du versuchen, mit deinem drittes Auge, mit deiner Spiritualität, was du da hast, und dann kannst du mal sehen, was der allmächtige Gott mit dir macht. Ja. Mit deiner weltlichen Weisheit, mit deiner Philosophie, mit deinen tausend Fragen, warum ist das dies, warum ist das, wo ist der Himmel, wo ist dies, das? Ich war im Himmel, du hast gar nichts gesehen. Wenn du nicht umkehrst und Buße tust und Gott suchst, wirst du verloren. Du wirst verloren gehen. Ich bin bei Gott. Ich du bist eine Mörderin im Herzen. TikTok sportlich. Du bist eine Mörderin im Herzen. Wie oft hast du geflucht in deinem Herzen? Wie oft warst du hochmütig, stolz, arrogant, gelästert, beleidigt? Was hast du in deiner Kindheit verbrochen? Was hast du alles getan? Du hast dich gegen Menschen gesündigt, du hast gegen Gott gesündigt. Du hast gegen den allmächtigen Gott gesündigt. Warum lachst du? Was ist daran so lachen? Warum lachst du? Was ist daran so lustig? Ja, tut mir leid, also, kann ich nur lachen. Was ist daran so lustig? Warum lachst du darüber? Kann ich nur lachen. Findest du das lustig? Ich find's nicht lustig. Ich find's traurig und erbärmlich, dass du verführt worden bist. Ja. Deswegen sage ich dir, nimm deine Maske kennt ab. Gott und komm Zorn? Kennt Gott bitte. Zorn? Nimm mal deine Maske ab und komm mal ins Licht. Geh auf deine Knie und frag doch mal Gott, wer bist du Gott? Komm, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und wenn es dich wahrhaftig gibt, ich will dir folgen, ich will dir dienen. Aber diese Fragen stellen, wo ist der Himmel? Nein, der Himmel ist da. Hör auf, diese Fragen zu stellen. Hör auf, diese Spielchen zu treiben. Du weißt ganz genau, dass du eine Sünderin bist und du wirst vor Gott nicht bestehen können. Und du kannst auch vor Gott nicht bestehen können. Und du bist auch kein guter Mensch, du bist ein böser Mensch. Ja. Wie ich bin auch böse. Ich bin ein böser Mensch. Ich bin ein Sünder. Ich bin genauso verdorben wie du auch. Genauso verdorben bin ich auch. Du zeigst doch gerade dein wahres Gesicht. Nein, ich ermahne dich gerade. Ich ermahne dich. Nee, du zeigst gerade dein wahres Gesicht. Ja, ich habe dein wahres Gesicht. Das ist halt so. Man darf die Wahrheit nicht sagen. Komm, Mensch, sündige weiter, lüg weiter. Du bist ein guter Mensch. Ne, das will doch der Mensch hören. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein gerechter Mensch. Du bist doch gut. Nein, die anderen sind schlecht. Immer die anderen. Nein, du bist gut. Guck dich mal im Spiegel an und guck mal, was dein Wahrheit ist. Kennst du das Spiegelgesetz? Guck mal, ich selber bin der größte Heuchler. Hallo, kannst du mal bitte aus. Ich bin dir drinne. Ja, denn dir ist auch vieles drin. Wenn du nicht umkehrst, wirst du im Feuersee geschmissen werden. Das sage ich dir hier und jetzt. Hör auf, dieses Spielchen zu treiben. Du weißt ganz genau, was gut und böse ist. Alles, was du in der Finsternis getan hast, ne? Weil du sagst ja gerade, du hast vor 3 Jahren das letzte Mal gelogen. Wen willst du denn eigentlich hier auf den Arm nehmen? Wir lügen jeden Tag fast. Allein in Gedanken, wir sind ultra böse. In unser Fleisch steckt nichts Gutes und du willst sagen, ich lüge seit 3 Jahren nicht mehr. Das kannst du deinem Friseur oder deinem Weihnachtsmann erzählen. Tut mir leid, ich muss jetzt so hart reden. Ich sage es dir, ich warne dich jetzt, wenn du nicht umkehrst und in diesem Zustand wenn du in diesem Zustand stirbst, VIP-Ticket, VIP-Ticket, das lese ich dir vor. Du kriegst ein goldenes VIP-Ticket und dann wirst du in den Feuersee geschmissen werden. Das ist der zweite Tod und der ewige Tod. Und dann kannst du mal lachen. Und dann kannst du diskutieren. Dann wirst du in Ewigkeit brennen. TikTok sportlich, Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, einen jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. So, jetzt hast du die Möglichkeit umzukehren. Jetzt hast du die Möglichkeit, noch Gott zu fragen, noch Gott zu suchen. Du hast jetzt die Möglichkeit, auf deine Knie zu gehen, dein verdorbenes Herz zu öffnen und einfach mal fragen, wenn es dich gibt.
komm in mein Leben. So, ganz einfach. Du hast das Evangelium gehört. Du hast jetzt die Gnade, weißt jetzt, was Wahrheit ist. Wenn du diese Wahrheit verwerfst, ist dein freier Wille. Mach, verwerf das. Alles gut, ich zwinge dich nicht. Gott wird dich auch nicht zwingen, den Himmel mitzunehmen. Er will dich ja gar nicht zwingen. Das ist deine freie Entscheidung. So, aber du musst dann diese Strafe abbezahlen. Diese ewige Strafe. So, du kannst dich jetzt entscheiden. Welchen Weg willst du? Breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt, schmal ins ewige Leben. Du kannst jetzt mit deinem verdorbenen Herzen deine Ohren zumachen und sagen, lalala, ich habe nichts gehört, lalala, nein, nein, nein. Oder du gehst auf die Knie und sagst, Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich über mich. Ich will dich kennenlernen. Was ist Wahrheit? Komm in mein Herzen. So, ganz einfach. Was ist daran so schwer? Willst du jetzt weiter diskutieren? Willst du jetzt weiter so Fragen stellen? Du hast das Evangelium gehört. Alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Da ist nicht einer, der noch Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle nichts. So, ganz einfach. So. Der Zorn, der in dir steckt, der sitzt ganz schön tief. Das ist kein Zorn. Das ist einfach nur Mitleid für dich. Zorn. Und für alle Menschen, die verloren gehen. Nein, das ist Zorn. Du wirst auch verloren gehen, wenn du nicht umkehrst. Natürlich ist er zornig über deinen Hochmut und über deine Sünden und wie du diese Sünden nicht bekennen willst. Was heißt Hochmut? Hochmut ist Stolz, wenn du sagst, ich bin der Beste und ich brauche keine Erlösung. Das ist Hochmut. Nein, man braucht keine Erlösung und vor allen Dingen keine Erlösung von irgendeinem Vers, den irgendjemand geschrieben hat. Ja, aber brauchst du Erlösung? Namen Gottes. Aber hast du dein Leben lang böse Dinge anderen Menschen angetan, ja oder nein? Nein. Das ist eben Hochmut, wenn du das nicht zugeben kannst, dass du dein Leben lang anderen Menschen getan. Diese alte Dame hier, diese alte Dame. Wie kannst du denn sowas sagen? Jeder Mensch hat schon mal einem anderen Menschen was Böses angetan. Nee. Sei es alleine auch nur angelogen. Das ist schon Böses angetan. Wenn, dann habe ich mich höchstens selber angelogen. Das ist so eine, ey, guck mal, das ist so verrückt. Warte, diese Dame hier will uns hier gerade weismachen, dass sie die Heiligste ist, weißt du? Aber du weißt ganz genau, wie verdorben du, diese Frau heilig bin ich definitiv nicht. Nein, du bist total verdorben, wie ich auch und er auch. Du bist genauso verdorben, wie ich und er. Alle sind verdorben. Du machst Gott zum Lügner. Wir werden sehen, verdorben. Wenn wir alle sterben. Wir werden sehen und dann kannst du Auerbacher machen in deinem Feuersee und dann kannst du darüber nachdenken. Ey, warte mal, da waren doch zwei Typen. Die haben mich doch vor diesem Ort gewarnt. Und dann kannst du erstmal 5 Milliarden Jahre darüber nachdenken, über deinen Hochmut. Dann kannst du darüber nachdenken, ja, Mrs. Mann. Für deinen Hochmut. Für deinen falschen Stolz. Ich habe noch nie gelogen. Nein, dein falscher Stolz. Du Lügnerin. Du Lügnerin. Ich lese dir jetzt was vor. Du bist eine Lügnerin. Weißt du warum? Römer 3 entlarvt dich. Du bist eine Lügnerin. Du willst gegen das Wort Gottes vorkommen, du weltlicher Mensch mit deiner Weisheit. So, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Was willst du denn vormachen? Danke für das Kompliment, Mensch. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständigt ist, der noch Gott fragt. Sie fragt nicht noch Gott. So, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Auch nicht einer, da ist nicht einer, der noch Gott fragt, der noch Gott sucht. Und dann folgst du irgendeinen Mist und glaubst, du wirst erlöst werden. Du weißt nicht mal, ob du erlöst wirst. Du selber kannst dich nicht erlösen. Du selber kannst das Lösegeld nicht bezahlen. Du bist eine Lügnerin und ich will gar nicht wissen, wie. Wir werden alle vor Gott stehen. Dann ist es spät. Wenn du vor deinem Richter stehst, dann ist es vorbei. Stehen wir alle irgendwann. Da stehen wir alle. Ja, aber die Frage ist, ob du zu ihm zurückkehrst und errettet bist oder unerrettet zu ihm zurückkehrst. Es wird keiner errettet. Was wie? Wie? Es wird keiner. Wofür leben wir dann hier auf der Erde? Tja. Erkenntnis. Das ist unfassbar. Erkenntnis. Was ist mit unseren bösen Sachen, die wir getan haben? Ja, was hast du denn für böse Sachen getan? Ja, ich habe viele böse Sachen getan. Das muss ich dir jetzt nicht sagen, aber ich habe einiges auf der Kappe. Zum Beispiel Fleisch essen, ne? Das ist eine böse Tat. Nein, ich meine mit Menschen. Macht es einen Unterschied, ob Mensch oder Tier?
Ja. Nein, nein, mach das nicht. Doch, weil du bist nicht Gott. Wenn Gott zu dir sagt, Tiere sind freigegeben zum Essen, du sollst aber Menschen nicht wehtun. Und du sollst auch Tieren nicht wehtun. Das ist ja nicht so, dass du einfach Tiere misshandeln darfst. Verdrehung der Bibel. Nein, Tiere sind von Gott freigegeben. Es sind seine Tiere, die hat er erschaffen. Du hast sie nicht erschaffen. Das sind nicht dein Eigentum, sondern es ist sein Eigentum. Ich möchte mal was sagen, die Tiere sind die, die über uns stehen, nicht unter uns. Weil sie schon erkannt haben, weil die meisten leben vegan. Was haben sie denn erkannt? Was haben die Tiere erkannt? Ja, du musst dich anders ausdrücken. Du musst sagen, die Wildschweine stehen über mich, aber nicht über Theresa und über Dennis. Du musst nicht nur ein bisschen. Du musst sagen, ein Esel ist über mich. Was für ein Esel? Steht über mich Freiraum. Ja, ein Esel ist höher als ich, aber nicht über. Aber ein Esel ist nicht über Dennis und nicht über Resa. Das ist ein Unterschied. Ja, und dann sagst du, ich habe Hochmut. Ja, natürlich, weil du ja für uns mitbestimmst. Du ziehst uns mit in deinem Boot, wo der Esel über dich steht. Na, das musst du für dich in Anspruch nehmen, nicht für mich. Mann, ich sei hochmütig. Sehr der Esel steht nicht über mich. Du kannst mit Esel zum Beispiel reden den ganzen Tag, Konversationen führen, geistig, hochgeistige Konversationen, das wirst du auch bestimmt tun. Aber das will ich nicht zum Beispiel. Du musst das für dich dein Leben bestimmen. Wir wollen hier einen erklären, von wegen, ich soll nicht hochmütig sein. Und selber sind sie hochmütig. Du hast für uns gerade was bestimmt. Nein, du hast gerade uns mitgenommen in dein Boot, wo wir nicht hingehören wollen. Verstehst du? Wenn du denkst, ein Esel ist höher als du. Hochmütig ihr seid. Nein, du musst sagen, ein Esel ist höher als ich, aber für andere Menschen kann ich das nicht besagen. Jedes Tier ist höher als du. Genau, jedes Tier auf dieser Erde ist dir geistig überlegen. Ja, aber nicht mich und den Dennis mit reinziehen. Nein, wir wollen das. Das zeugt doch schon wieder von Hochmut. Aber Hochmut bekommt bekanntlich vor dem Bruder Reza, genau. Antworte den Narren. Warte ganz kurz, einen Moment. Ich gehe auf die Schlachter einmal. Einen Moment. Ja. Wenn ich sagen würde, die Tiere stehen über mich, ich kann nur für mich sprechen, aber nicht für andere Leute. Die anderen Leute sagen, Moment mal, nein, die Tiere stehen nicht über mich. Ja. Du musst das für dich beziehen. So wie ein Katholik kann sagen, ja, der Katholizismus ist das einzig wahre für die ganze Welt. Nein. Nee. Der Katholizismus ist für dich als Katholik vielleicht die Wahrheit. Warte mal, im Senia ist es so, dass Tiere uns überlegen sind, weil sie schon erkannt haben und weil sie nicht spalten. Warte bitte, ich will was sagen. Antworte den Narren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wärst. Antworte aber den Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für weise hielt. So. Ja, genau, das habe ich gerade getan. Ne? Ja. Deswegen habe ich gesagt, wenn sie der Meinung ist, dass ein Esel ihr überlegen ist. Haltet euch einfach an euren Bibelversen. Ich halte mich an das Leben. Du wirst morgen, ich sag dir, wenn du nicht umkehrst, wirst du in den Feuersee geschmissen werden. Ja, wir werden sehen, wenn wir irgendwann mal gehen. Und dann werden wir sehen. Und dann wirst du glauben, und dann kannst du 5 Millionen Jahre darüber nachdenken. Du wirst in die Hölle geschmissen werden. Ohne Aber. Weil du eine Sünderin bist. Wie willst du bezahlen? Wie willst du bestehen vor Gott? Erzähl mal. Ja, wie wollt ihr denn vor Gott bestehen? Wir vor haben Gericht, das Blut vor Gericht. Christi, wir wurden frei. Und er sagt dann, wenn wir unsere nein, Sünden bekennen, so ist er treu und direkt nicht, nein. Ihr nicht, habt nein, euch darauf verlassen, nein, dass nein, ihr das nein, und das seid. Nein. Wenn wir unsere Sünden seid, bekennen, so ist er treu und direkt. Wir und haben ein freies Blut. Da bist du. Das bist du. Hier, da stehst du. Das bist du. Du wirst angeklagt werden für deinen Hochmut, für deinen Stolz. Den Hochmut, den solltet ihr euch mal hinterfragen. Du wirst verloren gehen. Du wirst zu 100% in die Hölle geschmissen werden. Mit VIP-Ticket, wenn du nicht umkehrst. Mit deinem Hochmut. Komisch, dass ich schon bei Jesus war und ihr. Du warst gar nicht bei den Herrn Jesus, du warst bei Satan. Nein, ich war nicht bei Satan, definitiv nicht. 100%. Ja, genau. Du bist einem weiteren Jesus begegnet wie tausend andere da draußen. Mein Akku ist leider alle. Ja. Wäre gerne noch geblieben.
Denkt über diese Sachen nach, was wir heute mit dir besprochen haben. Ja, aber denkt ihr vielleicht auch mal drüber nach. Hallo. Ich war doch da, wo du da bist mit deiner Akasha-Chronik. Ich war der größte Esoteriker. Also ich war so wie du. Ich bin aber aufgewacht. Du bist noch in dieser Sache gefangen. Ja, und ihr seid in dieser Bibelsache gefangen. Anstatt das ist nicht Bibelsache, das ist das Wort Gottes, der das Universum erschaffen hat. Es gibt nur ein Gesetz und das ist das Naturgesetz. Wer hat das Naturgesetz erschaffen? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du bist total verwehrt. Ich sage es dir, wenn du nicht umkehrst, du gehst verloren. Du wirst auch eines Tages verloren gehen, wenn du in diesem Zustand stirbst. Ich sage es dir. Deswegen mach dir einmal darüber Gedanken. Wir werden sehen, wenn wir uns oben dann treffen, dann können wir weiterreden. Du wirst nicht uns treffen, du wirst verloren gehen. Ja, weil ihr nämlich in der Hölle landet. Nein, wie hast du doch gelesen, okay, Johannes 5, Vers 24. Ich muss was sagen. Ich habe jetzt wirklich vor lange zugehört und eigentlich entscheidet weder die Dame noch ihr, wer in der Hölle schmoren wird und wer nicht. Das wird ganz alleine Gott entscheiden und für manche ist Gott? Jesus Gott und für manche ist Gott eine alleinstehende Person. Ja, aber welcher Gott wird entscheiden? Wie meinst du, welcher Gott? Ja, Buddha, Allah, Jesus, wir haben ja tausende Götter. Welcher Gott ist der Wahrhaftige? Für jeden Glauben und für jede Religion ist der Gott, an den man glaubt, der Gott, der dann die Sünden vergibt. Verstehst du? Und ich verstehe, okay, das heißt also, wenn Hindus an Ratten glauben ausreden, und guck allein, dass Elefanten mich nicht ausreden lässt, ist ja, aber, sehr respektlos. Sonst wird es zu viel werden. Ich muss direkt darauf antworten. Wenn die Hindus glauben, dass der Elefant, dieser Ganesh, dieser Elefant zum Beispiel oder die Kuh das Universum erschaffen hat, dann sollen sie dran glauben. Ja, das ist ja das Problem. Ja, aber es muss in der Realität Sinn machen. Und eine Kuh ist selber ein Geschöpf, kein Schöpfer. Wer bist du, dass du sagst, was in der Realität Sinn macht und was nicht Sinn macht? Ich sehe doch, dass eine Kuh eine Schöpfung ist und nicht ein Schöpfer. Das Glauben, das nennt man Glauben. Ja, religiös. Ja, aber der Glaube muss auch Sinn machen. Mal zu. Religiös und Glaube sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich verstehe immer noch nicht, wie Menschen das nicht kapieren. Ich kann von mir aus jetzt eine Banane anbeten, weil ich glaube, sie wird mir meine Sünden verzeihen. Ja, du kannst du gerne tun. Du hast einen freien Willen. Du kannst eine Banane anbeten. Deswegen verstehe ich nicht. Aber ob die Banane wahrhaftig Gott ist, das ist eine andere Sache. Menschen, ja, aber wieso lasst ihr nicht Menschen einfach glauben, an was sie möchten? Ich lasse es doch. Manche, sie können glauben, was sie wollen. Ja, für manche aber ich bin manche verpflichtet. Jesus nicht Gott und für manche ist Jesus nicht Gottes Sohn. Kein Problem. Ich muss ihn aber die Wahrheit zeigen. Eine Person einfach und ich verstehe nicht, wieso man dann Leute recht leiten muss und zu sagen, Jesus ist Gott. Für manche ist Jesus ein Prophet, für manche ist Jesus ist doch schön. Gottes Sohn, der geschickt wurde. Ist doch schön. Weil jeder kann das glauben, was er möchte. Ja, genau. Jeder soll glauben, was er möchte. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso diese Aber Daten ich muss den Menschen so sagen, genau, aber meine Pflicht ist vom Herrn Jesus nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 und 9, da sagt er, geht hin in die Welt, ja, und ihr müsst Zeugnis ablegen von meiner Wahrheit, die ich euch gezeigt habe, damit jeder Mensch errettet wird. Ja, aber guckt mal, wir sind alle, ihr seid Christen. Ja, wir sind Christen. Wiedergeborene. Wir sind nicht Christen, wir sind wiedergeborene Diener des Herrn Jesus Christus. Trotzdem seid ihr in der Religion Christ. Das nennt man einen Oberbegriff für Orthodoxe, für Evangelisten, für Katholiken. Genau, das sind Christen, aber wir sind wiedergeboren. Während die Katholiken auch Maria ehren, lehnt ihr das komplett ab. Trotzdem Natürlich. Sind wir eine Religion und wir glauben an denselben Gott und wir haben dieselben Bibeln. Wir haben nicht denselben Gott, der Maria anbetet, also Maria Anbetung uns beigebracht hat. Das ist nicht unser Gott. Und dann verschieden denken. Wir lesen dieselbe Bibel oder habt ihr eine andere von den 66 Büchern? Nein, die meisten Katholiken haben überhaupt keine Ahnung von der Bibel. Die haben Ahnung von Maria-Statue Kerzen anzünden. Davon haben die Ahnung. Aber wenn du einen Katholiken fragst, was steht in Johannes 3? Was steht in Apostelgeschichte 1,8? Da wird er sagen, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, ich habe die Bibel noch nie gelesen. Du hast die Bibel, okay. Also die haben die Bibel noch nie gelesen, okay, ich verstehe schon. 99,9% der Katholiken haben gar keine Ahnung von der Bibel. Okay, gut. Wenn du der Meinung bist, dass sie das nicht haben, dann ist das irgendwie deine Meinung. Jeder darf gerne seine Meinung äußern. Ich bin gerne immer bereit zuzuhören und was Neues zu lernen.
Trotzdem finde ich das gerade auch nicht gerechtfertigt gegenüber der Dame, dass ihr sie so angeht und dass ihr... Nein, wir sind dazu verpflichtet, sie zu warnen, sonst geht sie verloren. Wenn du jetzt zum Beispiel Auto fährst nachts und da kommen die Leute entgegen, ja, und mache mit der Hand so, nicht weiterfahren, würdest du mit der gleichen Geschwindigkeit weiterfahren oder würdest du sagen, Moment mal, da warnt mich jemand, ich kann doch schon mal ein bisschen abbremsen und vorsichtiger fahren oder am besten stehen bleiben und erstmal schauen, was los ist, richtig? Vorsichtig werden, wenn jemand dich warnt. Ja, ich würde vorsichtig fahren, ja. Sehr, genau, das ist unsere Aufgabe, dass wir die Leute warnen, Vorsicht, nicht einfach so weitermachen. Aber es liegt auch in jedem eigenen Bewusstsein, wie er handelt. Natürlich, aber gewarnt sein müssen wir Leute warnen. Das ist unsere Pflicht aus Liebe. Wenn du bist, kannst du sehr gut damit leben. Du musst ja, aber zu warnen müssen wir. Erkennen. So wie du Leute warnen würdest, wenn du siehst, dass wenn sie in ihr Verderben fahren, da würdest du die auch warnen. Weil du möchtest nicht, dass diese Leute ins Verderben gehen. Ganz kurz, Reza. Sind wir hier Fahrschule oder reden wir hier über Regulation? Du redest über Autofahren, richtig? Abdi. Was, Abdi? Du, was hast, du bist auf so eine komische Scheibe, lebst du. Du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Ja, also Abdi, du Scheiben, Abdi, du Frisbee-Anbeter. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Du betest Frisbee an. Lache Scheibe-Anbeter, du. Leute, redet über die. Du lebst auf einer Frisbee-Scheibe und du betest eine Frisbee-Scheibe an. Wir können alle zusammen. Ja, lass mich doch mal kurz ausreden. Ja, aber lass mich doch mal kurz ausreden. Mit dem Abdi. Du redest doch die ganze Zeit. Lass sie doch jetzt bei ihm kurz reden. Ihr habt doch die ganze Zeit geredet. Ich habe gar nichts gesagt. Abdi. Du bist eine Frisbee-Anbeter, Frisbee-Scheibe-Anbeter, eine flache Erde an. Und du bist radioaktiv. Und du bist radioaktiv. Das weißt du, meine Freund. Du bist radioaktiv. Du kommst hier rein, du redest über Regulation, über Jesus und dann kommst du über Autofahren. Du musst Autofahren, das machen. Ich habe nur ein Beispiel gesagt. Wenn die Leute unterwegs sind, diese zwei Damen nachts, ja, mit dem Auto, und dann kommt auf einmal aus der Ferne, aus der Dunkelheit Leute gelaufen und mit der Hand am Wedel nicht weiterfahren. Dann hat doch die Dame gerade gesagt, ja, da würde ich auf einmal vorsichtig sein, weil jemand mich warnt. Ja, aber das ist irgendwie ein ganz komischer Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Ganz genau. Du hast gesagt, du würdest vorsichtig sein und jetzt mal auf die Bremse drücken. Ja, natürlich würde ich vorsichtig sein. Ja, und jetzt übertragen auf uns. Wir versuchen euch zu warnen, dass ihr nicht einfach so weiterfahrt in eurem Leben, sonst werdet ihr in die Grube fallen, beziehungsweise in einen schrecklichen Ort fallen. Aber jetzt mal wirklich so, befolgt ihr die Regeln der Bibel? Nein, ja, so gut wie wir können. Nein. So gut wie wir können, aber das ist sehr schwierig. So gut wie wir können. Also, ja. Das heißt, das, was in der Bibel steht, ist theoretisch unser Gesetz. Ja. Und die grausamen Dinge, die in der Bibel stehen, sind auch unser Gesetz. Aber welche grausamen Sachen? Es gibt welche keine. Ich würde gern, dass du vielleicht mal die Bibel liest und dann nochmal darüber nachdenkst. Ich kenne die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung. Welche grausamen Sachen? Allein schon Mose, allein schon wenn du den Namen hörst, solltest du wissen, dass da sehr grausame Dinge stehen. Zum Beispiel, gib mir ein Beispiel. Ich finde nichts Grausames in der Bibel. Alles ist wunderbar. Ja, alles ist scheiße. Okay. Ja, sag mir ein Beispiel, damit ich verstehe deinen Gedankengang. Okay, also allein schon, dass Frauen ihren Männern unterwürfig sein sollen. Steinigt jeden, der andere Religion praktiziert. Ich muss darüber nachdenken kurz. Ich kenne jetzt nicht alle auswendig. Ne? Ja, was ist denn daran? Moment, nicht zu viel auf einmal. Geh mal Schritt für Schritt. Was ist daran so schlimm, dass eine Frau unterwürfig ist und kein Rambo-Weibchen? Ja, wieso sollte eine Frau unterwürfig sein? Wo leben wir? Weil ich das wunderschön finde, wenn ich Mann bin und dominant und die Frau unterwürfig. Du weißt schon, dass früher die Frauen... Nein, Königin. Das hat mit früher nichts zu tun. Ich suche mir heute noch Frauen aus. Man alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind, aber alle Mädchen, die unberührt sind, die Last für euch leben. Genau, das waren Völker, die in Krieg standen mit Israel. Schön, Sekunde, ich erkläre dir das mal. Das waren Völker, die mit Israel in Krieg standen. Sie haben ihre eigenen Kinder dem Baal Moloch geopfert und Gott hat ihnen Zeit gegeben, umzukehren. Und die sind nicht umgekehrt, über Jahrhunderte. Und dann hat der Herr Jesus Gericht gehalten über diese Völker.
Okay, ziehe nun hin und schlag Amalek und verstrecke den Bann an ihm und allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele. Ja, genau. Alles muss weg. Wenn diese Völker nicht umkehren, und Amalek waren ein Volk, die ihre Babys, Neugeborene, dem Baal Moloch geopfert haben, lebendig verbrannt. Okay. Und Gott hat ihnen Zeit gegeben und dazu wird der Herr, dein Gott, Angst und Schrecken unter sie senden, bis umgebracht sein wird, was übrig ist und sich verbirgt vor dir. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist deine Mitte, der große und schreckliche Gott. Genau. Ja, diese Völker, die eben Böses getan haben, Babys geopfert haben, ja, Gott hat sie gewarnt, sie sollen umkehren, haben sie es nicht gemacht und deswegen kommt jetzt die Strafe Gottes über sie. Hast du eine Frau? Ja. Deine Frau ist Christin? Ja, natürlich, ich als wiedergeborener Christ. Ja, sie trägt ein Kopftuch. Ein Kopftuch ist nur während der Gemeinde, während der Gebetszeit, wenn man in der Gemeinde ist, nicht für den ganzen Tag. Ganz, ganz kurz, darf ich kurz was sagen, mein Freund? Du sagst immer, du bist wiedergeboren. Warum? Wie du bist wiedergeboren? Wie? Erkläre mir das. Die erste Geburt des Menschen, das ist ja fleischliche Geburt, ja? Aber wir müssen einmal nochmal wiedergeboren werden, und zwar im Geist, im Geiste Gottes. Diese Wiedergeburt, die ist errettend. Ja, wie geht das wiedergeboren? Ich will auch wiedergeboren werden. Wie geht's? Ja, du hast ja jetzt einen weltlichen Geist. Du bist in diese Welt hineingeboren und hast einen weltlichen Geist. Du bist fleischlich in diese Welt geboren. Das ist eine Geburt, eine normale fleischliche, menschliche Geburt. Aber der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, du musst noch einmal geboren werden, also wiedergeboren werden, von neuem geboren werden, im Geiste Gottes, im Heiligen Geist. Nochmal Chakalaka wieder Babys machen, oder wie? Hä? So, ich verabschiede mich mal. Mein Akku ist gerade bei 3%. Ja, Gottes Segen. Ich hoffe mal, dass du darüber nachgedacht hast. Und ich hoffe mal, dass wir neu geboren werden im Sinne des Geistes. Wir sind schon neu geboren und wir sind errettet. Du musst das noch machen. Wir sind schon. Reza, also ich gehe raus und ich hoffe, du kommst irgendwann wieder auf dieser Welt wieder zurück. Und da haben wir einen sehr guten Verstand, weil ich denke, mit dir kann man keine Diskothek führen. Du bist verrückt. Wirklich, ehrlich jetzt. Abdi, du Frisbee-Anbeter, du flache Erde-Anbeter, so eine Frisbee im Weltraum. Ja, darf ich mal fragen, bist du eigentlich eine Christin oder was bist du? Was ich bin? Ja. Ich bin römisch-katholisch. Ja, total falsch. Total falsch. Doch, ich bin römisch-katholisch. Bist du in so eine Familie hineingeboren oder hast du dich bewusst für die römisch-katholische Kirche entschieden? Ich bin, wie soll ich das erklären? Also ich habe auch Familienmitglieder, die sind orthodox. Ja. Aber meine Familie, in die ich jetzt geboren wurde, also meine Eltern sind römisch-katholisch. Genau, das ist das, was ich meinte vorhin. Du bist hineingeboren in irgendeiner Ideologie oder was auch immer. Und der Herr Jesus verlangt aber von dir, dass du noch einmal geboren wirst, aber diesmal eine geistige Wiedergeburt in der Wahrheit. Das ist die Wiedergeburt in Johannes 3, Vers 3. Bruder, kannst du mal bitte Johannes 3, Vers 3 kurz vorlesen für die Dame? Ja. Du musst dir mal vorstellen, Bruder Reza, die Christen hier auf TikTok machen sich mit den Katholiken und Orthodoxen eins und nennen sie Brüder und gehen so mit denen live und so. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, und trotzdem haben die grundsätzlich verschiedene Lehren. Die absolut gegeneinander. Hauptsache Jesus ist Gott, mein Bruder, das ist so krank, ne? Ja, ja. Johannes 3, Vers 3. Ja, genau. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Weiter, den nächsten Vers. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neu geboren werden. Ja, ja, das ist die erste Geburt eines jeden Menschen, ob er jetzt Katholik, Atheist, Buddhist, Moslem, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, diese erste Geburt, die führt ins Verderben. Aber die zweite Geburt, die Wiedergeburt im Herrn Jesus Christus,
ja, diese Wiedergeburt, wenn man zum Herrn Jesus Christus kommt und seine Sünden vor ihm bereut und umkehrt und der Sünde und der Welt abstirbt und ihm nachfolgt und den Heiligen Geist empfängt. Diese zweite Geburt, die aus dem Geist Gottes ist, die ist entscheidend für die Errettung. Okay. Also guck mal, ich will gar nicht irgendwie diskutieren mit euch oder ich will mich nicht streiten. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Glauben und ihr glaubt halt an sowas. Sowas? Wir haben gerade aus der Bibel gelesen. Das ist nicht sowas. Ist schon klar, dass ihr aus der Bibel gelesen habt. Trotzdem haben wir andere Ansichten. Also. Ja, bist du jetzt wiedergeboren oder nicht? Sage ich euch ganz ehrlich, ihr seid der Meinung, meine Sünden werden nur durch den Glauben an Gott vergeben. Ich bin der Meinung, meine Sünden werden auch vergeben, wenn ich beichte. Aber vor wem beichtest du? Ich beichte in der Kirche vor Gott. Ja, also siehst du, du beichtest, du bekennst ja deine Sünden vor dem, vor Gott. Ja, wer ist denn ihr Gott? Ihr lehnt das komplett ab. Ihr lehnt, also Evangelisten lehnen komplett ab, dass man durch Beichten seine Sünden oder dass Gott seine Sünden vergeben kann. Nein, nein. 1. Okay, Johannes 1, Vers 8 und 9. Glauben nicht, weil Evangelisten glauben nur daran, dass allein der Glaube an Gott die Sünden vergibt. Deswegen. Nee, wir müssen auch Buße tun. Wir müssen jedes Mal, wenn wir gesündigt haben. Und während müssen wir an 7 Sakramente glauben, glaubt ihr halt nur an 2. Es ist halt einfach so. Ja, bei jedem das Seine. Was ist denn mit der Babytaufe? Ist das biblisch? Die was? Die Taufe eines neugeborenen Babys. Wieso fragst du jetzt sowas? Du bist auch getauft, oder? Nee, ich bin getauft im Heiligen Geist, aber nicht als Baby im Wasser. Mein Kind ist evangelisch, der wurde auch irgendwie getauft, aber gut. Ja. Aber Neugeborenentaufe, was die Sakramente betrifft, die katholische Kirche praktiziert das ja. Ist das biblisch, diese neugeborenen Kinder, Babys zu taufen mit Wasser? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber du bist doch Christin, du kennst doch die Bibel. Ja, siehst du, das meinte ich damit, dass die meisten Christen, die sich Christen nennen, keine Ahnung haben von der Bibel. Bruder, kannst du bitte Markus 16, Vers 16 mal kurz lesen? Ihr versteht immer noch nicht, was ich will. Ich habe auch echt gar keine Lust, mit euch zu diskutieren, weil egal, wer hier anfängt, auf Discord zu diskutieren, auf TikTok, ich sehe mittlerweile nur noch diese Streams, egal, ob es um Islam geht. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Sehr gut, ja. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Das heißt, der Glaube muss vorher kommen, zum errettet sein. Und dann die Taufe. Wie kann denn ein neugeborenes Baby glauben? Ein neugeborenes Baby kann nicht glauben. Ja, also, aber der Herr Jesus sagt, wer glaubt, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. In diesem Fall entscheiden die Eltern für das Baby und sie glauben daran. Aber das Baby selber hat keinen Glauben. Wer glaubt und getauft wird? Das Baby glaubt ja nicht und wird einfach so getauft. Das wird doch nicht errettet. Das ist eine falsche Praxis von der katholischen Kirche. Die Taufe ist nur für die Gläubigen, die wahrhaftig zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, Buße getan haben, ihre Sünden vor ihm bekannt haben und wiedergeboren sind. Für die ist dann die Wassertaufe. Aber doch nicht für ein Baby, das hat überhaupt kein Bewusstsein, es hat überhaupt kein Sündenbewusstsein, es hat überhaupt keinen Glauben, das Baby versteht nichts von Herrn Jesus Christus. Das ist mir schon klar, dass das Baby nicht versteht, aber ich sage dir gerade, die Eltern entscheiden dafür und die Eltern glauben daran, dass wenn sie das Kind taufen, dass es dann zu Gott gehört. Ja, aber du siehst doch, dass in Deutschland 80 Millionen Katholiken und evangelische Protestanten als Babys getauft worden sind und sind alle Atheisten. Also ich bin jetzt nicht Atheist. Ja, aber 99,99% sind alle abgefallen und die sind alle als Babys getauft worden. Was hat das gebracht? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Die haben dann für sich selbst entschieden, dass sie das nicht mehr möchten oder dass sie den Glauben einfach nicht haben. Wie viele Menschen, die mal katholisch waren, kehren zum Islam? Wie viele Menschen vom Islam werden auf einmal katholisch? Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, ob jetzt ein Baby getauft werden soll oder nicht. Glauben und Religion sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und irgendwie versteht es hier auf TikTok gar keiner.
Ja, bist du jetzt von neuem geboren, so wie der Herr Jesus gerade das gesagt hat, in Johannes 3, Vers 3? Ob ich neu geboren bin? Ob du von neuem geboren bist? Du stellst wirklich merkwürdige Fragen. Nein, das ist keine Merkwürdige. Das ist eine ganz normale Sache, was der Herr Jesus verlangt von seinen Leuten. Okay. Bist du neu geboren? Du kannst es nicht beantworten. Die Wiedergeburt ist der wichtigste Schlüssel im Himmel. Ja, mal, ich bin wiedergeboren. Ich habe mal eine Frage. Guck mal, wir wissen ja ganz genau, dass die Kirchen im Namen Gottes Kriege geführt haben, was der Herr Jesus gar nicht befohlen hat. Das hat der Herr Jesus gar nicht befohlen. Und diese ganzen obersten Priester, die wussten alle Bescheid. Diese ganzen Päpste, die haben das alle, sie waren alle beteiligt. Hat der Herr Jesus Christus gesagt, geht und führt Kriege, führt Verteidigungskriege, tötet die im Namen? Hat der Herr Jesus uns das beigebracht? Hat er uns nicht beigebracht. Die Kirche hat nicht nach dem Wort Gottes gehandelt. Sie haben einen weltlichen, traditionellen Geist empfangen. So ganz einfach. Der Herr Jesus ist doch nicht gekommen, um riesige Gebäude zu gründen mit Statuen. Wo hat der Herr Jesus bitte gesagt und richtet eine Statue auf von der Maria? Wo hat er das gesagt? Richtet eine Statue von mir aus. Gedenkt an mich. Macht ein Bild von mir. Denkt an mich. Macht ein Bildnis von mir. Das hat er nie gesagt. Okay. Das ist alles verdreht. Auch diese ganzen Götter, die da in der katholischen Kirche sind, Bruder Reza. Du meinst diese die Götzen? Ganzen, ja, diese Pan-Gott, Phönix aus der Asche, Jupiter, was da drin ist. Es ist unfassbar. Ja, ja. Das ist eben die falsche Kirche. Ne? Du musst, liebe Andrea, der Herr Jesus zeigt uns. Dann, wieso sind wir dann nicht eigentlich jetzt, ohne euch anzugreifen, wieso sind wir eigentlich Christen und nicht Juden? Was ist das für eine Frage? Jesus, wisst ihr, wir feiern Jesus und ich meine es jetzt absolut nicht böse, aber Jesus ist halt nur mal Jude gewesen bis zu seinem Tod. Ja. Nein, Jesus ist als Jude geboren, als Mensch, ja, aber er ist ja Gott, Jesus. Von Ewigkeit her ist er Gott. Ach so, Jesus wurde geboren als Mensch und ist dann Gott geworden, okay. Ist er Gott? Ist der Herr Jesus Gott für dich? Nein, für mich ist Jesus, tut mir leid an alle, die das glauben, aber ich glaube nicht daran. Seht ihr, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das sind die tollen Katholiken, die wir haben. Seht ihr das? Jetzt habt ihr das immer vor euren Augen als Beweis, wie der Heilige Geist euch das schön vor die Augen stellt, wie die Katholiken sind, dass sie alle verloren sind. Ja. Yeah. Ja, Beichte vor Gott und so weiter. Aber ich will gar nicht mit Leuten reden. Wir dürfen auch gar nicht mit diesen Leuten reden. Aber siehst du, nein, ja. Ich glaube nicht, dass der Jesus Gott ist. Ja, da, ne? Da seht ihr mal, was der Katholizismus ist. 99% der Katholiken glauben nicht, dass der Herr Jesus Gott ist. Die sagen immer nur, der ist der Sohn, nur der Sohn Gottes, aber der ist nicht Gott. Und diese 0,001% der Katholiken, die glauben, dass der Herr Jesus Gott ist, die stecken wieder in weiteren Irrlehren. Das ist die katholische Kirche, das sind die Katholiken. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, du musst von Neuem geboren werden, du bist verloren. Du hast den Geist Gottes nicht. Du hast nicht den Heiligen Geist empfangen. Du bist noch nicht zum Herrn Jesus gekommen. Du bist nicht bekehrt. Das war ein schöner Beweis dafür. Ne? Wie der Heilige Geist uns das vor die Augen stellt. Anhand des Beispiels von dieser Dame. Perfekt. Jetzt versteht ihr, dass nur ganz wenige errettet werden, die wahrhaftig wiedergeboren sind. 99,9% der sogenannten Christen gehen verloren. Bis 5 Uhr mache ich noch den Stream, ja? Bis wie viel Uhr? Bis 5 Uhr. Ja, ist kein Problem. Du kannst aufhören, wann du möchtest. Nein, bis 5 Uhr und dann muss ich einmal los. Ja. Grüßt euch. Ja, hi, Gottes Segen. Wie geht's? Gut. Was ist euer Thema? Unser Thema ist Errettung, der einzig wahre Gott, Jesus Christus, und alle anderen Götter sind von Satan. Das ist unser Thema. Okay. Warum habt ihr die andere gekickt, Andrea? Weil sie sich eine Christin nennt und die Gottheit des Herrn Jesus leugnet. Es gibt viele Christen, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist.
Ja, und deswegen werden die auch in die Hölle fahren und wir haben ja auch nichts mit denen zu tun. Okay. Eine Frage, ja. Bist du Christ oder bist du Moslem? Ich bin Moslem. Ja, okay. Jetzt stell mal vor, es kommt ein Moslem zu dir und sagt, Allah ist nicht Gott, aber ich bin Moslem, Alhamdulillah. Nee, nee, das ist schon ein bisschen anders als bei Jesus. Weil bei Muslimen gibt es nicht, dass jemand, ein Muslim sagt, Allah ist nicht Gott. Wir alle Muslime sind uns Ja, einig, aber ich dass sage nur als Allah ist Gott. Beispiel. Er sagt, er ist Moslem. Jemand Nee, kommt dann zu ist dir er und kein sagt, Muslim. ich bin, ja, siehst du genau. Und genau nach dieser Schablone haben wir diese Schablone angewendet auf diese Christin, die sich Christin nennt und die Gottheit ist ein Jesus leugnet. Okay, aber. Und sowas gibt es, wie du schon sagtest, also Millionen, milliardenfach in der Christenheit. Ja, gibt viele auf jeden Fall. Ja, und deswegen werden Aber die alle in ja, die Hölle fahren. so viel ich weiß, sind die Trinitarier in Mehrheit. Wenn Ja, ich aber mich nicht selbst die täusche. Christen, die die Trinität also so lehren, die glauben trotzdem nicht, dass der Herr Jesus Gott ist. Die meisten Christen, die du kennst oder die du siehst als Christ in den Kirchen, die sind alle nicht echt, die sind nicht von neuem geboren. Okay. Aber denkst du nicht, dass warum die denken, dass Jesus nicht Gott ist? Ja, weil Frankfurt sie die Bibel nicht 17? kennen. Die Ge ja, kennen die Bibel nicht. Das sind Traditionschristen. nee, ich glaube nicht, dass alle nicht die Bibel kennen. Die haben auch Bibel gelesen wahrscheinlich, aber nicht so verstanden vielleicht, wie ihr das Nein, verstanden diese habt. Dame von vorne, die weiß gar nicht, was Wiedergeburt ist, was der Herr Jesus da sagt in Johannes 3, Vers 3. Die hat das noch nie gehört. Die weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht kannst du uns ja erklären, was das ist. Ja, der Herr Jesus verlangt eben die geistige Wiedergeburt. Das heißt, jeder Mensch, der in eine Religion hineingeboren ist, weil seine Eltern, was heißt Buddhisten, Moslems, Katholiken, Ja. Atheisten, ja, wenn er in so einen Haushalt hineingeboren wird, das ist die erste Geburt. Die ist die fleischliche, menschliche Geburt. Aber der Herr Jesus verlangt eine neue Geburt, eine zweite Geburt und diesmal aber aus dem Geist Gottes, aus dem Heiligen Geist. Und wie schafft man das? Diese Geburt, diese neue Geburt, die ist wichtig für die Errettung. Wie kann man das erlangen? Indem man den Herrn Jesus als seinen Herrn, Retter und Gott annimmt und seine Sünden vor ihm bereut. Alles, was er in seinem Leben getan hat. Lügen, Betrügen, Sex außerhalb der Ehe. Alle Sünden, die man getan hat, vor ihm bereut und umkehrt. Und dann beginnt die Dann. Beziehung mit Gott, mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Wiedergeburt. Okay, was ist mit dem Heiligen Geist? Kannst du uns mal das erklären? Weil Dann viele sagen dann. empfängst du den Heiligen Geist. Nach Genau. Epheser 1, Vers 13 Ja. und Epheser 4, Vers 30. Aber. Bruder, kannst du bitte Epheser 1, Vers 13 für den guten Herrn hier kurz vorlesen? Ja, warte. Wie bitte, Epheser 1, ne? 1, Vers 13, ja. Ja, einen Moment. In ihn seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, ne? Im Moment, Ja. gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja. Das heißt also, der wahre Glaube der Wiedergeborenen bringt sie dazu, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Das Okay. sind die Wiedergeborenen, die echten. Reza kann ich dich nennen, ne? Ist okay für dich, wenn ich dich Reza nenne? Ja, das ist mein Vorname, Reza, ja. ich will ja einen schönen Dialog mit dir führen, nicht Ja, immer bitte. wieder uns Ja, bekriegen. ja, ja. Bei allem Respekt und nimm es mir nicht böse, für mich Ja. macht es keinen Sinn, wenn ich erst Religion annehme und dann, ne, dann neu geboren werde und Heiliger Geist bekomme, so quasi, dass ich auch nicht mehr sündige und so weiter. Erst muss ich es annehmen und dann passiert das. Es sollte doch. Findest du nicht, dass es umgekehrt sein sollte, dass du das erstmal, ne? Damit du überhaupt Bibel verstehst zum Beispiel, weil ihr sagt ja auch, Bibel könnt ihr gar nicht verstehen, wenn du Heiliger Geist nicht hast, 100%. Ja, du kannst es nicht verstehen, ja. Genau. Und das klingt für mich ein bisschen komisch, weil
Ja, ich verstehe es der nicht, Geist auch wenn ich Gottes es lese. Ich muss es ja. annehmen, damit ich es verstehe. Aber ein Buch will ich Das doch erst kannst du ja noch nicht verstehen. verstehen. Bevor ich annehme, will ich es ja verstehen. Ja. Das Und Wort nicht, ich Gottes nehme bringt an dich und zu dann verstehe Verständnis. ich. Ja, bitte. Wenn du das Wort Gottes hörst, durch das durch den Heiligen Geist ja inspiriert ist, und wenn jemand zu dir redet, diese Worte, dann wirst du es dann erkennen und es wird in dein Herz kommen und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Und dann kommt es zu Wiedergeburt, falls du zum Glauben kommst dadurch. Ja. Ja, wie ich gesagt habe, ich verstehe das. Ich kenne mich auch ein bisschen im Christentum aus. Ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden, weil für mich gibt es, wie gesagt, bei allem Respekt, ich habe Respekt vor allen Religionen, keinen Sinn gibt das für mich, weil ich verstehe es nicht, erst wenn ich es annehme. Ja, weil du noch in der Welt bist. Du hast einen weltlichen Geist noch. Du bist genau wie ich damals in der Welt. Ich konnte auch die Bibel nicht verstehen mit meinem menschlichen Geist. Ja. Du brauchst ja, wie du schon sagtest, den Heiligen Geist. Und den empfängst du bei der Wiedergeburt durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, wenn du zum Glauben kommst. Ja. Und dann verstehst du die Bibel. Dann geht die Bibel wie ein leichtes Buch vor deinen Augen auf. Aber sonst, ohne den Heiligen Geist, dann liest du die Bibel. Das ist für dich so anstrengend. Du verstehst nichts. Was soll ich denn nicht verstehen? Ich meine, es ist ja schwarz-weiß. Es sind ja Schriften. Was soll ich ja, daran nicht verstehen, an diese Schriften, nee, wenn ich das lese? Ist der Geist Gottes, aus dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ja dem menschlichen Geist ja total entgegengesetzt. Also, Bruder Dennis, kannst du bitte für den Herrn 1. Korinther 2, Vers 14 lesen? Ja, warte. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, damit er versteht, warum ein Mensch, der in der Welt lebt, nicht den Geist Gottes vernehmen kann. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Weiter? Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja, der geistige Mensch dagegen beurteilt zwar alles er selber, jedoch wird von niemandem beurteilt. Ja. Ja, genau. Also der natürliche Mensch, der natürlich geboren ist in dieser Welt, der hat einen weltlichen Geist. Der hat noch nicht den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Okay, und dieser Risa, Mensch. Ja, bitte. Sorry, dass ich jetzt unterbrochen habe. Nee, kein Problem. Risa, ich will verstehen, wenn ich habe den Bibel gelesen. Du hast ja. es auch gelesen, ne? Ja. Das hört man ja. So. Ja. Wenn ich es gelesen habe und du hast es auch gelesen, ja? Was hast du anders verstanden als ich dort drin? Ich konnte mit meinem normalen menschlichen Verstand, bevor ich zum Herrn Jesus Christus kam, gar nicht die Bibel verstehen, wie gesagt. Erst nachdem ich wiedergeboren war und den Heiligen Geist empfangen habe, erst dann gingen die Versen eine nach dem anderen für mich im Geist auf. Du kannst das nicht verstehen. Gerade 1. Korinther 2 hat er ja gerade vorgelesen. Der natürliche Mensch kann das Wort Gottes nicht verstehen, weil es Geist ist vom Gott. Und der Geist Gottes und der menschliche Geist können nicht miteinander zusammenkommen. Außer die Wiedergeburt. Wenn die Wiedergeburt geschieht und du den Geist Gottes empfängst, dann kann dein Geist es auch verstehen. Vorher nicht. Okay. Okay. Das heißt, wenn ich damals, bevor ich zum Herrn Jesus Christus kam, in der Welt, hättest du mir Bibel vorgelesen, ich hätte gedacht, das ist Märchen, das ist so Hieroglyphen aus Pyramiden. Ich konnte nichts verstehen davon. Verstehe. Ich habe, wie gesagt, auch Bibel gelesen und ich sage es so, wie ich es verstanden habe. Ja. Ja. Ich weiß, ihr sagt, dass Jesus ne, dreifaltig, also ich weiß, dass ihr an Dreifaltigkeit glaubt, Vater, Sohn, Heiliger Geist und diese drei sind eins, das weiß ich. Ich selber konnte das nicht herauslesen, dass er Gott ist. Ich konnte das nicht herauslesen. Natürlich, wenn ich jetzt mit bisschen Philosophie rangegangen wäre, wieder bei allem Respekt, dann hätte ich das vielleicht rausholen können. Aber so neutral betrachtet konnte ich das gar nicht rauslesen, dass Jesus Gott ist. Natürlich gibt es Versen, die sehr kompliziert sind. Da muss man mehr Zeit investieren, um es zu verstehen. Und es gibt tatsächlich auch Versen, die, wie zum Beispiel, es gibt wirklich Versen, da könnte man meinen, wenn man das wirklich, bei allem Respekt, oberflächlich ein bisschen liest, könnte man meinen, dass es Jesus damit gemeint ist, dass er Gott sei. Aber auch diese Versen habe ich ganz genau nachgeschaut, ne, und mich gefragt, stimmt das oder stimmt das nicht? Jetzt für mich, nicht für andere Menschen. Mich interessiert nicht, was, ne,
Was die anderen machen, können sie machen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt nicht groß gesehen, dass er Gott sei. Ich weiß nicht, woher ihr das herausgezogen habt. Darum habe ich dich gefragt. Ich habe es gelesen, du hast es gelesen. Lass uns zusammen ein, zwei Verse lesen, ob der Herr Jesus Gott ist. Ja. Und ganz einfach da drin steht, dass er alles erschaffen hat, der Herr Jesus. Bruder, kannst du bitte Kolosser 1, Vers 15 und 16 für den Herrn lesen? Bruder Dennis? Ja. Ja, genau. Kolosser 1, Vers 15 und 16. Damit er sieht, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist, der alles erschaffen hat. Warte ganz kurz. Kolosser 1, Vers 15. Ja. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ja. Ja, der Herr Jesus hat alles erschaffen. Das Sichtbare, also das Universum, was du siehst, der Himmel, die Sonne, die Planeten, die Menschen und das Unsichtbare, die geistige Welt, zum Beispiel, wo die Engel sind oder generell der Himmel, der Thron Gottes. Auch das hat er alles erschaffen. Bevor er Mensch wurde, ja, also der Sohn Gottes ist ja ewig. Warte das Wort mal ganz Gottes. Gott. Der sagt, ich habe den gekickt, ich habe den gar nicht gekickt. Wo ist er denn ich jetzt auf einmal? Hol den nochmal hoch, hol den nochmal hoch. Was passiert? Na, du bist einfach runtergegangen. Nee, ich bin nicht runtergegangen. Okay, kann passieren. Ja, manchmal passiert nicht, das. Ja, okay, kein Problem. Nee, manchmal passiert das. Ja. Ja, also der Herr Jesus hat alles erschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er ist das Ebenbild Gottes. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel ein Vers, was ganz einfach ist. Jeder kann das erkennen. Ja, er hat das gerade vorgelesen. Für mich, ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit euch einen Dialog führe, nicht, dass ihr da sauer werdet auf mich. Also, nein, ich glaube anders als ihr. Und ich hoffe, ihr respektiert das. Ihr müsst es nicht akzeptieren, aber respektieren, so wie ich euch respektiere. Das Ebenbild, es heißt ja auch das Ebenbild kann niemals original sein. Was denkst du darüber? Dass das Ebenbild, wie er vorhin gelesen hat, unmöglich ist, dass es original ist. Weil ein Ebenbild ist niemals original. Das Ebenbild des Unsichtbaren. Der Gott kann es ja nicht sehen. Gott ist unsichtbar. Richtig. Aber er hat sich sichtbar gemacht für uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Deswegen heißt es hier das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also du sagst, er hat sich doch sichtbar gemacht. Ja, natürlich, Jesus in seinen Sohn. Ja. Gott kannst du ja nicht sehen. Gott ist unsichtbar. Gott kannst du nicht. Genau, Gott, genau, das stimmt. Ja. Gott kannst du nicht sehen, steht ja auch drin. Genau. Aber niemand damit wir ihn sehen können, hat er eine menschliche Gestalt angenommen. Bruder, kannst du noch mal bitte 1. Timotheus 3, Vers 16 vorlesen? Bruder Dennis? Ist der nicht da? Okay. Ja, ich lese dir das mal vor. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Vorlesen. Ja. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, das heißt also, Gott ist Mensch geworden. Gott hat Fleisch und Blut angenommen. Er hat einen Körper, menschlichen Körper angenommen. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und dann nimmt er in Bezug auf Johannes 1, Vers 1, ja, im Anfang war das Wort, das kennst du wahrscheinlich, das ist ein Klassiker. Mhm. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, der Gott selber ist, der Sohn, ist Mensch geworden, hat Fleisch und Blut angenommen. Das, meinst du jetzt Johannes 1, 18, 1. also 14? Oder? Ja, ja. Ja, genau, Johannes 1, 1 und 14, genau. 1 und 14, genau. Ja. Ja,
Das ist eine Parallelstelle, 1. Timotheus 3, Vers 16. Schon wieder, Gott ist offenbart worden im Fleisch. Ja, ich denke ein bisschen anders als über Johannes 1,1. Ja. Das ist, wie auch gesagt, dass am Anfang war das Wort, ja, das Wort war Gott und Gott war das Wort. Es ist so, dass bei Johannes 1,1, ja, verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn das Wort ja Jesus oder Gott ist, wie auch immer, ja, ja, habe ich bis jetzt noch nicht erklärt bekommen von einem Christen, warum heißt es dort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, weil wenn das Wort bei Gott ist, dann kann es ja nicht sein, dass das Wort Gott ist oder Jesus ist. Ja, weil es innerhalb der Gottheit drei Personen sind. Ja, das Wort, der Vater und der Heilige Geist. Der Herr Jesus, also der Sohn Gottes, wird auch das Wort genannt. Ja. Das Wort Gottes. Das ist ein anderer Titel für den Sohn Gottes. Das Wort Gottes. Und Logos. Ja, im Griechischen heißt das Wort Logos. Richtig. Ja, genau. Logos ist Fleisch geworden. Nicht der Vater ist Mensch geworden. Nicht der Heilige Geist ist Mensch geworden, sondern der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der Gott selbst war, ist Mensch geworden. Ja. Und deswegen, wenn du die Verse weiterliest in Johannes 1,1, da steht, nichts ist geworden, ja, also im Dasein, nichts ist in Dasein gekommen, außer durch ihn, durch das Wort. Das heißt, er ist der Schöpfer von allem. Na, damit ich es besser verstehe. Ja. Du sagst, Sohn war bei Gott. Ja. Aber genau das ergibt ja für mich keinen Sinn. Weil wenn er bei Gott ist, wie kann er Gott sein? Ja. Ja, weil innerhalb der Gottheit drei Personen sind. Der Sohn war bei Vater. Der Vater ist ja auch Gott. Der Heilige Geist ist ja Gott. Ja, das... Ja, und deswegen war der Sohn auch mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Okay, dann habt ihr drei nebeneinander, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, innerhalb der Gottheit, es ist ein Gott in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, nur so aus Ob Interesse, du das verstehst, ist eine andere Frage. Gottes Natur können wir nicht verstehen, genau wie die Ewigkeit nicht verstehen können. Wir können nicht verstehen, dass etwas keinen Anfang hat in der Ewigkeit. Das können wir nicht verstehen, weil wir sehen, dass alles, was wir sehen, einen Anfang hat. Eine Erschaffung. Aber dass es ein Wesen gibt, das keinen Anfang hat in die Ewigkeit zurück, gar keinen Anfang hat, ewig ist, das kann der menschliche Verstand nicht begreifen. Richtig. Aber wir müssen das so stehen lassen. Okay. Das heißt, wir erkennen, wir begreifen es zwar nicht mit unserem Geist, aber wir müssen das so stehen lassen, weil Gott nun mal so ist. Da können wir nichts dafür, dass er ewig ist. Dann hat Jesus doch einen Anfang, oder nicht? Nein, Gott hat keinen Anfang. Gott hatte keinen Anfang. Menschliche Körper vor 2000 Jahren in Jerusalem, der vom Herrn, der hat einen Anfang. Ja. Aber nicht der Sohn Gottes, der von Ewigkeit Gott ist, der hat keinen Anfang. Was ist mit damit? Am Anfang war das Wort? Im Anfang, da nimmt der Johannes-Evangelium nimmt Anfang von 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt also, Johannes nimmt uns wieder zurück zum Ursprung der Bibel. Wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, nämlich das Wort. Bruder, kannst du bitte Psalm 33, Vers 6 lesen? Oder ich kann es doch selber lesen. Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Da haben wir die Trinität im Alten Testament. In einem Vers. Die Himmel sind durch das Wort. Wer ist das Wort? Der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Genau. Nee. Des Herrn. Reza, ja. Du liest ja dort, was das Wort ist. Hauch seines Mundes. Du hast das jetzt gerade Moment, gelesen. Schritt für Schritt. Erstmal der erste Satz. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn. Das Wort ist ja der Herr Jesus Christus, das Wort Gottes. Der Herr ist der Vater und die ganze Herr durch den Hauch seines Mundes. Und Hauch im Hebräischen, Original, Ruach, Geist. Mhm. Das heißt also, der Vater hat durch das Wort und den Heiligen Geist alles erschaffen. Ja, das da hast du alle drei Personen. Dass Gott alles erschaffen hat, da bin ich mit dir. Da würde ich
Das ja, nochmal, ich lese das vor. Ja. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Herr durch den Hauch seines Mundes. Hier haben wir alle drei Personen der Gottheit in einem Vers. Das Wort, der Herr und das, der Geist, der Hauch. Ruach. Kennst du das Wort Ruach? Ja, Ruach. Kennt ich. Ja, ja, das ist ein arabisches Wort. Ruach, das ist semitisch. Und auf Hebräisch heißt das Ruach. Das heißt Geist. Ja. Hast du irgendwie ein genauen oder besser gesagt einen Beweis dafür, dass Jesus Gott ist? Ein Vers, wo es richtig deutlich macht. Weil das sind Versen, da kann man, naja. Aber hast du irgendeinen Vers, dass es wirklich deutlich macht, so dass es ganz klar ist und fertig, Amen. Da kann man nicht mehr sagen, nichts mehr sagen und fertig. Ne, dass es ganz klar ist, dass Jesus Gott ist. Weil das sind Sachen, am Anfang war das Wort, ja okay, das Wort ist jetzt Jesus. Ich meine wirklich ganz deutlich. Tja, es ist deutlich, Johannes 1, Vers 1. Das Wort war Gott und ist Fleisch geworden. Also wie deutlich willst du es haben? Ich kann natürlich dir noch ein paar andere zeigen, nee, aber okay, das ist schon bleiben wir. Bleiben wir mal dran. Du hast gesagt, ein Sohn kann nicht Anfang haben, aber es steht ganz am Anfang, im Anfang war das Wort. Dann hat es einen Anfang. Ja, ja. Das Wort Nein, im Anfang. Anfang heißt ja nicht in der Zeit im Anfang, heißt das, sondern das ist ein Bezug auf 1. Mose 1,1, die Beginn des Erschaffenen. Mhm. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist damit gemeint, mit diesem Anfang. Im Anfang, welcher Anfang? Im Anfang der Schöpfung. Im Anfang der Schöpfung ist auch ein Anfang. Ja, aber da hat Gott erst diesen Anfang ins Dasein gerufen, die Zeit, Raum und Materie. Da war schon das Wort da. Bevor etwas existierte, bevor überhaupt Himmel, Erde existierte, da war schon das Wort da. Nee, das Wort war im Anfang. Ja, aber das Wort hat einen Anfang. Das will ich. Ja, ja. Im Anfang der Schöpfung hast du komplett recht, das stimmt. Aber im Anfang, es hat einen Anfang. Und das kann man jetzt drehen und machen, was man will. Aber es hat einen Anfang. Auch wenn es Schöpfung ist, auch wenn es vor Schöpfung, auch wenn es vor Erde und Sonne ist. Aber Anfang hat es immer noch. Das ändert nichts daran, dass es einen Anfang hat. Du verstehst dieses im Anfang falsch. Du setzt das zeitlich falsch an. Im Anfang, wo alles Gott erschaffen hat, der Anfang der Schöpfung, war das Wort da. Bruder Reza? Ja. Ich möchte Ihnen einmal was vorlesen, ja? Ja. Da haben wir tausende Stellen, wo hier Jesus Gott sagt, dass er Gott ist. Offenbarung 1. Da sagt er, ich bin der Allmächtige. Offenbarung 1. Ja. Da sagt er, dass er der allmächtige Gott ist. Wo sagt er das? Das würde mich interessieren. Ja, das lese ich dir auch gleich vor. Offenbarung 1, Vers 8. Warte. Jesaja 42, Vers 8. Ja. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Also Jesaja 42 sagt, der Herr, ich will niemandem meine Ehre geben, keinen anderen. Mhm. Und dann lesen wir zum Beispiel, einen Moment, wo es in die Schlachter gehen. Kann doch nicht wahr sein. Bruder Reza? Ja. Ich habe gerade Jesaja 42 gelesen, das halten wir mal fest. So, Johannes 5, Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir haben doch gerade Jesaja 42 gelesen, dass Gott niemanden die Ehre gibt. Niemanden. Aber hier gibt er den Sohn die Ehre, die Vollmacht. Ja. Die komplette Vollmacht. Was ja gut, das ist aber eine Stelle für ihn, das ist schon wieder so, er will das direkt in einem Vers sagen, dass der Herr Jesus sagt, ich bin der allmächtige Gott. Ja. Ja das gut. Ist Offenbarung 1, Vers 8. Ja, einen Moment. Ja, warte. Ja. Ja, gut, wir lesen einmal Jesaja 44 auch. Aber lies mal bitte Offenbarung 1,8, damit du das direkt in einem... Für alle anderen, ne, die da fragen, ja... Ja, warte, ich lese dir das vor. Offenbarung 1, Vers 8, da spricht der Herr Jesus, ich bin das A und das O,
der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Bruder, kannst du ihn auf dem Vers das spricht ja, das spricht der dahinter. Letzte, das, so das wie Jesaja 44, Jesaja 44, Vers 6, wo es steht. Nee, warte, ganz kurz, Evangelist, ne? Ja. Ich kenne den Bibel, ich will jetzt nicht da Debatte mit euch führen, mache ich nicht. Ja, ich könnte auf alles antworten, was du gesagt hast oder was der Bruder gesagt hat. Ich will nur einen Vers, ja, und nicht von Alten Testament, weil von Alten Testament, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe da gar nichts Trinität drinnen. Aber ja, ich will von Neuen Testament, dass Jesus Gott ist. Einen deutlichen Vers, das will ich. Ja, das interessiert mich. Warte ganz kurz. Müssen das Alte Testament mit dem Neuen verbinden. Das ist ja wie ein Puzzle. So, wir lesen erstmal Jesaja 44, Vers 6. Da steht geschrieben, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herrscher der Herrscherin. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Kein Gott. Genau, keinen Gott. Ja, gibt es keinen Gott. Und in Offenbarung sagt der Herr Jesus, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Mhm. Das lese ich jetzt auch einmal. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Dass er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Und was Reza vorhin gelesen hat, ist, glaube ich, da spricht auch Jahwe. Aber nichtsdestotrotz, Jesus sagt auch, ich bin der Erste und der Letzte. Da spricht der Herr Jesus. Da spricht der Herr Jesus in Offenbarung 1,8 zu Johannes. Da spricht der Herr Jesus zu Johannes. Nein. Das spricht Gott und unten dran spricht Jesus, sagt, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin gestorben und wieder auferstanden von Todre. Da spricht ist der Herr Jesus ja das A und das O, der Erste und der Letzte. Ich habe es jetzt gerade gesagt, er hat das benutzt. Erste und Letzte hat er es auch benutzt. Aber das, was du gesagt hast, 1,8, dort spricht Jahwe. Ist Jahwe gemeint, aber dort, wo du, Jesus spricht sagt, der Herr. Ja, spricht der Herr. Herr ist Gott. Der Herr Jesus ist ja der Herr. Ja, eben, für dich genau so, aber ich tue das da schon unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz, Jesus hat es tatsächlich auch gesagt, ich bin der Erste und der Letzte. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Ja, das stimmt allerdings so. Ja. Nun, wenn ich mich äußern darf über das, und viele haben probiert mit Erste und Letzte, Offenbarung ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Man kann nicht 100% alles verstehen, weil 100% was in Offenbarung ist. Ja, versteht man alles, nur du musst die Bibel kennen. Nee, nicht, dass du trotz, kein Christ kann mir ganze Offenbarung erklären. Aber doch, kann ich dir erklären. Oder Reza, wo ist kurz die Bibelstelle, wo die Dämonen auf die Knie gefallen sind vor ihm, zitternd anbeten vor ihm nieder, also wo Dämonen vor ihm auf die Knie gefallen, also auf die Knie gefallen. Nee. Und haben gesagt, bist du schon vor der Zeit gekommen, um uns zu quälen? Ja, genau. Das mit den Legionen, ne? Ja, das sind ja Dämonen, gefallene Engel. Kannst du diesen Vers, welcher Vers ist das nochmal? Könnt ihr das mal reinschreiben? Das ist der besessene Katharina. Ihr könnt gerne rausholen. Ich würde gerne aber trotzdem bei Erster und Letzter bleiben. Wie ich das verstanden habe, wenn ich euch das erklären darf. Ja, erzähl. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Kein Problem. Erste und letzte für mich ist kein Titel, wo man einfach rübernehmen kann und sagen, okay, Gott hat es gesagt, Jesus hat es gesagt, jetzt ist Jesus Gott. Das ist kein Titel und das ist auch keine Bezeichnung auf irgendeine Person. Ja, das erste und letzte ist keine Bezeichnung auf irgendeine Person. Erste und letzte ist eigentlich eine idiomatische Umschreibung, was bedeutet einzigartig. Ja, das ist erste und letzte. Und wenn Jesus sagt, ich bin der erste und letzte, ich bin gestorben und von Todreich auferstanden, dann meint er, dass er einzigartig ist in dem, dass niemand gestorben ist und von Todreich wieder auferstanden ist, außer Jesus. Sonst hat das niemand gemacht. Er ist einzigartig in dem. Wenn jetzt Jesaja Gott sagt, ich bin der Erste und Letzte, außer mir gibt es keinen Gott, dann ist er auch einzigartig. Er sagt, ich bin einzigartig und es gibt keinen Gott außer, ne, außer der eine und das bin ich. Einzigartig. Ja. Das ist eine idiomatische Umschreibung und bedeutet, ne, bedeutet so wie einzigartig und hat, ist kein Titel oder ist auch keine Bezeichnung auf eine Person. Also, dass man immer, nichts gegen Christen, bei allem Respekt, habe Respekt vor allem Christen, aber die viele benutzen das A, Alpha und Omega für das. Ich finde das ganz komplett falsch, weil das stimmt nicht. Es gibt natürlich Sachen und Orten, wo man Jesus, naja, man könnte sagen, okay, nee, das zeigt schon auf Jesus, dass er Gott sei. Es gibt Versen, ich kenne Bibel. Aber auch das kann man, wenn man sich Zeit nimmt und richtig durchschaut, auch da gibt es auch andere Versen, die dagegen sprechen. Was meinst du dagegen sprechen? Was meinst du? Dass er Gott ist zum Beispiel. Ja, das ist jetzt auch Mensch. Diese Verse, die du meinst, beschreibt seine Menschwerdung.
Es gibt Verse, die beschreiben den Herrn Jesus als Gott, weil er Gott war in Ewigkeit. Und die beschreiben im Verse ihn als Mensch. Der Herr Jesus ist ja beides. Er ist ein Mensch und Gott. Genau. Wenn du die Verse nimmst, zum Beispiel, wo der Herr Jesus nur als Mensch betitelt wird, dann geht es ja nicht auf, weil wir lassen die ganzen Verse, wo der Herr Jesus als Gott beschrieben wird, außer Acht. Wir müssen beides nebeneinander stehen lassen. Lisa, wann entscheidest du, dass er Mensch ist und wann entscheidest du, dass er Gott ist, wenn du beim Lesen bist? Wann wird das? Ich entscheide das nicht. Das Wort Gottes sagt das. Ja, aber nee, das liest man nicht heraus, dass er plötzlich hier Mensch ist und dort Gott ist. Das steht. Wenn der Herr Jesus Hunger hat und durstig ist, ist das göttlich oder menschlich? Natürlich ist das nicht göttlich. Ja, da beschreibt eben die Bibel den Herrn Jesus als Mensch. Okay. Ja, aber wenn der steht zum Beispiel, ich, bevor Abraham war, bin ich. Mhm. Ich bin. Dann zeigte Herr Jesus sich als das Ich Bin des Alten Testaments, der Gott Israels, wo der zu Mose gesagt hat, sag den Ägyptern und den Israelis, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name. Okay. Rezak, das Titel, ich finde das interessant, was du benutzt, ist, er Abraham war, bin ich oder ich bin. Ja. Ich bin, ja genau. Genau. Ich finde das nicht so ganz richtig, weil Gott sagt Moses nicht, ich bin. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und ja, aber ja. Also im Hebräischen kannst du das rauslesen, bedeutet Ahja, Asher, Ahja, das ist Gottes Name. Ja. Und Jesus sagt Egoimi und Gottes Name musst du eins zu eins sein. So wie Allah. Allah, auf Chinesisch ist Allah immer noch Allah, das ändert sich nicht. Oder auf Indisch oder Sri Lanka, was auch immer. Ja. Ändert sich nicht, bleibt Allah. Dann muss Jesus eins zu eins diesen Namen nehmen. Jesus muss auch sagen Ahja, Asher, Ahja, auch ob jetzt Hebräisch oder nicht. Aber er sagt Egoimi auf Griechisch und das kann man nicht, weil Gottes Name darf man nicht verändern. Ist unveränderlich. Du darfst es nicht. Wie Yahweh. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand kommt und komplett Namen ändert, Yahweh, in Griechischen übersetzt. Ja, aber Yahweh, was bedeutet Yahweh? Übersetzt. Erklär mir. Der Seiende, der ich bin. Ja, ich bin, der ich sein werde, ich bin, der ich bin, ich bin der ich war. Das ist ich bin. Das ist Yahweh. Nee, aber auch Ding, Paulus sagt. Paulus und Johannes sagen auch oft Egoimi, Egoimi dort, Egoimi dort. Ja, natürlich, wir benutzen alle, ich bin. Ja, natürlich, ich muss ja auch sagen, ich bin Reza. Genau. Das ist ja meine Identität, ich zeige ja meine Identität. Richtig, das sagen auch, Paulus sagt auch Egoimi. Ja, das heißt nicht, aber im Alten Testament sagt also Gott, dass er der Seiende ist, der Unwandelbare, der von Ewigkeit her ist, war und kommt. Das ist der ewige Gott, der ist und sich nicht verändert, wie wir Menschen. Wir Menschen verändern uns jeden Tag, aber einmal heute so, morgen so. Aber Gott verändert sich ja nicht, er ist ja die Wahrheit. Richtig, verändert sich nicht. So, das ist damit mit diesem Ich Bin, der Seiende, der das Leben in sich hat, der das Leben ist. Deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin das Leben. Ja, aber wenn er sagt, ja, ich bin das Leben, das habe ich, kenne ich auch. Wenn er sagt, aber ehe Abraham war, bin ich, dann meint er nicht, dass er Gott ist. Er sagt einfach, dass er vor Abraham war. Ja, wie kann er denn als Mensch nach Abraham, vor Abraham gewesen sein? Er kann im Gottesplan vor Abraham sein und das lese ich auch in der Bibel heraus, dass Gott schon geplant hat mit ihm, ehe die Welt war. Genau, und das kann kein Mensch sagen, ehe Abraham war, bin ich. Doch kann er ja sagen, er ist ja vor Abraham gewesen. Warum haben dann die Juden, die Steine hochgehoben und wollten ihn steinigen? Ja, das ist bei Johannes Kapitel 10, 30, ne? Dort, wo sie ihn steinigen wollten. Genau. Bevor Abraham war, ich bin. Auf einmal haben die Steine gehoben und haben gesagt, Moment mal, du bist ein Mensch, du hast gerade dich zu Gott gemacht. Genau. Die Juden haben es da richtig verstanden. Wieso verstehst du es dann nicht? Nee, der Herr Jesus beansprucht zu sein. Ja, ich sage, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Juden verstanden haben, aber sie können es auch verstehen, mir ist das ist auch egal. Warum sie ihn steinigen wollten, außerdem, das muss man auch im Kontext lesen, warum sie ihn steinigen wollten, ist, dass er sich diesen Titel genommen hat, Sohn Gottes. Gesagt, ich habe noch eine kurze Frage an dich, ja? Kann ich das kurz zu Ende und dann kannst du gerne fragen. Ja. Er hat gesagt, Jesus sagt selber, ne, steht das nicht in euren Schriften, dass ihr auch Götter seid? Und nachher sagt er noch, wollt ihr mich steinigen, weil ich gesagt habe, ich bin Sohn Gottes? Jesus wusste ja auch, warum sie ihn steinigen wollten.
Er sagte, weil ich gesagt habe, ich bin Sohn Gottes. Und Sohn Gottes meint er nicht mit, ich bin Sohn Gottes, weil Sohn Gottes gibt es auch im Alten Testament, Söhne Götter, Gott und so. Das gibt es auch im Alten Testament. Deshalb, das hat er nicht so gemeint, sondern in Jesaja steht ja, was gemeint ist. Sohn Gottes ist damit, mit diesem Wort meint er, weil er gesagt hat, dass er Messias ist, das wollten sie nicht akzeptieren. Das meint er mit Sohn Gottes dort. Ja, wenn er sagt, Sohn Gottes, dort, weil ich gesagt habe, ich bin Sohn Gottes, ist es deswegen, dass ihr mich steinigen wollt. Und das sehen wir im Jesaja 53, glaube ich, ne, wo er prophezeit wird, sehen wir ganz genau, was es damit gemeint ist, Sohn Gottes. Damit ist gemeint, weil ich gesagt habe, ich bin der Messias. Sie wollten ihm als Messias nicht, sie wollten ihm nicht glauben. Nein. Das steht in dem Wort, wer du ein Mensch bist, machst dich selbst zu Gott. Genau. Wenn du ein Mensch bist und machst dich gleich zu Gott. Ich habe mal eine Frage an dich, ja? Ja, bitte. Wenn ich zu dir komme zu dir und ich treffe dich jetzt mit deinen Kollegen und sag, du bist von dieser Welt, ich bin aber nicht von dieser Welt. Jetzt würdest du mich doch fragen, warte mal ganz kurz, du bist ein Mensch wie ich. Kann ich fragen, woher kommst du denn? Würdest du nicht denken, ich wäre verrückt, oder dann müsstest du doch sagen, warte mal, dann bist du doch ein Außerirdischer, richtig? Wenn ich zu dir sage, ihr seid von dieser Welt, ich bin aber nicht von dieser Welt. Ihr seid hier von unten, ich bin von oben. Was würdest du sagen? Nur diese Frage jetzt. Nein, ich kenne die Stelle. Ja, die Stelle, genau. Jetzt kommen wir noch ganz kurz tiefer. Okay, bitte. Was würdest du sagen, wenn ich sage, ja, mein Königreich ist nicht von dieser Welt? Also er sagt, er hat ein Königreich, das ist nicht von dieser Welt. Also er hat ein Reich, er ist ein König. Mhm. Ja, was würdest du denn sagen? Ganz kurz zum Johannes 10, nur ich komme gerade zu dir, sorry. Im Alten Testament, auch Moses wird Gott genannt. Das meinen sie nicht, dass du dich Gott gleichstellst und so weiter. Aber egal, gehen wir mal zum Evangelist. Ich will zu deiner Antwort gehen. Du hast richtig gesagt, steht ja in Bibel, ne? Ich bin nicht von dieser Welt. Genau. Es steht in Bibel, ne? Mein Königreich, ihr von unten, ich von oben, ja? Aber hey, es steht auch im Bibel, dass alles Gute von oben ist. Wenn er sagt, ich bin von oben, dann meint er, alles Gute, was ich mache, ist von Gott. Das sagt Jesus. Nein. Ja? Nein. Ganz kurz, wenn ich führen kann. Es steht aber auch in Jesus sagt auch, in Johannes, bin ich mir nicht sicher, sagt Jesus auch, ne? Taufe von Johannes ist nicht von da, es ist von oben. Ist jetzt Johannes Gott, der Taufer? Nein. Nein. Sondern das Gute ist von oben. Nein. Seine Taufe ist von oben, nicht von unten. Nein, das ist das Gute, Frage, kommt von was, oben, nein, steht in Bibel. Nein, ja, aber das ist eine Warte, ganz kurz, Cäsar. Das ist komplett durcheinander. Also nochmal, ich komme zu dir und sage, du bist von dieser Erde, ich bin aber nicht von dieser Erde. Ich bin von oben, du bist von unten. Genau. Ja, das heißt ja, warte mal, wenn das jemand zu mir sagt, dann würde ich sagen, wie, Moment mal, ihr seid von dieser Erde, ich bin nicht von dieser Erde. Ich würde das auch so verstehen. Sag ich dir ehrlich, so wie du, würde ich es auch verstehen. Aber wir haben den ganzen, du musst auch den ganzen Bibel, den ganzen Bild anschauen, weil, so wenn du sagst mit diesen Versen, ich würde es eins zu eins wie du verstehen. Ich würde sagen, was, wie, du von oben, ich von unten, dann würde es das schon ein bisschen, ne, würde ich mir auch so kaufen. Aber in Bibel klärt sich ja selber auf, indem er sagt, alles Gute kommt von oben. Wenn er sagt, ich bin von oben, dann meint er, dass alles Gute, was ich mache, kommt von Gott. Das meint er. Und er sagt auch, Taufe von Johannes ist von oben. Heißt aber nicht, dass Johannes Gott ist, sondern das Gute kommt von oben. Nein, du musst schon genau bleiben. Es heißt, die Taufe von Johannes ist von oben, nicht Johannes. Wenn er sagt, Johannes ist von oben, dann heißt das, dass der Johannes eben nicht von dieser Welt ist, sondern von Gott direkt kommt zu uns. Aber du redest über die Taufe des Johannes. Ja, hier reden wir von einer Person und von einer Handlung. Eine Handlung ist natürlich von oben den Propheten gegeben, aber sie ist nicht von dem Propheten, sondern ist von oben ihm gegeben. Aber da spricht der Herr Jesus, ich bin von oben. Ja, ist auch Gesandter. Ne? Jesus ist auch Prophet, Gegensatz zu Aber von oben ist Johannes er. Er ist von oben. Er ist nicht von der Erde. Ja, aber Johannes der Taufer, im Gegensatz zu Johannes der Taufer, ist er ein Prophet und ein Gesandter. Das kann er so sagen. Aber Johannes der Taufer kann sowas nicht sagen. Er kann es sagen als Gesandter. Das meint er ja. Als Gesandter kann er das sagen. Ich bin von oben. Er sagt ja nochmal, ich bin nicht von dieser Welt. Nicht meine Handlung ist von oben, wie bei Johannes der Taufer, die Taufe. Nochmal, er sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Verstehst du? Er sagt ja, ich bin von oben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist von oben. Vom Himmel. Verstehst du die Aussage nicht? Er sagt, ich habe ein Königreich. Das ist im Himmel. Okay.
Ich will nicht mit euch streiten oder so. Bruder. Nein, aber nein, 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 aber das nicht, dass ihr Emotionen, weil der Bruder. Nein, aber verstehst du diese Aussage nicht? Verstehst du es nicht oder nee, ich probiere ja mit euch. Er will, er hat ein Problem, aber er will das nicht. Eigentlich ist das ganz klar, dass der Herr Jesus sehr oft von uns kommt. Es geht ja nicht darum, schau mal, ich sage euch ehrlich, ich will von euch lernen. Darum bin ich da reingekommen. Ich bin nicht da reingekommen. Ich bin ein Mensch, ich hole das Gute, wo ich finde. So wie ein Schwamm zauge ich auch ein. So, das mache ich. Ja. Ich probiere nicht gegen euch zu kämpfen, sondern ich probiere das Wissen von euch ein bisschen rauskitzeln. Das ist alles gut. Und logisch, wenn ich jetzt alles akzeptiere, was ihr sagt, dann müsste ich Christ werden. Aber bin ich nicht. Ich habe eine andere Meinung. Nein, du sollst auch kein Christ werden. Du sollst wiedergeboren werden. Christentum kannst du vergessen. Das sind alles Fakes. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst zu wahrhaftigen Gott finden und wiedergeboren werden und den Heiligen Geist empfangen, damit du errettet bist. Und du musst dann die Welt hinter dich lassen. Ja, aber dann musst du einfach darauf warten, bis ich mal neu geboren werde und Heiligen Geist umkomme. Ja, das, da beten wir dafür. Da kann ich ja nichts machen. Doch, du kannst beten zu Gott. Du kannst jetzt zu beten gleich. Also ich bete immer zu Gott. Das ist. Nein. Vergiss alle Götter, die du je kennengelernt hast. Nein, ganz alles wegschmeißen. Religionen, alles zur Seite. Du redest eins zu eins direkt zum Schöpfer. Du kennst ihn noch nicht mal. Aber du weißt, dass es ihn gibt. Jetzt redest du zu ihm. Mein Gott und mein Schöpfer, ich weiß, dass du existierst. Ich möchte dich kennenlernen. Wer bist du? Was ist dein Name? Offenbare dich mir. Und der Gott wird sich dir offenbaren. Und dann weißt du 100%, wer er ist. Und dann gibt es auch keine Debatten mehr. Ja, Debatten wird es immer geben. Ja, aber für dich, weil du dann, wenn Debatte kommt, dann weißt du, da kannst du nur noch müde lächeln, weil Gott sich dir offenbart hat. Da weißt du, wer der Wahrhaftige ist. Ich finde es schön, dass ihr so stark dran glaubt. Finde ich schön, dass ihr mit Herzen dabei seid und mit ganzem Kraft. Ich finde es schön. Nur, ich sage dir ehrlich, ich wusste gar nicht, dass Christen sowas glauben, dass zum Beispiel Jesus Gott ist. Ich habe schon mal von Jesus gehört, noch nie Bibel gelesen. Kreuze hier und dort gesehen, das habe ich gesehen, Kirchen habe ich gesehen, aber nie gewusst. Erstes Mal, wo mir ein Trinitarier das erzählt hat, ich habe Schock bekommen fürs Leben. Ja, leider. Es war so ein unangenehmes Gefühl. Ich wollte weg, aber ich dachte, es wäre respektlos, einfach jetzt weggehen, nachdem, was er gesagt hat. Ich war wirklich so schockiert. Ne? Ich hatte so eine Wut in mir. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte eine Wut in mir. Obwohl ich neutral betrachte, mir ist doch egal, er kann es ja auch von mir aus. Aber nichtsdestotrotz, keine Ahnung, warum ich so sauer geworden bin und in mir hat das irgendwie gekocht. Ich wollte einfach weg von ihm. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, zum Beispiel, dass Jesus Gott sei. Wo er das gesagt hat, ich war schockiert. Ja, ich konnte das unmöglich glauben. Ja, weil du eben ein... Das hat mit Dämonen zu tun, mein Gott. Ja, bitte. Ja, weil du natürlich, wie schon 1. Korinther 2, was ich ganz am Anfang gelesen habe, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Dummheit. Er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und weil du nicht den Geist Gottes hast, also den Heiligen Geist, kannst du diese Dinge nicht in der Tiefe fassen. Das ist normal, so wie ich damals, bevor ich zum Herrn Jesus kam. Hättest du mir den 1. Korintherbrief gelesen, ich hätte gedacht, das ist außerirdische Gerede. Ja, Reza, warst du vorher ein Muslim? Ja, ich bin in eine muslimische Familie hineingeboren, aber ich habe dann den Islam verlassen, da war ich ein Jugendlicher. Okay. Und dann habe ich nach Gott gesucht, ne? Und dann hat der Herr sich mir offenbart. Und da wusste ich 100%, okay, alles klar. Die Suche hat ein Ende gehabt. Okay. Ich habe, und das wünsche ich dir auch. Ja, danke dir, was soll ich sagen? aber ich habe allgemein, selbst wenn jetzt das stimmt, was ihr sagt, dass Jesus Gott sei in der Bibel, selbst wenn es so ist, habe ich trotzdem ein Problem damit. Nicht mit dem, dass Jesus Gott ist. Ja. Also, was heißt Problem? Nicht deswegen, sondern ich habe ein Problem damit, dem Bibel, gesamten Bibel, ja. Und ich kann mir, wie soll ich sagen? Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass das Original ist, was dem Buch, dass es
ein komplettes Buch ist zum Beispiel, oder dass es, meine Meinung ist, dass diese die Bibel, wo man in der Hand hat, dass es bearbeitet worden ist von Kirchenvätern und so weiter, dass es gelitten hat unter Kirchenvätern, viel sogar, nicht wenig. Ja, dieses Buch hat richtig gelitten unter Kirchenvätern und so weiter. Alleine nur schon da habe ich, selbst wenn ich einen Schritt weitergehe und das ne, so rauslese, dass er Gott sei, habe ich ein anderes Problem. Ja? Und das andere Problem wäre eben genau die Bibel selber, dass es nicht original sei und dass es gelitten hat wegen unter Kirchenvätern und so weiter. Viele Jahre. Bruder Reza? Ja, ja. Sei mir nicht böse, ich beende jetzt den Stream. Ich komme aber später nochmal online. Ja, okay, alles klar. Ja, mein Lieber, jetzt, ja gut, zunächst haben wir ein bisschen ne, gesprochen über diese Themen und dann siehst du ja wirklich, dass auch die Gottheit des Herrn Jesus ja mehrfach in der Bibel drinsteht. Ne? Aber ob du das annehmen möchtest, ist eine andere Sache. Ne? Aber das steht da drin. Ja. Und später, wenn der Bruder nochmal live kommt, kannst du nochmal dazukommen und dann können wir weiterreden. Ja, aber in der Zwischenzeit kannst du ja Gott fragen, ist dein Wort verfälscht worden oder ist die Bibel wirklich perfekt überliefert worden? Frag ihn mal. Und er wird die Antwort. Ich würde gerne nochmal mit euch genau über das reden. Vielleicht sogar noch über Jesus Gottheit. Wie gesagt, ich bin kein, ich bin ein komplett neutraler Mensch. Ich probiere neutral zu sein. Ich kann nicht sagen, ich bin. Ich probiere neutral zu sein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich in der Schweiz wohne, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne nochmal reinkommen, aber ich kann zu spät weiter gehen. Ich komme kann später. Ich dir ganz kurz, kann ich dir was mitgeben? Ja, bitte, mach das. Mach nur. Guck dir mal bitte seine Vorträge an. Er beweist, dass die ganze Hollywood-Industrie den Herrn Jesus kopiert. Zum Beispiel diese ganzen Filme, die du da siehst, die kopieren alle den Herrn Jesus. Sie machen sich lustig über den Herrn Jesus. Das stimmt. Du kannst das sehen an seine Vorträge, dass er beweist, dass der Satan wirklich sich lustig macht über die Bibel. Jeder Film, den du in Hollywood siehst, ist der Herr Jesus Christus, aber anders verpackt und verschlüsselt. Muss man eingeben, Reza Arapur entschlüsselt diese ganzen Filme und du siehst, dass diese Superhelden, die lassen sich kreuzigen, die verspotten den Herrn aufs Übelste, sie machen sich wirklich lustig. Das kannst du dir mal reinziehen. Guck dir das einfach mal an und mach dir mal dein eigenes Bild so. Auf jeden Fall. Wann kommt ihr wieder live? Weil ich muss arbeiten gehen und bin erst Ich bin so um 8:30 live, Reza. Wie lange bleibst du denn live? Ich weiß es nicht, eine Stunde oder so. Okay, wenn du willst, das ist kurz. Dabei. Das ist zu kurz, weil ich bin erst so um 11 Uhr wahrscheinlich zu Hause. Oh, das ist schon zu spät für heute. Aber der Bruder ist fast jeden Tag live. Du kannst immer wieder dazukommen. Ja, gerne. Ja. Ich folge ihm mal und dann auf ein schönes Gespräch. Bist du dann vielleicht später nochmal live um 8:30? Ja. Ihr Lieben, bitte betet auch für den guten Mann hier, den guten Schweizer. Dass der Herr sich ihm offenbart. Später auch dafür, auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, mein Lieber. Okay, dann Gottes Segen und bis später, so Gott will. Bis später. Und wir leben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.